Es ist der 9. November 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wenn ihr euch wundert, nanu, die haben wir doch erst letzte Woche gehört. Ja, das ist diesmal so. Durch die Subscribe gab es eine leichte Verschiebung in unserem Plan. Deswegen gibt es jetzt zwei Sendungen in zwei Wochen aufeinanderfolgend. Wir gucken mal, ob wir genug Material zusammen haben, dass wir auch heute eine schöne Sendung zusammenkriegen. Aber ich bin ziemlich sicher, denn wir haben einen sehr interessanten Gast dabei. Aber wenn ich wir sage, dann meine ich erstmal das Team des Sendegartens, was heute versammelt ist. Und da begrüße ich zunächst einmal den Lars. Schönen guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und dabei auch der Meister der Technik, der Meister des Voice-over-IP, nein, Sound-over, wie heißt es denn, Ton-über, na egal, du wirst es wissen, der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Ja, mein Lautsprecherkabel war es. Wie, du hast ein Hardware-Problem? Das gibt's doch gar nicht. Lars wird sich erinnern, weil letztes Mal hatte ich schon das Problem, dass ich da so Headset-Probleme hatte und das ist tatsächlich die Lautsprecherbuchse, okay. Ja, genau, aber alles gut, funktioniert. Ich hatte eben nur so, ja. Diese kleine Verzögerung hat meinem Hirn die Zeit gegeben, nachzudenken. Es heißt Audio over IP, wohl? Genau. Bei dir. Ja, genau. Audio over IP. So. Und wir haben heute zu Gast, Melanie ist nicht da, kann Österreich nicht vertreten, aber wir haben einen anderen Gast aus Österreich, aus Wien, nämlich den Stefan. Stefan Haslinger, guten Abend. Ja, guten Abend und grüße euch aus Wien. Wunderbar, habe ich also das richtig gemerkt, das Ganze. Der Stefan, den haben wir vor kurzem noch auf der Subscribe gesehen und auch beim Wispot-Treffen, beim Ganzort-Treffen. Also wir haben in kurzer Zeit jetzt relativ viel miteinander zu tun gehabt. Wenn ich wir sage, meine ich Lars auch. Nee, Lars war bei Subscribe nicht da. Egal. Also wir haben das öfteren jetzt miteinander zu tun gehabt. Und das ist eigentlich ganz gut, denn du hast auch ein größeres Projekt mitgebracht, was du in der Community ausrollst. Darüber wollen wir ausführlich sprechen. Das Panoptikum, das mal gleich zu sagen. Wollen wir nachher ausführlich sprechen. Aber natürlich vorher dich auch erstmal als Person ein bisschen bekannt machen, so wie ich dich habe kennenlernen dürfen. Das würden macht das natürlich Sinn, auch den anderen Zuhörenden dich einmal vorzustellen. Da kommen wir aber gleich zu, wir kommen erst zur neuen Ernte, aber bevor das passiert, möchte ich mich bedanken bei den Hörenden, die von der letzten Woche bis heute für 813 Klicks, also Downloads, gesorgt haben. Das ist echt eine Menge, damit habe ich nicht gerechnet innerhalb von nur 7 Tagen. Also ganz herzlichen Dank und ja, herzlich willkommen, ganz besonders den Menschen, die dafür verantwortlich sind. Gut, dann kommen wir jetzt direkt zur neuen Ernte, denn beim letzten Mal habe ich ein bisschen rumgejammert, wir hätten keine Kommentare und so, also alles, was ich bei der Subscribe gelernt habe, was ich eigentlich nie machen möchte, nämlich um irgendwas betteln, aber es hat gewirkt, wir haben zumindest mal den einen oder anderen Kommentar bekommen. Kommen wir zur neuen Ernte. Aber die erste Ernte ist eingefahren, ohne dass irgendetwas von unserer Seite initiiert worden wäre. Da möchte ich noch einmal ein bisschen ruhiger werden, nämlich ich hatte schon in der letzten Sendung an den Tod von Detlef Breitenbach, dem wir unter Black Mac 42 kennen, erinnert. Inzwischen ist die Episode 23 vom Proton-Podcast erschienen und die ist aufgezeichnet worden wenige Tage vor seinem Tod und ist jetzt nach seinem Tod veröffentlicht worden. Das ist so ein bisschen, dass man hat so ein bisschen ein Kribbeln, also ich jedenfalls, beim Gedanken, dass das die letzten Worte sind, die man halt so vom Detlef hören wird. Und es war bei mir besonders intensiv, weil er in dieser Episode 23 ausgerechnet auch nochmal den Sendegarten angesprochen hat. Und zwar hatte das den Hintergrund, wir hatten, als wir in der Episode 31 vom Sendegarten über Potsdok gesprochen haben, haben wir auch über Uli erzählt, der am Lagerfeuer ein Lied gesungen hat oder mehrere Lieder und die hatten aber so einen sperrige Titel und wir konnten nicht genau erinnern, wie der Titel ist. Und diesen Sachverhalt hat Detlef im Proton-Podcast, Episode 23, mit Uli angesprochen und hatte gesagt, hoffentlich hört das einer vom Sendegarten, dann kann er das korrigieren. Ja, ich habe es jetzt einfach mal rausgeschnitten, hören wir einfach mal gemeinsam rein, was er da sagt. Ja, nee, ist ja schön, ne? Und kann man sagen, ist wahrscheinlich so ein bisschen getriggert worden durch deine Musik hier auf dem Potsdok wahrscheinlich, ne?
denke ich mir. Ja, gut, klar. Ich habe, wo ein Lagerfeuer ist, da zücke ich halt gerne die Gitarre. Und da kann man mich manchmal nur schwer von abhalten. Und da ist es halt, da haben halt auch einige andere noch gehört, was ich so mache. Ja, und wenn das jemand schön findet, dann freue ich mich halt ja, immer. Ich habe in manchen Sendungen, wurdest du erwähnt und es kam positiv rüber. Also teilweise mit Ausschnitten hast du ja auch noch mitgekriegt. Ein bisschen ja, der Brombeerfalter hat ja auch einen Teil mit reingebracht, ne? Ja, und wir haben auch hier im Sendegarten. Die haben versucht, dein langes Lied zu sagen, wie das heißt, aber haben es nicht zusammengekriegt, das Brötchen. Ach so, das ist doch ganz einfach. Das heißt, oder an ein Weizenmehlprodukt, das auf einer Sitzgelegenheit an einem Bahnsteig ein eher trauriges Dasein fristet. Ja, hoffentlich hören Sie das jetzt, dann wissen Sie es jetzt, wie es heißt. Ja, ich meine, im Prinzip muss man das Lied gar nicht hören, weil der Titel erzählt schon die ganze Geschichte. Ja, allerdings. Ach, sehr schön, ja. Ja, ich hoffe, dass einer vom Team es hört und dann kann es ja demnächst nochmal korrekt wiedergeben. Also sie hatten die Buzzwords, hatten sie alle drin, aber sie haben sie halt ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja, ich habe gedacht, wenn das Lied schon so kurz ist, dann muss wenigstens der Titel ein bisschen länger sein. Ja, für alle die Detlef vielleicht nicht gekannt haben, das ist eine Form von Humor gewesen. Wir haben also eine Menge gelacht. Und ich sag's gerne noch einmal, das war die Ode an ein Weizenmehlprodukt, das auf einer Sitzgelegenheit an einem Bahnsteig ein eher trauriges Dasein fristet. Ich habe es mir rausgeschrieben, damit ich das auch korrekt sagen kann. Und eingeleitet wurde das, weil es ein Hörspiel gab vom Tim Süß. Im Rahmen der Geschichtenkapsel hat er ein Hörspiel geschrieben mit dem Titel Hinter dem Hügel. Und da ist Musik von Uli verarbeitet worden und der Kontakt zu Tim Süß und über den Uli ist über Potsdok gelaufen, also enge Verbindungen und Verzahnungen hin und her. Gut, ja, das ist das letzte Mal, dass wir Detlef haben lachen hören. Wir machen einfach weiter. Wir haben eine Zuschrift bekommen auf unser Kommentarfeld und zwar hat Frau W. aus E. in die Tasten gehauen. Sebastian, was schreibt sie denn? Ja, sie schreibt: Hallo Martin Rützler und das Sendegarten-Team. Vielen Dank für euer Engagement und die aktuelle Folge. Seit einigen Monaten höre ich euch regelmäßig und das sehr gerne. Habe heute Abend noch eine Stunde Gartensendezeit vor mir, möchte aber jetzt schon mal schreiben. Die Frage nach der Archivierung der privaten Podcasts finde ich sehr interessant. Wäre gut, wenn sich da was finden ließe, damit auch zukünftigen Generationen darauf zurückgreifen könnten. Wir kratzen ja nun mal keine Keilschriften mehr in Steine, die irgendwann ausgebuddelt werden könnten. Bezüglich der Hörerzahlen, ich lade mir die wenigsten Podcast-Folgen herunter, sondern höre per Streaming. Wie werden die Zugriffe da erfasst, auch als Download? Mir macht es immer Freude zuzuhören und durch eure Empfehlung bin ich schon auf andere Formate gestoßen, die ich sonst noch nicht oder auch nie gefunden hätte. Danke dafür, Frau W. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau W. aus E. Ich habe schon geantwortet, kann das nochmal eben zusammenfassen, nämlich, dass auch diejenigen Menschen, die das auf der Webseite hören, von diesem Zählwerk erfasst werden. Also Frau W., wir haben dich mitgezählt. Du warst auch in der Zahl drin. Und wenn du die letzte Episode gehört hast, dann gehörst du auch zu den 813. Irgendwo steckt da dein Klick auch mit drin. Und die Frage mit der Archivierung, ja, können wir das nur im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe, denn in der zweiten Zuschrift, die wir bekommen haben, hat sich Tine Nowak gemeldet und hat das ein bisschen besser erklärt. Und der Lars ist so freundlich und liest das mal eben vor. Genau, Tina hat kommentiert, das Sammeln von digitaler Kultur meint nicht zwangsläufig, dass zum Schluss alles erhalten bleibt oder bleiben muss, sondern dass systematisch gesammelt wird, um die Kulturpraxen der jeweiligen Zeit unter Umständen exemplarisch nachvollziehen zu können. Aber selbst hierzu ist derzeit wenig in Sicht, was die private Podcast-Szene betrifft. Und dazu hat sie dann noch einen Link ins Sendegate dazu gepackt, und zwar zum Thread Subscribe 9, Museum auf die Ohren.
Ja, da müssen vielleicht wir noch. Auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ja, aber natürlich gerne. Bitte, als Ober-Eichelbar. Das tue ich ja gar nicht. Ich archiviere nicht die Episoden. Also ich sammle nur die Metadaten. Aber wirklich bezogen auf das Archiv, auf die Archivproblematik. Ihr habt ja bisher eigentlich immer über die organisatorischen Aspekte dessen gesprochen. So nach dem Motto, wer soll es denn tun? Wir haben noch ein anderes Problem dabei. Das ist die Chemie. Wir haben das Problem, dass alle Datenträger, die es zurzeit gibt für digitale Daten, organisches Material sind und daher zerfallen. Das heißt, man muss die alle paar Jahre, also das können 30 Jahre sein oder 50, je nachdem, was das für Datenträger sind, umkopieren auf neue Medien. Und in so einer misslichen Situation war man eigentlich in der Geschichte noch nie. Bisher hat man immer bessere Medien verwendet. Also Papyrus war besser, die Schlemmplatten sowieso, Papier war besser. Also da haben wir wirklich zurzeit ein Problem, das auch einer technischen Lösung harrt noch. Was haben eigentlich Schallplatten für eine Lebenszeit? Auch zweistellig. Okay. Ja, ich hatte auch schon überlegt, man könnte ja eigentlich eine Zeitkapsel machen, aber dann ist mir genau das Problem eigentlich auch bewusst geworden, dass wir eigentlich nichts haben, was lange überdauern würde in der aktuellen Form. Ansonsten wäre so auf Podstock irgendwie Verbuddeln von Zeitkapseln eine Idee. Aber ja, das stimmt. Steintafeln haben tatsächlich eine etwas längere Haltbarkeit als eine CD oder womöglich eine, wie heißt das denn hier? Na, die kleinen Disketten, genau, die es gar nicht mehr gibt. Die gehen nicht nur kaputt, sondern die werden dann auch noch durch neue Techniken ersetzt. Das ist auch noch so ein Problem. Also, dass du gar nicht mehr das entsprechende Lesegerät hast, was du dafür brauchen würdest. Kann auch passieren. Ja, ich hörte schon, dass das eben auch Archivare oder Leute, die Dokumente archivieren, dass sie da versuchen, das wieder auf Fotomaterial zu bannen, und zwar auf Schwarz-Weiß-Fotografie, weil diese relativ lange halten, so um die 100 Jahre. Aber das ist eine sehr, sehr aufwendige Technik, gerade wenn man eben nur Schwarz-Weiß ablichtet, aber zum Beispiel ein Farbbild in Schwarz-Weiß konservieren will, dann muss man halt für jede Farbe, die auf dem Ding drauf ist, eine Ebene definieren und dann die Farbinformation in Schwarz-Weiß ablegen und das dann wieder rückzukonstruieren. Vielleicht könnte man eventuell die Einsen und Nullen eines Podcasts in einer Schwarz-Weiß-Anordnung auf ein Zelluloid oder wie immer das Fotozeug heißt, bannen. Dann müsste man mal den Chris Marquardt fragen oder die Moni, wie man das möglichst gut konserviert. Na gut, das sind so Fragen für die Zukunft. Aber der gesellschaftliche Aspekt, den Tina anspricht, ist, es geht gar nicht darum, also so habe ich sie jetzt verstanden, einmal alles, den Full-Take zu machen, sondern vielleicht so exemplarisch irgendwie, damit man rückblickend weiß, wie haben die so getickt. Da muss man ja nicht das Gesamte erhalten, sondern mehr so ausschnitthaft. Mhm. So habe ich das jetzt verstanden. Ja klar, die technischen Probleme bleiben die gleichen, nur hat man vielleicht weniger Menge oder so. Mhm. Ja. Ja. Keine Ahnung, wie das so läuft. Also wir wollten doch immer mal den Tim Prittler fragen, wie er das macht mit 500 Jahren. Das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Irgendwann müssen wir die Frage mal adressieren. Okay. Ja, lassen wir diese Frage offen. Wir brauchen ja noch ein bisschen, um nach vorne zu denken. Aber wir haben noch eine Zuschrift bekommen, diesmal über den Twitter-Kanal, und zwar von Max Snyder. Sebastian, was hat er uns geschrieben? Genau. Michelle schreibt, mir war es zwischenzeitlich auch zu laut auf der Subscribe-Neum, aber fand das räumlich doch gut gelöst gegen Zersplitterung. Ansonsten fand ich das durchaus gut, dass VogueTag da gleich auf die Finanzierungspläne zu sprechen gekommen ist. Wenn ich mich auf so einen Dienst stütze, will ich doch wissen, wie die sich finanzieren ob es die in einem Jahr noch geben kann. Aha, er greift also zwei Themen auf. Das eine ist die Vorortsituation mit dem Catering, wo wir den Unterschied festgestellt hatten. In 2017, also dieses Jahr, war das Catering direkt vor dem Vortragssaal und letztes Jahr war es an einer anderen Stelle, ich glaube eine Etage tiefer, hattet ihr mir erzählt. Genau, also wenn du reingekommen bist, hast du hinten diesen großen Saal wahrscheinlich vernommen und da war das Catering letztes Jahr. Okay, und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, ob das, was jetzt, also subjektiv, einfach nur subjektiv
bevorzugt worden wäre, was gegen diese direkte vor Ort vor der Tür Catering sprach, war eben die große Lautstärke, die da entstanden ist. Das hat er halt aufgenommen. Und das andere war der Vortrag zu VocTech, wo wir angesprochen hatten, dass da Leute ein Projekt vorgetragen haben und neben der Projektidee sofort auch gleich so einen Finanzierungsgedanken mitgeliefert haben, was ich als eher neu empfunden habe. Wir haben ja auch schon in der Sendung selber gesagt, ja, das hatten wir schon mal bei anderen Leuten. Wir konnten uns gerade da nicht erinnern, welche das waren. Also wir wussten den Namen nicht, dieses Archivsystem für gehörte Episoden einführen wollten, dass das da auch schon ähnlich war. Also vielleicht war das auch so ein bisschen mit der Brille drauf geschaut, das ist ja jetzt alles nur noch Vermarktung und siehst du an der Stelle halt auch, also so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen in meinen Augen. Ich verstehe auch das Argument von Michelle, dass er sagt, ja, ist auch ganz interessant zu hören, was sie denn so vorhaben, damit man weiß, ob den Dienst vielleicht nächstes Jahr noch gibt. Mancher Dienst braucht ja Finanzierung und manch anderer kommt mit 0 Euro aus oder mit ganz wenig oder wie auch immer. Gibt es wahrscheinlich auch keinen Goldstandard. Wenn ich dich angucke, Sebastian, du hast ja seit vielen Monaten jetzt einen Dienst laufen und hast noch über Finanzierung, also immer, du hast schon mal was über Finanzierung gesagt, aber doch irgendwie auf Position 10 irgendwie deiner Vortragsliste oder und nicht an Position 2. Ja, ich nehme halt gerne für vollständige Leistung erst irgendwo, dass man da Geld abwirft. Das ist halt, finde ich wichtig. Also solange da noch ein Beta-Label dran klebt, finde ich es immer ganz gut, wenn man da jetzt nicht unbedingt gleich den Geldbeutel schon aufmacht. Und das ist so mein Anspruch daran. Und wenn das passt und ich damit zufrieden bin, ich meine, Auphonic hat ja auch eine sehr, sehr lange Zeit eine sehr kostenlose Variante, kostenlos das angeboten und auch aus den gleichen Gründen, glaube ich. Und bei mir läuft es halt nebenbei tatsächlich und das ist auch ganz okay so. Also ich werde da jetzt nicht arm durch und deswegen ist das okay. Und aber ich möchte natürlich, klar, wenn das dann soweit ist, dann freue ich mich natürlich schon, wenn da auch ich Arbeitszeit quasi durch freikaufen kann. Ja. Genau. Ja, also halt auch immer Betriebskosten, ja, nicht, die irgendwie gedeckt werden müssen. Genau, die kommen auch noch dazu, wobei das jetzt bei mir so eigentlich alles auf geteilter Infrastruktur läuft, die also jetzt nicht nur für StudioLink läuft, aber ja, natürlich, klar. Das andere Service, von dem ihr gesprochen hattet, war nicht gpodder.net. Nee, das war, das hätte man jetzt mal nachgucken können. Wobei auch da die Frage ist, nachdem es ein unbezahltes Service ist, da kenne ich die Leute auch, weil die hier aus der Gegend sind, also einige davon zumindest, ist auch immer die Frage, wie lange wird das Service betrieben, nicht? Also da gibt es natürlich auch Betriebskosten und man muss Software aktualisieren und so weiter und die haben so ein bisschen Interesse dran verloren, wie es aussieht. Dann, wie gesagt, wie erwähnt vom Kommentator, ist die Frage nicht, wenn ich mich auf das Service verlasse, wie lange kann ich mich wirklich darauf verlassen? Ja, wir waren ja damals ziemlich froh, als Auphonic gesagt hat, wir nehmen jetzt ein Finanzierungsmodell, weil man dann zumindest die Hoffnung hatte, dann gibt's den Dienst auch noch eine Weile. Also der Gedanke, den der Max Schneider da aufmacht, der ist schon richtig. Es ist halt, es kommt halt so rüber, als wenn der Fokus nicht darauf liegt, einen tollen Dienst anzubieten, sondern der Fokus darauf liegt, irgendwie irgendwas anzubieten. Hauptsache, man kann schon mal eine Finanzierung daraus irgendwie zimmern. Also es geht eher ums Verkaufen und nicht ums Produkt gestalten. So, ich will denen nichts unterstellen, also nicht falsch verstehen. Es ist halt so, wenn das zweite Wort quasi Geld verdienen ist, dann hängt da immer so ein bisschen fader Beigeschmack ist, weil wir es einfach anders kennen. Das ist das Problem. Wenn wir von vornherein in dieser Startup-Szene gewesen wären, so hat Melanie, glaube ich, letztes Mal genannt, dann wäre das völlig normal. Also dann ist ganz klar, dass man eine Idee dem Markt vorstellt und guckt, ob wenn der Markt darauf reagiert, dann wird die Idee verfolgt. Wenn der Markt nicht darauf reagiert, dann wird sie halt liegen gelassen. Ein völlig normales Szenario in den Kreisen.
Bei den Hobbyleuten und den Idealisten war das bisher eher so, ja, ach ja, über Geld müssen wir auch mal reden, aber jetzt machen wir erstmal was Schönes und dann gucken wir mal über Geld. So die Reihenfolge. Sogar umgekehrt bei uns, bei den Meetups in der Startup-Szene, da treibe ich mich auch so ein bisschen rum in Wien, also diese Meetup-Szene, das genieße ich sehr. Da wirst du etwas schief angeschaut, wenn du nicht über dein Businessmodell sprichst. Weil, was hat's damit? Warum verrätst du es nicht? Also das ist dann auch ein Kriterium der Transparenz, ob du sauber aufgestellt bist und ob du das unter Kontrolle hast. Und dann wieder Vertrauensfrage. Ah ja, okay. Wenn du der Hobbykrauter bist, der erstmal irgendwas entwickelt, weil er einfach Bock drauf hat, sich abends nach Feierabend hinzusetzen, dann bist du da auch wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle, oder? Die suchen andere Leute mit einem anderen Spirit. Ja. Okay. Ich hatte das Gefühl, Sebastian, du wolltest noch irgendwas sagen. Habe ich das falsch wahrgenommen oder möchtest du da noch irgendwas ergänzen? Ich suche gerade im Hintergrund der endlich diesen Dienst raus, genau. Der uns da ständig nicht einfällt. Ich suche mal gerade in den letzten Subscribe-Plänen. Da bin ich gerade am Durchschauen. Kann noch einen Moment dauern. Ich lese gerade das Interessante, dass ich gelegentlich heute klinge wie ein Österreicher. Das ist ja witzig. Wie kann das sein? Und wie klingen Österreicher? Ihr habt schon gemerkt, dass wir einen Gast haben aus Österreich und dass das nicht immer ich bin, der da spricht, sondern auch der Stefan. Okay. Alles klar. Aber wo wir gerade beim Gast sind, ich denke, dann gehen wir mal weiter und stellen euch den Stefan erstmal vor, damit ihr überhaupt wisst, wer hier denn dauernd reinquatscht. Ich muss ihn mitlesen, nein, ich gucke jetzt nicht mehr in den Chat. Also der Widerschmäh wäre ansteckend, wird mir hier geradezu geschustert. Das kann übrigens sein, ich neige zur Sozialmimikrie. Dinge, die mir Menschen vormachen, mache ich gelegentlich nach. Also ist sehr lustig. Ich war mal, als ich noch damals, da ganz, ganz damals, noch vor meiner, also ich war mal Wehrdienstsoldat und musste Übungen machen und war mit einer Kölner Truppe unterwegs. Und nach den 10 Tagen konnte ich, glaube ich, kölnisch fluchen wie kein zweiter. Also das hat schon funktioniert, aber genug zu meiner Person. Jetzt gucken wir erstmal, wer bei uns auf der Gartenbank sitzt. Wir haben den Namen jetzt schon ein paar Mal genannt. Es ist Stefan, vollständiger Name Stefan Haslinger oder der Informatom auf Twitter und in anderen sozialen Kanälen. Bist du in anderen sozialen Kanälen, Stefan? Ja, aber nicht sehr aktiv. Also das Wesentliche ist sicher Twitter. Es gibt auf Facebook mich und Panoptikum auch in Form eines Bots, aber das ist mehr technisches Spielen mit der Plattform als ernsthaftes Verwenden zurzeit. Okay, wir haben gerade überlegt, dass wir dieses Panoptikum mal so ein bisschen noch nach hinten schieben, weil das was Größeres ist und dann auch 1000 Fragen, ich vermute mal auch von Lars und Sebastian sich da auch technischerseits sicherlich dran anknüpfen werden. Ziehen wir mal ein bisschen den Menschen erstmal nach vorne, gucken mal, wer du bist. Aber ganz am Anfang, Informatom, was steckt denn hinter diesem Begriff? Also da steckt irgendwie Informatik drin und der Tom oder was ist das? Nein, da steckt Informatik und das Atom drin. Ich habe mal eine Informationstheorie aus Baldowert, was Menschen dazu bringt, in Ticketsysteme hineinzuschreiben und habe da irgendwie keinen Begriff dazu gefunden. Also wenn man was tun will, jetzt wenn man sich eine Aufgabe auf eine Liste schreibt, was ist das eigentlich, dass das auslöst, dass man da drauf schreibt? Und das ist die kleinste Informationseinheit, also nicht ein Bit jetzt im Sinne von Ja-Nein-Information, sondern das kleinste, das mich dazu bringt, was zu tun, und das ist das Informatom. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Es ist mehr oder minder ein Wortspiel. Und, aber der Gedanke, den du da gerade vermittelt hast, also du willst, dass ich irgendetwas tue, du willst mich zu einer Aktion bewegen. Oder du willst etwas auf eine Liste schreiben, damit du es nicht vergisst. Also mein Einkaufszettel, also hier Zahnpasta, Klopapier etc., ja gut. Genau. Butter, Kaffee. Und dieser Bedarf nach Butter, das ist die kleinste Einheit, die du da auf diesen Zettel schreiben kannst. Die eine Zeile, das eine Ding, das die eine Zeile auf deinem Zettel ergibt. Der Bedarf nach Butter, das ist das Informationsatom für mich.
Ah, okay. Und mein Einkaufszettel besteht dann, es ist schon ein Molekül, weil es aus mehreren Atomen zusammensetzt. Genau. Ah, okay. Mhm. Ja. Aber das Wort Butter, das könnte man, das wäre witzig. Also man, ab und zu findet man ja im Supermarkt so liegen gelassene Einkaufszettel. Da könnte man mal gucken, ob es da ähnliche und gleiche Atome gibt. Das Wort Butter könnte ich mir vorstellen, das wird schon mal bei dem einen oder anderen auftauchen. Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, ob es das Wort gibt, also nachgesehen, ob es das Wort gibt. Es gab nur einen russischen FTP-Server, wo ich die Details aufgrund meiner mangelnden Russischkenntnisse nicht verstanden habe. Sonst gab es nichts mit in Form Atom. Und daraufhin habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein lustiger Handle, damit bin ich eindeutig und eindeutig auffindbar. Es ist zwar relativ schwer aussprechbar, aber immerhin eindeutig. Und das habe ich dann verwendet, sowohl für Twitter als auch für die Bezeichnung meiner eigenen Firma und so weiter. Findest du es nicht etwas unvorsichtig, russische Warnhinweise einfach, nur weil du sie nicht lesen kannst, zu ignorieren? Ich könnte mir vorstellen, das kann auch nach hinten losgehen. Absolut, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Super. Du hast gerade schon gesagt Firma. Du hast also eine Firma. Was machst du denn da? Also ich bin selbstständiger Entwickler, wie man in Österreich sagt, ein EPU, ein Personenunternehmen. Ich glaube, bei euch heißt das eher ich AG oder so. Und entwickle Web-Applikationen meistens im Firmenumfeld. Also wenn Firmen miteinander Geschäft machen wollen, dann geht das heutzutage eigentlich meistens über Software und solche Software schreiben wir. Also wir sind mehrere EPUs, die kooperieren im Zuge dessen. Das ist so das, womit ich meine Brötchen verdiene. Also ein Selbstständiger. Ja. Genau. Bitte, das ist aber eigentlich nicht das, was ich gelernt habe. Gelernt bin ich eigentlich ein Mathematik- und Physik-Mittelschullehrer. Da bin ich dann wieder ein bisschen rausgedriftet damals, weil ich ein Angebot gekriegt habe, von den Wiener Astronomischen Einrichtungen dort zu arbeiten. Also das ist Planetarium, Kufner Sternwarte und Urania Sternwarte. Also wer sich für Astronomie interessiert, hint, hint an den Lars. Und einmal in Wien vorbeischaut. Wir haben ein ganz nettes, wenn auch etwas altes Planetarium. Eine historische Sternwarte, ein bisschen außerhalb auf einem Hügel mit Instrumenten von vor 1900. Und eine mit ein bisschen neueren Instrumenten aus den 60er Jahren mitten in der Stadt. Und für die drei Einrichtungen habe ich dann ein paar Jahre gearbeitet. Habe dort so ein bisschen Teambuilding gemacht und die Leute geschult in Richtung Astrophysik, dass nicht nur Sternbeobachtung ist, sondern halt auch ein bisschen physikalische Hintergründe und ein bisschen der Rahmen dort erweitert wird. Habe dort auch die IT betreut. Bin dort dann outgesourced worden, wie man so schön sagt. Also man hat dann gemeint, ein externer Dienstleister ist billiger als ich und ich bin durch Umwege oder durch Zufälle eigentlich zu einem Stahlhändler in die IT gekommen, habe dort sozusagen komplett neu angefangen, von der Pike alles neu zu lernen. Habe dort, glaube ich, 6 Jahre verbracht und wo sich diese Firma ihrem Ende entgegengeneigt hat, habe ich dann beschlossen, mich selbstständig zu machen und das auch zu probieren. Das ist ja ein bisschen immer der Beigeschmack von den Mittelschullehrern, die das Gefühl haben, schaffen wir es auch in der freien Wirtschaft, und das wollte ich mir sozusagen selber beweisen. Das waren so dann die weiteren Schritte und das mache ich jetzt, glaube ich, seit 7 oder 8 Jahren. Und das klingt so, als wenn das solide ist und erfolgreich für dich jetzt in deinem. Ich weiß ja nicht, reicht zum Überleben. Zahlst du die Miete? Fragen wir so. Absolut, absolut, ja. Gut. Und Aufträge hat es auch dann. Ja. Das heißt aber, du hast ja schon eine relativ bewegte Geschichte sozusagen. Verschiedene Sachen angefangen, zwangsweise wieder aufgehört. Aber wie würdest du dich denn so beschreiben? Hat dich das eher geschwächt oder gestärkt, diese Entwicklung? Also das Selbstbewusstsein hat es sicher gestärkt. Was da in der Richtung am meisten genutzt hat, ist der Zivildienst. Ich glaube, den Begriff gibt es ja bei euch genauso nicht, also Heeresatzdienst. Ja, genau. Da habe ich beim Blindenverband gearbeitet und bin im Endeffekt für 20 echte unterschiedliche Berufe eingesetzt worden. Und ab dem Zeitpunkt 20? Ja, habe eigentlich so alles Mögliche, nicht? Taxifahrer und Behördenläufer und alles Mögliche. Das nennt man ein Männchen für alles, ne? Genau, genau. Ja. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, also ich werde wohl nicht Hunger leiden in meinem Leben, weil im Prinzip haben wir die Berufe mehr oder minder alle erledigt, die wir da Zivildiener waren in dieser Einrichtung. Und da auf die Art und Weise entwickelt man gewisses Selbstbewusstsein und traut sich dann auch mehr. Und also ich würde das nur empfehlen, wenn hier Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind, die überlegen, vielleicht einmal den Beruf zu wechseln oder die Branche. Macht's das, macht Spaß.
Ja, man kann aber auch böse auf die Nase fallen. Also heißt ja nicht, wenn du sagst, ich habe mir das beigebracht oder so, ich habe bei der Stahlfirma von der Pike auf und wieder ganz neu angefangen, dass das dann auch funktioniert. Also man kann ja dann vielleicht irgendwann mal vor die Wand laufen. Ja, kann man auch. Aber man tut es eh nicht. Aber bei Ihnen hat es funktioniert. Wunderbar, wunderbar. Ja, ja. Du hast auf Lehramt gelernt, war das mal so ein Gedanke, ich möchte Lehrer werden, war das so ein tieferer Wunsch oder hat sich das mehr zufällig ergeben? Naja, es gibt ja zwei starke Argumente für den Lehrberuf in Österreich, die heißen Juli und August, das sind die Ferienmonate in Österreich. Es war mir relativ schnell klar, dass ich was mit Naturwissenschaften machen will, es war relativ schnell klar, dass ich an die Technische Uni gehen will, weil die in Wien einen sehr recht guten Ruf hat. Und ich habe geschwankt zwischen technischer Mathematik und Lernmathematik und habe mich dann für Lernmathematik und Physik entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, ich kann ganz gut Wissen vermitteln. Das ist auch, glaube ich, der Fall, was sich aber beim eigentlichen Unterrichten gezeigt hat. Also ich habe 5 Jahre unterrichtet an Mittelschule in Wien, dass ich funktioniere ganz gut so 14 aufwärts ungefähr. Und je älter sie werden, desto besser funktioniert es. Also ich habe auch einmal Fachhochschule unterrichtet, also sozusagen Erwachsene. Da funktioniere ich am besten. Das lernt man leider im Studium gar nicht. Also man wird sozusagen nicht ausprobiert an den Kleinen, ob das funktioniert wirklich. Ja, nichtsdestotrotz bereue ich das auch nicht, weil ich in der Zeit auch sehr viel gelernt habe. Also ich mache überhaupt nichts mehr, was mit einem Studium zu tun hat. Also ich kann von dem Wissen profitieren, wo ich Lernen gelernt habe. Aber der Rest ist sozusagen alles später gelernt. Mhm. Wo würdest du den Unterschied festmachen zwischen den Schülern bis 14 und ab 14 oder älter? Warum sagst du, es funktioniert bei den Älteren besser für dich? Was funktioniert denn da besser? Es hat sehr viel mit Disziplin und Disziplinierung zu tun. Ich weiß nicht genau, was es ist. Man müsste vielleicht die Kinder auch fragen, was die für Meinung dann haben. Es hat sich wirklich ganz klar gezeigt, auch alle, die mich beobachtet haben, haben das so gesagt. Was auch noch dazu gekommen ist, dass ich in einer relativ schwierigen Gegend in Wien unterrichtet habe. Also ich hatte Klassen mit Kindern mit 9 verschiedenen Muttersprachen, sodass das grundlegende Thema am Anfang eher war, sie dazu zu bewegen, doch alle gemeinsam im Raum zu bleiben und so. Also es war eher so eine Herdenaufgabe als eine Unterrichtstätigkeit und das hatte ich in der Form nicht erwartet. Also das war relativ steiniges Pflaster am Weg, war aber auch interessant. Das heißt, es klingt so, als wäre dieser erzieherische Charakter, der ja auch im Lehrerinnen- und Lehrerberuf liegt, als wäre das nicht so ganz dein Ding gewesen. Der erzieherische, sage ich, ist noch okay. Also ich wäre gerne Pädagoge geworden. Ich wurde dann als Psychologe eher fast verwendet und wenn es dann in Richtung Psychiater abgedriftet ist, dann wurde es wirklich streng. Also auch solche Situationen hat man, dass dann Kinder straffällig geworden sind und also es gibt schon raue Gegenden auch in Großstädten. Das habe ich auf die Art und Weise gelernt. Das hatte ich so nicht erwartet in der Form. Wie war deine eigene Schülersituation, als du Schüler warst? Wie hast du selber die Schule erlebt? Eher einschränkend, also deine Neugier behindernd oder fördernd? Wie war das für dich persönlich? Teils, teils. Das war sehr von den Lehrern abhängig. Weniger von den Fächern als von den Lehrern. Also ich habe auch mich haben vor allem die Naturwissenschaften interessiert, aber ich habe auch dort sehr schlechte Lehrer gehabt, bei denen ich nicht wirklich viel gelernt habe. Und ich habe in den anderen Fächern teilweise auch sehr gute gehabt, wo ich sehr viel profitiert habe. Also ich sage, es hängt fast ausschließlich immer an der Lehrperson, ob die Sache funktioniert oder nicht funktioniert. Ob da eine Kompatibilität da ist zwischen der Lehrperson und dem Kind. Also ganz krass war es bei mir Englisch. Also das ist so weit gegangen, dass ich beim Analogon zum Abitur, das heißt bei uns Matura, Englisch abgewählt habe, weil ich es gehasst habe und den Lehrer dazu gehasst habe. Und mir ist jetzt vor kurzem aufgefallen, den Vortrag für die Subscribe, den ich halten durfte, habe ich unabsichtlich begonnen, auf Englisch vorzubereiten. Also das hat sich bei mir komplett umgedreht. Ich denke teilweise mehr Englisch als Deutsch, aufgrund auch der Umgebung, in der ich mich befinde. Also ich halte mich relativ viel bei Expats auf und gehe zu Meetups mit englischsprachigen Leuten, weil mir das sehr viel Spaß bereitet, so in internationalen Truppen mich zu bewegen. Und also
das war schön für mich festzustellen, dass ich sowas auch komplett wieder umdrehen kann im Laufe der Jahre. Das finde ich auch wirklich schön, dass man, also ich muss gerade nicken, als ich deine Schilderung von der Schule hörte, denn Englisch war für mich auch eher das Fach zum Weglaufen. Ich habe mir den Mund nicht aufgemacht und komme erst jetzt ganz langsam mal dazu zu sagen, ja, ist doch egal, dann mache ich mal halt was falsch, aber Hauptsache, die können mich verstehen und ich kann mit ihnen reden, das ist doch toll. So, also diese Scheu abzulegen, die mir der Lehrerin damals eingepflanzt hat, also das ist... Da hoffe ich immer noch drauf, dass irgendwann mal der Moment kommt, wo ich mich hinsetze und Vokabeln lerne, sodass ich auch mal ein paar mehr vernünftige Worte auf Lager habe. Oder einfach, so wie du gerade gesagt hast, in eine Situation reingerate, wo man das einfach tun muss. Also, oder ja, Konversation treiben ist das Wichtigste. Ja, und genau. Dann kriegt man sehr viel mit. Ich stelle es immer wieder fest, dass ich Phrasen verwende, wo mir eigentlich gar nicht klar ist, wo ich sie her habe. Also die ich irgendwo aufgeschnappt habe, wo mir der Kontext absolut klar ist und wo ich dann nach der deutschen Entsprechung dazu suche und sie mir nicht instantan einfällt. Okay, aber du bist sicher, dass du sie im richtigen Kontext verwendest. Ja, ja, das ist ja, ja gut. Ich meine, das passiert ja auch schon mal schnell, dass man irgendwas aufschnappt und das dann... Ja, das ist dann kritischer, ja. Komplett. Plötzlich hat man eine Beleidigung ausgesprochen oder eine Fantasiebezeichnung erfunden, die kein anderer versteht. Das ist auch sehr lustig. Wie hat dich denn dann der Weg, ich habe das gerade nicht ganz so mitbekommen, das ging so schnell, dass du dann bei diesem bei dem Planetarium, man muss sich überlegen, astronomisch, ne? Genau. Ich habe mir nicht gemerkt, der erste Buchstabe vom Namen vom Lars, das ist das richtige Wort. Aber da er ja Lars heißt, komme ich auch gerne mal bei Astrologie raus. Das ist nicht falsch. Historisch war das ja mal verbunden, aber das hat sich ja doch zum Glück auseinanderentwickelt. Dort bin ich hingekommen, weil ich meine Diplomarbeit am Institut für Kernphysik geschrieben habe, bei einem gewissen Herrn Professor Oberhummer, den vielleicht manche von den Hörerinnen und Hörern kennen, sogar in Deutschland. Der war nämlich der schräge Professor bei den Science Busters. Und der war eigentlich vom Hauptberuf am Institut für Kernphysik und hat dort nukleare Astrophysik unterrichtet. Und wo ich in einem sehr traurigen Projekt meiner Diplomarbeit für Flüssigkeitsphysik gesteckt bin, hat er einen Brief ausgeschickt an alle Lehramtskandidaten, wer denn Interesse hätte, an einem EU-Projekt mitzuarbeiten, wo es darum geht, ein Lernsystem für Schüler zu schreiben. Und ich habe mir gedacht, das aktuelle Projekt ist furchtbar, in dem ich bin. Ich habe überhaupt nicht mit Menschen zu tun, was eigentlich doch der Plan gewesen wäre. Also ich habe nur gerechnet die ganze Zeit. Und es ist was Neues, es ist was anderes, es klingt spannend, ich riskiere das jetzt und probiere es. Und habe die alte Arbeit weggeschmissen, habe ein gutes halbes Jahr Arbeit hinter mir gelassen, habe diese Arbeit zurückgelegt, die andere angefangen in dem Projekt. Und das war sozusagen der Anfang für mich ins Web, wenn man so will. Habe dann dort auch Programmieren gelernt und so weiter. Und durch diesen Connex in diesem Projekt hat auch die Kufner Sternwarte mitgewirkt. Das war so ein EU-Projekt, Comenius hieß damals der Projektrahmen. Und dadurch kannte man mich, wie ich arbeite in diesem Projekt. Und als ich dann mit der Uni fertig war, hat man mich gefragt, und auch ich schon ein paar Jahre in der Schule unterrichtet hatte, hat man mich gefragt, ob ich nicht dort die IT übernehmen will. Woraufhin ich gesagt habe, ich habe das noch nie irgendwo gemacht und mir wurde dann gesagt, nein, aber wir wissen, wie du arbeitest. Wenn du in dem Stil weiterarbeitest, kannst du das übernehmen und wir können das versuchen. Und so hat es dann begonnen. Also ich habe immer wieder mal in meinem Leben komplett die Richtung gewechselt. Das heißt, du hast aber auch bis auf Menschen getroffen, die dir einfach so vertraut haben, dass sie gesagt haben, das kannst du und wir haben dich beobachtet und also das ist zwar neu, aber wir trauen dir zu, dass du dich da reinsteigst, dass du dich da rein, einarbeitest. Mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein. Okay, mal eben die Frage an den Lars. Lars, kennst du dieses Planetarium in Wien? Ich war noch nie in Wien, also ich habe davon gehört, aber ich kenne keine Details und war selber also demnach auch noch nicht da. Aber ich möchte gerne. Ja, das klang ja auch gerade wie eine Einladung an dich, muss ich sagen. Dieses Hint-Hint, ja, habe ich genau gehört. Den Eindruck hatte ich auch, ja. War das so gemein, Stefan? Also ich habe keine Connections mehr dorthin. Man hat mich ja quasi entsorgt, aber wir können trotzdem gerne gemeinsam hingehen. Weil die Einrichtungen sind sehr nett. Ich lese gerade trotzdem noch mal hin, wenn du trotzdem noch mal hingehen magst, gehen wir dahin. Ja, machen wir. Gut. Ich lese gerade im Chat, es gibt eine Podcast-Episode zu dem Thema mit dir und Jana.
Das stimmt. Ich hatte das Vergnügen, in der ersten Episode von Janas Podcast, von den Lieblingsplätzchen, interviewt zu werden. Und da habe ich das auch so ein bisschen aufgedröselt, diese Geschichte. Und diese Episode spielt auf einem Hügel gleich dort daneben. Das ist ein sehr netter Aussichtspunkt, wo man wirklich ganz Wien, also das gesamte Bundesland Wien im Überblick hat auf der Jubiläumswarte. Ach, da habt ihr euch dann draußen auf die Bank gesetzt und du hast die Geschichte erzählt? Da sind wir auf dem Turm oben gestanden, auf dem 30 Meter hohen und haben uns vom Wind umblasen lassen, ganz genau. Oh, das wirklich gut. Dort oben aufgenommen. Das war sehr nett. Ich muss mal eben aufhören und muss mir diese Episode anhören. Macht mal eben alleine weiter, bitte. Sehr schön. Wo kommt die Neugierde für diese technischen Sachen her? Bist du so aufgewachsen, dass du so immer schon mit technischen Fragen oder mathematischen Fragen, wenn du sagst, du hast die ganze Zeit gerechnet, wenn so ein Kind Jugendlicher ist und sitzt immer da und rechnet, dann denken die meisten ja irgendwie, komischer Vogel, Nerd, was ist mit dem? War das schon immer bei dir so angelegt? Und wie hat die Umgebung darauf reagiert, wenn es so war? Die erste Erinnerung war so ein Buch, so ein große Baggerbuch, sage ich jetzt einmal. Da muss ich so 10 gewesen sein oder so. Und da wusste ich wollte Technik studieren, was auch immer das heißt. Hab natürlich komplett falsche Vorstellungen davon gehabt. Aber so grundsätzlich diese in Richtung Naturwissenschaften ist es eigentlich sehr schnell gegangen. Also mich haben immer die Naturwissenschaften mehr interessiert. Am Anfang sehr die Mathematik eben. Und mit dem Studium ist es dann ein bisschen rübergeswitcht in die Physik. Habe mich dann dort ziemlich reingekniet in die theoretische Physik. Also so Quantentheorie, Quantenmechanik, Relativitätstheorie und so weiter. Da habe ich 2-3 Jahre zu viel studiert eigentlich, weil es mich interessiert hat. Also da bin ich in die Vorlesungen und Übungen gegangen, habe dann nicht die Prüfungen gemacht, weil die haben mich nicht wirklich interessiert. Mich hat interessiert der Inhalt. Habe deswegen relativ lange studiert und dann ist es eben darum gegangen, doch fertig zu werden. Und dann war eben wieder dieser Switch in dieses Uni-Projekt da mit dem Softwareentwickeln. Und das war eigentlich dann das erste Mal, dass ich ernsthaft mit Computern gearbeitet habe, was nicht irgendwie ein Herumklicken ist, um irgendwelche Skripts zu machen vielleicht oder um irgendwelche Referate zu schreiben oder sowas in die Richtung. Also da habe ich dann ernsthaft mir Programmieren beigebracht und da ist der Switch dann in die IT langsam aber sicher gekommen. Das war so 97, 98. Oh, ist auch schon eine Weile her dann, ja. Das ist ja auch schon diverse Entwicklungen miterlebt. Versuchst du, ich habe das von anderer Stelle mal gehört, es gibt Leute, die sagen, ich muss jedes Jahr mindestens eine neue Programmiersprache lernen. Hast du auch solche Vorsätze, dass du versuchst, immer wieder die neuen Sprachen oder Methoden auch kennenzulernen? Oder hast du so ein Set, wo du sagst, das ist jetzt stabil, damit kann ich auch erstmal noch 10 Jahre gut arbeiten? Also ich ändere den Satz von Programmiersprachen auf Technologien oder Frameworks, also ich führe das ein bisschen weiter, aber da ist es sogar mehr als eine pro Jahr. Also es sind eher in der Größenordnung 3 bis 4 pro Jahr, die ich da lerne in der Ecke. Mir macht das aber auch unheimlich viel Spaß. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ob ich damit auskommen könnte, weil dafür macht es mir zu viel Spaß, was Neues zu lernen. Das kostet doch enorm viel Energie. Also ich wundere mich, ich frage mich dann, wo nehmen die Menschen diese Energie her? Also das gibt auch viel Energie. Aha. Also mich ermüden lange Diskussionen, schwierige Diskussionen mit Menschen viel mehr, als eine neue Programmiersprache zu lernen. Ganz klar. Dann bist du jetzt hier im Sendegarten, aber vielleicht an der falschen Stelle gelandet. Mit euch gibt es keine schwierigen Diskussionen. Hoffentlich ist es nicht zu arg. Nein. Und wie machst du es dann? Also nimmst du dann einfach ein Buch oder guckst dir Webseiten an oder so? Also autodidaktisch, ohne dass sehr oft ein Buch, das habe ich sehr gern. Ich versuche eigentlich sozusagen die Bibel zum Thema, also das Standardwerk zum Thema zu finden oder zumindest ein sehr gutes Buch von einem sehr guten Autor, das einmal zu lesen, um einmal so die Basics mitzukriegen. Mir geht es nicht darum, da jetzt alles im Detail zu lernen oder zu verstehen, sondern um einmal ein Bild von dem Ganzen zu kriegen. Und dann habe ich sehr gerne, wenn ich eine konkrete Aufgabe habe und an der Aufgabe lerne ich dann gerne die Details. Ich stelle mir das gerade für Entwickler immer so besonders schwierig vor. Du hast einen Kunden, der sagt dir, ich hätte gerne Webanwendung XY und du hast schon mal gehört, ja, das lässt sich mit der Methode XY am besten realisieren, aber du hast in dem Moment noch null Ahnung davon. Aber du musst bei deinem Kunden irgendwann in 6 Monaten was abliefern, was möglichst
richtig funktionieren soll. Und dann dieser Druck sozusagen, ich muss mir das jetzt raufschaffen, damit ich hinterher auch was abliefern kann, wo, wenn sich das ein Kollege anguckt, der mich nicht gleich auslacht, so nach dem Motto, ja, das hast du jetzt aber auch mit dem ganz kleinen 1x1 gelöst, sondern das ist auch einigermaßen dem eigenen Anspruch wahrscheinlich auch genügend, so ein bisschen elegant ist. So, es gibt ja immer mehrere Lösungen, aber ich glaube, so jetzt habe ich das mal rausgehört, du hast schon den Drang, das irgendwie auch gut zu machen, im Sinne von elegant. Das ist doch, nein, ist das eine Challenge oder wie stelle ich mir das vor? Unheimlich viele Dinge da an, die mir wichtig sind. Elegant ist böse, weil elegant ist meistens nachher schwierig zu verstehen. Und man entwickelt ja nicht nur für den Kunden, sondern man entwickelt auch für sich, um die Sachen später weiter zu warten und weiter zu pflegen und betreiben zu können. Daher ist meistens Eleganz keine gute Idee. Also diesen Ausdruck vermeide ich daher in dem Kontext eher. Es gut zu machen, das ist sicher wichtig. Ich versuche aber bei neuen Kundenprojekten auf jeden Fall nicht mehr als eine neue Technologie zu verwenden und da auch eine, die etabliert ist, also wo ich davon ausgehen kann, dass ich nicht auf ein Pferd setze, das mir davonläuft quasi, also wo es gute Literatur gibt, wo ich vielleicht auch Leute kenne, die das schon verwenden, so in die Richtung. Aber im Allgemeinen ist es sogar eigentlich meistens so, dass ich den Technologie-Stack für neue Projekte mit Kunden schon kenne. Bei Hobbyprojekten schaut das ganz anders aus. Da kann man sich mehr austoben. Okay. Du hast irgendwann mal angefangen, in ein Mikrofon zu sprechen und hast das auch mit dem Thema Informatik gemacht, sozusagen. Nein. Was denn? Nein? Nein? Nein. Was ist denn der Auer-Uff-Code-Podcast für ein Typ? Vielleicht fange ich wirklich an, wo ich das erste Mal in einem Mikrofon gesprochen habe. Ja, genau. Also fangen wir mal vorne an. Machen wir es mal systematisch. Genau. Ich bin nämlich mit Audio aufgewachsen. Ich habe einen blinden Vater. Und mein blinder Vater hat sehr viel gehört und gelernt, indem er Tonbandkassetten gehört hat. Am Anfang waren es sogar Spulen, also diese Revox-Geräte mit Spulen, die herumgeschickt worden sind. Und später hat man dann geswitcht auf Tonbandkassetten, wieder später dann auf CDs. Also ich bin immer mit Audio groß geworden. Also ich habe sicher jeden Tag eine Tonbandkassette aus dem Postkasten hochgeholt und ihm gebracht, damit er was zum Hören hat. Also Audio war für mich was vollkommen Normales, von ganz klein auf. Wir hatten immer Audioaufnahmegeräte zu Hause und so weiter. Podcast war viel später erst dann. Und daher war für mich Podcast irgendwie nichts Aufregendes in dem Sinne, es ist nur ein anderes Verteilungsmedium als Tonbandkassetten. Was war denn auf den Tonbandkassetten drauf? Also ich kenne das so als Zeitungsäquivalent. Also das auch, ist aber relativ selten, ja. Sehr viele Bücher. Also die Hörbüchereien, da gab es dann sogar Feindschaften zwischen den unterschiedlichen Hörbüchereien innerhalb der einzelnen Länder, kriegsblinden Hörbüchereien und zivilblinden Hörbüchereien und große Rivalitäten und so. Die haben sich Schauspieler geleistet, die engagiert dafür, dass sie Bücher einsprechen. Also Krimis zum Beispiel, aber auch Sachbücher auf Tonbandkassetten oder am Anfang sogar auf diese Spulenbänder. Und auf die Art und Weise haben die tausende Bücher in ihren Archiven. Die haben sie auch jetzt noch, meistens natürlich auf CDs umkopiert oder auf Platten halt umkopiert, aber die haben sie. Hörbücher, also so wie wir es jetzt hier als Audible und so weiter kennen, genau. Das ist ja noch relativ jung für die breite Masse, aber für die Blinden, also die Menschen, die blind sind, war das ja schon länger etabliert, ja. Und das wurde auch unterstützt zum Beispiel durch die Post. Also es gibt den Begriff der Blindensendung im deutschsprachigen Raum oder im internationalen Zekogramm. Also solche Sendungen sind für Blinde kostenlos. Dieses Hin- und Hersenden zwischen der Blindenhörbücherei und dem Blinden ist portofrei. Da muss nur ein Aufkleber drauf, der das kennzeichnet. Und dann deswegen wurde das sehr intensiv genützt. Und so bin ich groß geworden mit sehr viel Audio. Und das hast du dann auch immer mitgehört? Papa hat nicht auf Kopfhörer gehört, sondern das dann auf Lautsprecher? Doch, meistens schon, aber man hört dann halt doch immer wieder mal mit, nicht, wenn er sich gedacht hat, na, da ist jetzt vielleicht was Interessantes, was er auch verstehen kann, schon nicht der Kleine, dann spielen wir es ihm halt vor und so. Und ja, also für mich ist also Audio immer was Normales gewesen.
War das angenehm, einfach so zu zuhören, wenn irgendjemand dir was vorgelesen hat? Oder war das eher so, ich muss jetzt hier brav am Tisch sitzen, eigentlich meine Füße zappelig und ich will losrennen? Vollkommen normal dann, nicht? Also es ist nichts selbst, nichts Außergewöhnliches, wenn man das von klein auf gewohnt ist. Ja klar. Es hat eine ganz andere Lebenswelt, nicht? Also wir haben kein Auto gehabt, sondern wir haben halt mit Audio gelebt. Aha, okay. Ein Audioatlas sozusagen ins Haus geholt, dann wird man sich dann da die Welt angucken. Auch, durchaus auch, ja. Gut, da war also Audio sozusagen im Hause Haslinger schon mal präsent die ganze Zeit. Ja, ja. Okay. Aber das heißt ja noch nicht, dass man selber dann anfängt, sowas zu machen. Oder bist du dann eingestiegen in die Audioproduktion für diese blinden Angebote? Nein, ich hab dort mithören dürfen und miterleben dürfen, wie das so war. Also ich kenne daher Tonstudios auch von klein auf, aber ich habe dann nie irgendwas gemacht. Ich habe dann ja beim Blindenverband als Zivi Sachen eingesprochen, aber ich habe das war einer von diesen 20 Jobs, Sprecher zum Beispiel. Nicht? Das war auch halt zu tun und wenn man einen blinden Vater hat, kann man normalerweise auch frei vorlesen, ohne größere Probleme. Also daher war das für mich auch nichts Spezielles oder irgendwie Merkwürdiges, nicht? Solche Sachen. Und ich war über viele Jahrzehnte einfach nur Podcast-Hörer. Also ich habe das entdeckt, wo ich mich mit Linux begonnen habe auseinanderzusetzen. Da hat es relativ früh schon Audioaufnahmen gegeben, die am Anfang noch gar nicht über Feeds verbreitet worden sind. Also ich habe sowas wie Podcasts, glaube ich, gehört, bevor es den Ausdruck Podcast gab. Da gab es so Linux-Audio-Shows und habe also seit grob so 99, 2000 regelmäßig Audio konsumiert. Das ist so meine Erinnerung. Und auch lange nicht den Wunsch verspürt, da selber was zu tun. Moment mal, das wären ja dann ungefähr 17 Jahre schon, dass du aktiver Hörer, also Podcast-Hörer bist. Ja. Das ist schon richtig lange. Ja. So, okay. Okay, Urgestein. So, das wissen wir, was es ist. Was Hören angeht, Urgestein. Und dann wo ich begonnen habe, als Selbstständiger, habe ich relativ bald, wenn man als Webentwickler anfängt, hat man das Bedürfnis, sich selbst ein Content-Management zu schreiben. Also sowas wie WordPress, nur halt im Kleinen, sich selber zu schreiben. Und das habe ich damals auch mir beweisen wollen und habe dann auch so einen kleinen Podcast-Publisher da eingebaut, also der halt auch die Feeds generiert hat und so weiter, weil ich habe Podcasts gehört und dachte, jetzt musst du auch Podcasts produzieren und habe dann angefangen, das hat aber nur, ich glaube, 4 Episoden lang gehalten, den Layer 8 oder Layer 8 Podcast, wenn man es Englisch ausspricht, zu produzieren, wo ich interessante Leute aus der österreichischen IT-Szene interviewt habe. Nachdem ich das aber alleine gemacht habe, das Projekt, ist es dann wieder im Sande verlaufen. Das ist, glaube ich, so 4 Jahre her oder so, oder 5 Jahre her, dieses Projekt. Und vor 2 Jahren bin ich dann wieder mal gestoßen auf das österreichische Podcasting Meetup. Also da hat es einmal ein Barcamp gegeben vor ein paar Jahren vom Daniel Messner. Da habe ich die Webseite dazu gefunden und bin dann irgendwie weitergekommen auf diese Meetup-Seite, dass es da dieses Meetup wieder gibt, durch puren Zufall, und bin damit in das zweite Treffen vom österreichischen Podcasting Meetup gegangen und habe auf die Art und Weise die Melanie Bartos eben und den Daniel Messner kennengelernt dort. Und auch einige andere Leute von einem gewissen Biertaucher-Podcast, wo ich dann auch, glaube ich, 84 Episoden lang mitgepodcastet habe. Also wir haben sowas in Wien, so einen Podcast, wo jeder hinkommen kann und einfach mitmachen kann. Also wer da Lust dazu hat und aus Wien und Umgebung ist, zum Biertaucher-Podcast gehen, die freuen sich. So ein richtiger Nerd-Podcast ist das. Kann man aber im Prinzip über alles reden. Also wir haben auch politische, philosophische Diskussionen dort geführt, alles Mögliche. So habe ich dann eigentlich mit dem richtigen Podcasten angefangen. Allerdings noch nicht eben eigener Podcast in dem Sinn. Und dann kam dieses Hour of Code aus einer Idee, nachdem ich ja programmiere, aber es nichts gibt in die Richtung, einen Podcast zu machen für Leute, die am Programmieren interessiert sind, aber noch nicht angefangen haben damit. Oder vielleicht gerade angefangen haben und irgendwie nicht so wirklich wissen, wie es denn weitergehen soll. Und den haben wir zu zweit gemacht, die Anna Geiger und meiner einer. Und wir haben so ein bisschen durchgespielt, so was man am Anfang alles so tun kann, solche Sachen. Und diesen Podcast gibt es noch immer, auch wenn er jetzt schon ein paar Wochen auf Eis liegt, jetzt aber mittlerweile mit dem Matthias Bendel, der auch ein Podcaster ist, der macht den IT-Keller hier in Wien, auch sein IT-Podcast.
Und momentan sind wir gerade mitten in einem lustigen Projekt. Wer einen Computer selbst entwickeln will, das klingt so ein bisschen nach einem irrwitzigen Projekt, also nicht zusammenbauen, sondern entwickeln will, von der Pike auf, ohne vorher irgendwas zu wissen, kann bei uns mitmachen. Wir sind zurzeit nach Episode 3, glaube ich, von dieser Serie. Es werden 14 Episoden werden und am Schluss hat man selber einen Computer entwickelt. Das ist auch auf Code zurzeit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das klingt nach einer größeren. Mir fällt gerade ein, dieser Streichholzcomputer vom Chaos Computer Club. Die hatten damals mal das Prinzip eines Computers auf eine Papptafel gedruckt und man konnte diese einzelnen Zustände mit Streichhölzern ablegen, sozusagen. Also, das war auch so, so eine Visualisierung. Ja, wenn du sagst, einen Computer entwickeln, was genau meinst du dann? Also wie funktioniert der Computer oder welche Komponenten hat er oder kommt denn nach 14 Episoden am Ende dabei raus? Eine Idee oder etwas zum Anfassen? Ein Computer, auf dem ein Tetris-Spiel läuft. Das Ganze ist in Software entwickelt. Also man entwickelt auch die Hardware in Software und lässt die dann auf seinem eigenen PC oder Laptop laufen. Und ganz am Schluss läuft auf dieser Software, also da schreibt man wirklich einen eigenen Prozessor und einen eigenen Kernel und eine eigene Programmiersprache und ein eigenes Betriebssystem und am Schluss eine eigene höhere Programmiersprache und da drin schreibt man dann Tetris. Und ganz am Anfang fängt man an vom NAND-Baustein. Das ist der eine elementare Baustein, der zwei Eingänge hat und je nachdem, wie diese Eingänge belegt sind mit 1 und 0, wird das NAND verknüpft, also nicht und. Wenn nicht beide gesetzt sind, also man hat entweder 1-0, 0-0 oder 0-1 und dann kommt 1 als Ausgabe raus. Mit diesem Baustein kann man so einen Computer bauen. In 14 Episoden? In 14 Episoden, genau. Mir fehlt gerade die Fantasie, mir das vorzustellen. Also wenn ich jetzt dabei wäre sozusagen und würde das machen, dass ich in 14 Episoden das zusammenbringen würde. Aber okay, ich bin ja vielleicht auch nicht deine Zielgruppe dafür. Doch, bist du. Ja? Ja. Okay, also wirklich der Noob, der keine Ahnung hat? Wenn du Interesse dran hast, bist du die Zielgruppe. Es reicht, Interesse zu haben. Okay. Auf die Idee gebracht hat mich, also eigentlich ist das das Durchgehen eines Kurses an einer israelischen Universität, die bieten das an für die erstsemestrigen Informatikstudenten. Und auf die Idee gebracht hat mich der Huckel aus der Freakshow, der von diesem Buch geredet hat. Und das Buch habe ich mir dann besorgt, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht. Aber es geht doch. Also mittlerweile habe ich das Buch gelesen, es geht doch. Ja, genau. Du warst an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, zu sagen, genau. Na, ob das wohl funktioniert. Okay, wenn du das sagst, dann machst du mich ja neugierig. Müsste mal reingucken. Aber ich muss mir ja erst noch die Episode mit Jana und dir über das Planetarium sozusagen anhören. Ganz kurz, der Titel Hour of Code. Wie ist denn der zustande gekommen? Der ist ja ein bisschen sperrig und verrät nicht so von vornherein, worum es eigentlich geht, außer das Wort Code und dass es vielleicht wehtut oder so. Das ist die Verballhornung eines amerikanischen oder eines internationalen Projektes, das heißt Hour of Code, also eine Stunde coden, eine Stunde programmieren. Da geht es darum, dass jeder Mensch wenigstens eine Stunde in seinem Leben sich mit Programmieren auseinandergesetzt haben soll. Das ist so das Ziel, um so ein bisschen ein Verständnis zu schaffen. Und von diesem Projekt habe ich gelesen, das fand ich sehr lustig, insbesondere den Aspekt, dass ein 11-jähriges Mädchen dem damaligen amerikanischen Präsidenten, das war noch der Obama zu dem Zeitpunkt, eine Stunde lang JavaScript-Programmierung beigebracht hat. Und das fand ich irgendwie interessant, dass das möglich ist. Aber warum nicht? Warum soll nicht ein 11-jähriges Mädchen, das schon Programmieren gelernt hat, dem amerikanischen Präsidenten jetzt eine Stunde lang Programmieren beibringen? Ja, warum eigentlich und nicht, genau. Diesen Projekttitel, Hour of Code, habe ich dann verballhornt ins Deutsche, in Hour of Code, also Hour, die Schmerzen, die man dabei hat, wenn man da zum Programmieren anfängt. Uff, wenn man dann was verstanden hat und am Schluss kommt hoffentlich Code raus. Das ist ja witzig. Das ist ja schön witzig.
Wenn ich so an meine eigenen Einstiege so mich zurückerinnere, da gab es irgendwann mal Basic, das war so eine ganz simple Sprache, da konnte man aber schon sowas wie Subroutinen irgendwie ablegen, so springen hin und her und so weiter und so schleifen, du irgendwas bis irgendwo hin und dann immer wieder und so weiter. Das habe ich dann irgendwann auch mal, also meine Stunde Programmieren des Lebens, die habe ich bestimmt voll, wenn ich auch nicht sehr weit gekommen bin, aber das habe ich verstanden, dann habe ich mich aber irgendwann mal, habe ich ein Buch in die Hand bekommen, das war glaube ich Fortran oder so, das habe ich mehr, habe ich das auch praktisch gemacht, mehr theoretisch gemacht, habe da so einige Elemente wiedergefunden, anderes nicht, sah dann irgendwie anders aus, aber ich habe schon gemerkt, aha, ähnliche Sachverhalte werden hier mit einer anderen Sprache oder mit anderen Symbolen oder anderen Worten irgendwie belegt. Und so stelle ich mir eigentlich die Entwicklung von Programmiersprachen auch immer weiter vor. Wenn ich heute einsteige, dann habe ich ja schon eine relativ differenzierte Welt vor mir mit unheimlich viel Tiefe. Ist das nicht, also unterstelle jetzt mal, dass du ähnlich eingestiegen bist, auch mit so einer relativ simplen Technik und dann immer Schritt für Schritt über Jahr für Jahr immer tiefer eingestiegen bist. Wenn man heute anfängt, ist man nicht erschlagen von den Angeboten und Möglichkeiten und findet sich auf dem ersten Meter überhaupt nicht zurecht? Wie siehst du das, wenn du jetzt anderen Leuten versuchst, das nahezubringen? Wenn man das alleine versucht, wahrscheinlich. Deswegen gibt es ja Hour of Code, wo die ersten Episoden versuchen, einem Hilfestellung zu leisten und ein paar Tipps geben, was man mit welchen Programmiersprachen man anfangen kann, wenn man gewisse Interessen hat. Ganz konkrete Hinweise. Welche Interessen sind das? Welche Interessen muss ich haben, um Erlang lernen zu wollen? Oh, zum Beispiel einen Telefonieswitch dir selber zu bauen, wenn du eine Telefonanlage selber bauen willst. Aha, okay. Na gut. Aber vielleicht willst du auch nur deine eigene Webseite machen. Dann reicht HTML. Ja, das wäre ja schon mal ein Anfang sozusagen. Ja. Wobei ich ja schon mit CSS, da komme ich ja schon, da hört es bei mir dann schon auf. Irgendwie. Dann der nächste Level, genau, ja. Ja, genau. Das ist ja alles schön und gut, das auszulagern, sozusagen, diese ganzen Umschreibungen, aber dann habe ich so viele Ebenen und das, dann, wenn ich in der einen Ebene bin, habe ich vergessen, was ich in der anderen geschrieben habe. Und dann, aber das sind so, ich bin ja nicht. Wirklich ja. Echt viele gute Projekte, die da Hilfestellung am Anfang leisten. Also zum Beispiel Rails Girls, diese Initiative, die versucht, Rails jungen Frauen näher zu bringen, die auch noch nie vorher programmiert haben und da mal einfache Grundlagen. Also, und das gibt es in vielen Bereichen. Ich kenne es halt von der Rails-Welt, weil da war ich 7 Jahre sehr aktiv. Genauer, aber es gibt es für die meisten Programmiersprachen mittlerweile, gibt es irgendwelche Online- und in Real-Life-Kurse, je nachdem, was für ein Typ man ist, ob man sich gerne nur übers Netz von Leuten oder von Inhalten berieseln lässt oder ob man gerne sich mit Menschen trifft, sucht man sich am besten dann das Passende heraus und da gibt es echt gute Materialien schon. Ja, du hast also jetzt, gehen wir mal wieder zum Podcasten zurück, also du hast bei den Biertaucher mitgemacht, das war sozusagen dein Einstieg in die Podcasterei. Mhm. Oder war das schon parallel zu was anderem, der Anfang? Das war so Einstieg in ernsthaftes, längeres Engagement in einem Podcast, ja. Ja, das Reden ins Mikrofon, das bist du quasi dann von der Seite vom Vater und so weiter gewohnt gewesen, das Lehrer, war dir völlig vertraut, Lehrer. Lehrer redet eh immer. Ein Lehrer sollte auch zuhören können. Podcaster auch. Ja. Vor allem bei Interview-Podcasts. Ja, das ist in der Tat so. ja. Okay, dann hast du also Biertaucher gemacht, Hour of Code gemacht, beziehungsweise machst du den auch heute noch, aber das reicht dir nicht, du hast noch weiter gemacht. Was hast du denn als nächstes angefangen? Habe ich noch was angefangen? Es gibt, Stefan will es wissen, da gibt es genau eine Episode bisher, das war ja ein Projekt, das aus Podstock entstanden ist, das war eine recht lustige Geschichte. Da haben wir innerhalb von 5 Minuten beschlossen, jetzt machen wir Podcast-Episode. Wer ist hier und was ist die Geschichte? Da geht es um Assistenzhunde. Ich sage jetzt einfach reinhören. Das ist wirklich, da will ich gar nicht so viel drumherum erzählen. Das erschließt sich alles aus dieser einen Episode. Wer sich für das Thema Assistenzhunde interessiert, und das ist wirklich ein interessantes Thema, da mal reinhören. Da gießt sich dann von meiner Seite noch eben sagen, das hatte ich dir ja in Innsbruck auch schon erzählt. Ich hatte dich bis dahin als den
den Techniker wahrgenommen als denjenigen, der sich so in dieser ganzen technischen Welt, Computerwelt und so weiter sehr gut auskennt, der quasi mit ingenieurmäßigem Verstand an die Sachen herangeht. Aber Ingenieure haben für mich immer so, in der Schublade eher so die wenig empathievollen Menschen, die können mit den Maschinen besser als mit den Menschen. Und in dieser Episode hat sich ein ganz anderes Bild von dir gezeigt, wo ich überrascht und auch erfreut war, das so wahrzunehmen. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe dann den Stefan Haslinger nochmal mit einer anderen Brille sozusagen angeschaut. Oder ich habe dich aus meiner Schublade wieder rausgelassen, in die ich dich reingesteckt hatte. Ja, Schubladen sind immer so eine Sache. Ja, ja. Ja, das ist total kappes, dass es Schubladen gibt. Aber leider, ich habe mir das so antrainiert. Und bin froh, wenn mein Schubladenschrank jetzt nicht nur 9 Schubladen hat, sondern vielleicht mal 900 oder 9000 oder vielleicht irgendwann mal gar keine mehr. Aber ich bin auf dem Weg, ich übe noch. Ich weiß, was mit den Schubladen ist Käse. Aber vielleicht haben sie ja auch, ja, sie helfen ein bisschen in der Orientierung, aber man darf sich halt nicht drauf verlassen. Das ist das, was ich zumindest für mich gelernt habe. Hast du Erfahrung mit Schubladendenken? Ich sehe es genauso wie du. Also natürlich, wir Menschen teilen alles in Schubladen, weil es einfacher macht. Aber wenn man genauer in die Schubladen reinschaut, dann sind sie meistens halt doch nicht wirklich angebracht. Nicht? Also genauere Analyse ergibt dann eigentlich fast immer, dass sie nicht angebracht sind, die Schubladen. Aber wir brauchen halt Abstraktionen. Nicht? Das hat wieder mit der Technik zu tun. Da arbeitet man auch sehr viel mit Abstraktionen und Blackboxes und so weiter. Das ist natürlich einfacher. Naja, aber Menschen sind halt nicht einfach. Das sind sie beim besten Willen nicht. Nein, das sind im guten und im schlechten Sinne vielschichtig, auf jeden Fall, natürlich. Aber eigentlich sollte ich doch den Namen der Interviewpartnerin sagen, das ist die Hanna Rosenblatt und der genaue Titel der Episode heißt Assistenzhunde und Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Nicht schrecken lassen vom Titel, ich habe am Anfang der Episode auch keine Ahnung gehabt und am Schluss, glaube ich, hat man ein bisschen einen Überblick. Hanna macht es einem relativ leicht. Also es ist alles sehr sperrig, wenn man die psychologischen Begriffe benutzt, aber also ich habe sie so wahrgenommen, dass sie die Sachen sehr basal und nachvollziehbar erklären kann. Ja, dass man sagt, ja, okay, genau. Das klingt zwar alles sehr akademisch, aber letztendlich ist es ausgesprochen menschlich und auch da wieder im guten wie im schlechten Sinne die menschliche Facette, die sich da eben abbildet. Jo. Ja, also und dann bin ich noch ein Schweinehund. Genau das. Darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus. Darauf wolltest du eigentlich hinaus, ja. Nein. Stefan will es wissen, muss unbedingt genannt werden. Steht hier auch auf der Liste, ist gar keine Frage. Also das ist, weil es eben für mich so ein, also der, wenn ich jetzt an dich denke, Stefan, ist diese Episode wirklich so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, oh, man kann doch mit ihm reden. wie soll ich das sagen? Weiß gar nicht. Wir mussten erst zueinander finden. Aber wir sind ja noch dabei. Also, aber da hat sich auf jeden Fall eine Brücke aufgetan, eine Verbindung geschlagen, mit der hatte ich gar nicht gerechnet. Das war eine wunderbare Überraschung. Das war gut. Das war einfach gut und das bleibt einfach in Verbindung mit dir sozusagen, wenn ich dann an dich denke sozusagen. Gut, 3 Schweinehunde. Ja. Wurde also hier schon gepitcht, nicht? Ist ein Hundezüchter-Podcast offenbar. Genau, ganz genau, ja. Gut, also nein, ist ein Lauf-Podcast, also das war aus einer Bierlaune, wobei wir waren nicht alkoholisiert, wir hatten eher nur das Bier gerade bestellt. Nach dieser Wissenschaftspodcast-Konferenz sind wir am Abend fortgegangen und haben 3 Übergewichtige sind an einem Tisch gesessen und haben miteinander diskutiert, dass es doch eine gute Idee wäre, mehr Sport zu machen. Und ein 4., ein Marathonläufer, ist mit am Tisch gesessen, der gesagt hat, ich trainiere euch. Das ist so die Kurzgeschichte und gleichzeitig die Nullnummer. Also wer in 5 Minuten das noch einmal den Originaldialog hören will, kann das machen mit der Nullnummer von den 3 Schweinehunden. Und wir sind jetzt ernsthaft am Trainieren. Unser Ziel ist, innerhalb von 2 Jahren in der Lage zu sein, Halbmarathon zu laufen. Und wir tun es alle tatsächlich noch. Ich hätte es fast nicht geglaubt, aber wir tun es alle noch. Wir tracken uns gegenseitig und im Internet, da gibt es so eine Laufplattform namens Strava, da sind wir jetzt ein Laufverein mit dem Namen 3 Schweinehunde auch, wo mittlerweile, glaube ich, über 25 Leute dabei sind und uns beobachten und einander beobachten. Und alle 3 bis 4 Wochen gibt es einen Podcast, wo wir darüber erzählen,
wie es uns so gegangen ist damit, was wir gelernt haben, welche, wir sind Techniker und Naturwissenschaftler, also wir sind sehr an diesen Gadgets interessiert, welche Gadgets wir verwenden zum Trecken zum Beispiel und was das sonst noch gibt. Und jetzt langsam entdecken wir gerade, dass es auch noch eine Podcasting-Welt rundherum um uns gibt mit Laufpodcasts und treten mit denen in Kommunikation, also das macht auch viel Spaß. Ich habe wahrgenommen, dass es irgendwie spezielle Hörangebote für Läufer gibt, wo man von irgendwelchen Dämonen oder Drachen was verfolgt wird, und dann bekommt man immer also erzählt, du wirst jetzt verfolgt, um solche Intervalle anzuregen, dass man mal für ein paar Minuten schneller läuft und dann wieder langsamer oder so, also so ganze Geschichten. Das klingt ziemlich übel. Benutzt du sowas auch? Ganz im Gegenteil. Also mir geht es jetzt wirklich darum, regelmäßig Bewegung zu machen, rauszugehen. Ich habe es auch heute gesehen, nach 3 Stunden Debugging von A-Dur-Sessions mit StudioLink, wobei ich StudioLink liebe, ne? Das muss ich betonen. Aber mit meiner Hardware ist das nicht ganz so einfach. Nachdem ich das dann zusammengebracht habe, bin ich dann rausgegangen, laufe und habe das Hirn mal ausgelüftet, eine Stunde. Das war sehr angenehm. Also ich versuche es jetzt so in den Arbeitsalltag einzugliedern, statt zu prokrastinieren oder irgendeinen Quatsch im Internet zu surfen, stattdessen laufen zu gehen. Wenigstens 2-mal in der Woche, besser 3-mal. Aber alles nicht auf Druck, sondern halt wirklich regelmäßig konsequent Bewegung zu machen. Naja, du hast einen Trainer und du hast 2 Mitläufer, die gucken, was du da trainierst. Also da ist schon ein bisschen Druck, oder nicht? Na. Also Druck ist keiner. Da setzt du dich aber ganz über den Weg, ja. Es ist wirklich Motivation. Also wenn du siehst, du hast eigentlich keine Lust und das Wetter ist gerade nicht aufregend, aber du siehst, jetzt sind von den anderen 3 in den letzten 2 Tagen 2 Laufen gewesen und du solltest eigentlich auch wieder. Und die sehen das ja, dass du nicht warst, dann gehst du doch auch wieder. Also wir üben keinen realen Druck auf uns aus, aber es ist echt, es ist schon Motivation. Sehr schön. Ich habe das mal so, also in einer ähnlichen Form hat der Redinger Podcast, das ist so ein vom Sven Hock, der hat einen Redinger und das sind auch so eine Crew von festen Leuten. Und darum hat sich mal ein Abnehmen-Podcast gebildet. Das war die, ich weiß nicht, irgendwie die Redinger Challenge. Die haben also sich gegenseitig immer mitgeteilt, wie viel Kilo sie dann in einer gewissen Zeit abgenommen haben. Das war ganz, ganz witzig auch. Wahrscheinlich ist das jetzt dieselbe Idee. Also zu gucken, wenn man selber nicht gemacht hat, bei den anderen ist dann irgendwie ein Fortschritt passiert und das zieht einen dann vielleicht ein bisschen mit. So, das ist vielleicht die gleiche Idee, die dahinter steckt. Absolut. Und dann triggern uns natürlich auch wieder externe Leute wie du, wo du mal gesagt hast, du hättest gerne mehr Daten, dann haben wir mehr Daten geliefert und wir werden auch noch mehr Daten liefern und es wird auch eine Gewichtstracking-Applikation geben, da haben wir auch schon was im Petto. Also, ihr dürft auf keinen Fall meine Worte immer so ernst nehmen, um Himmels Willen. Da bauen wir noch einiges rundherum an lustigen Sachen. Ja gut, das war natürlich, ihr habt euch auf dem Wisspod getroffen, am Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster und da geht es halt um den Umgang mit Wissen und ja klar, in aller Regel, gerade ist im akademischen Bereich, hast du dann irgendwie Zahlen, Tabellen, Grafiken und da war halt naheliegend, dass das vielleicht da auch irgendwas liefert und wunderbar, also es klingt ja so gut, dass ihr das jetzt macht. Super. Aber wo du gerade das Wort A-Dur gesagt hast, A-Dur ist glaube ich eine Linux-Anwendung, ja? Das stimmt, ich bin überzeugter Linuxer. Ach gut, ich wollte noch fragen, also was ist so deine Lieblingsplattform? Ja. Also alles Linux. Alles Linux. Okay. Ich habe keinerlei Ahnung von Mac. Ich habe 3 Stunden meines Lebens auf Macs verbracht, um Leuten irgendwelche Netzwerke einzurichten. Ich meine, so mit den Grundlagen, nicht, das sind doch die gleichen wieder, das geht dann doch. Ich habe früher natürlich Windows verwendet, weil das war so der Standard und habe so auch mit Ende des Studiums kennengelernt, dass die Leute dort Linux verwendet haben. Habe dann nicht allzu viel von verstanden, warum eigentlich, aber habe es interessant gefunden und habe mich dann angefangen damit zu beschäftigen. Und dann so das kennengelernt, das Prinzip der freien Software. Das ist für mich was ganz grundsätzlich und grundsätzlich Wichtiges und dem hänge ich sehr nach. Also deswegen auch zum Beispiel verweigere ich bei Podcast-Aufnahmen proprietäre Software und verwende entweder A-Dur jetzt in letzter Zeit und früher Audacity, das ist auch so freie Software zum Schneiden. Das heißt, sowas wie Kaufprodukt wie Hindenburg, Reaper mit dem geliebten Ultraschall obendrauf, das käme für dich dann gar nicht in die Tüte?
Also wenn es nichts anderes gäbe, dann natürlich. Also soweit bin ich dann schon pragmatisch unterwegs. Aber es gibt eben was anderes und daher genieße ich das, dass ich das andere verwenden kann. Dass ich auch was dann wieder anderen Leuten weitergeben kann ohne Kosten und erklären kann und so weiter. Was ist das Faszinosum von freier Software für dich? Dass man damit gewisse Grundfreiheiten hat, die man garantiert, dass sie weitergegeben werden. Also dass man eben die Software für beliebige Zwecke verwenden darf, dass man die wieder publizieren darf, meistens auch quelloffen eben, dass man auch den Source Code dazu weitergeben darf. Also wirklich ein Begriff von Freiheit im Zusammenhang mit Software. Und auf die Art und Weise sehr schön verwendbar für Bildung, also eben im Schulumfeld, im universitären Umfeld, aber auch im Umfeld von Leuten, die sich vielleicht nicht leisten könnten, kommerzielle Produkte zu verwenden. Wobei es gibt schon freie Software auch, die verkauft wird, also aber meistens ist das nicht der Fall. Und auf die Art und Weise ist es sehr schön, wenn man eben Sachen frei vorstellen kann. Soweit ich das verstanden habe, ist die Software bei diesen Open-Source-Geschichten nicht verkäuflich, aber der Service drumherum, den kann man dann durchaus verkaufen oder wenn man irgendwas Spezielles daher. Man dürfte im Prinzip durchaus auch die Software verkaufen, aber es könnte eben auch sein, dass ein Zweiter dann sagt, da nimm's doch umsonst, bitte. Nicht? Also das Businessmodell ist dann vielleicht etwas schwieriger, weil man eben nicht... Ja, absolut. Es spricht nichts dagegen. Es ist kein Verbot des Verkaufs. Also man könnte zum Beispiel dafür verlangen, dass man es auf CD brennt. Sagt, dafür möchte ich 20 Euro haben. Ja, genau. Ich habe die auf eine CD gebrannt und es ist fertig, dieses Service. Die Dienstleistung, ja. Die Dienstleistung. Ah, ja. Oder stehst du denn da? Bau dir ein Handbuch dazu. Ja, aber vielleicht hast du ja auch eine kleine Applikation gebaut oder irgendein Plugin, was noch was Besonderes kann oder so. Das ist dann auch alles frei von dir abzugeben? Oder? Also bei Ardour oder Audacity habe ich nichts gemacht. Eben Panopticon zum Beispiel ist freie Software und auch dieses Jekyll Octopod, das ich da jetzt weiter betreue, das ist auch freie Software. Also das sind so die zwei Community-Projekte rund um das Podcasting-Thema, die freie Software sind. Okay. Bevor wir gleich zum Panoptikum kommen, warum arbeitest du jetzt für die Szene als Entwickler? Was ist der Reiz an der ganzen Geschichte? Was treibt dich da? Also, was das Jekyll Octopod, es hat ganz konkret mit den zwei Projekten zu tun. Was das Jekyll Octopod angeht, da ist es ganz explizit ein Ersatz für den Podlove Publisher, wobei eigentlich fürs WordPress darunter insbesondere, weil der Podlove Publisher, der wäre ja freie Software, es ist sogar eigentlich auch das WordPress freie Software, trotzdem will ich es nicht verwenden, weil das WordPress in seiner Historie sehr viele Sicherheitslücken hatte. Also ich habe letztens einmal nachgeschaut, es sind glaube ich über 220. Also wenn man sich nicht wirklich darum kümmert, dass diese Software aktuell gehalten wird, dann reißt man sich da eine Sicherheitslücke auf seinem Server, in seinem System, auf seiner gehosteten Plattform da. Und gerade im Podcasting-Umfeld sehe ich eine ganze Menge Leute, die nicht so die Techies sind. Das heißt, da wäre es schön, doch wenn es was gäbe, was intrinsisch sicher ist. Und vor 2 Jahren, wo ich mit dem Hour of Code begonnen habe, bin ich vor der Situation gestanden, dass ich mir überlegt habe, so, wie machst du das jetzt? Sicher nicht selber komplett was neu schreiben, das hatte ich schon mal gemacht, das ist ein netter Punkt. Ich war recht aktiv in der Ruby-Szene und habe geschaut, was gibt es so für Ruby? Und da gab es eine Software namens Octopod von einem deutschen Entwickler namens Patex. In real life heißt er Arne Eilermann, ist ein Kölner, ist ein unheimlich netter Mensch. Der hatte allerdings nur diese Software 3 Jahre nicht mehr gepflegt, wo ich sie gefunden habe. Also ich habe die im Internet gefunden, auf GitHub, und dachte, ja, super, es ist halt leider nicht up-to-date. Daher kann es manche Sachen nicht, die ich gerne hätte, aber es ist wenigstens intrinsisch sicher. Also ich kann es schon einmal von Anfang an weg verwenden. Und ich habe ihm dann, angetwittert und habe ihm geschrieben, wie ist denn das, gibt es da noch Updates und so weiter, wie schaut denn das aus? Und er hat mir innerhalb eines Tages geantwortet, nein, weil er podcastet nicht mehr selbst. Er hatte so einen Rollenspiel-Podcast, soweit ich weiß. Und die haben aber aufgehört und daher hatte er keinen Bedarf mehr gehabt, da was weiterzutun. Aber wenn ich Interesse hätte, das weiterzuentwickeln, würde er sich sehr freuen, wenn das sozusagen wieder neues Leben gewinnen würde, dieses Projekt. Und ich hatte Interesse, ich habe es hochgezogen auf immer die aktuellen Softwareversionen, die das ist,
das Jekyll Octopod verwendet, also auf aktuelles Ruby, auf aktuelles Jekyll, aktuelles Thema da hinein, also dass das Ganze auch hübsch aussieht, und verwende es seitdem auch und es eben auch wieder publiziert und auch neu dokumentiert alles. Und ich habe auch doch schon einige Leute gefunden, also es werden jetzt vielleicht so 8 Podcasts oder sein, die das verwenden, oder sollen es 10 sein, so in der Größenordnung, und es haben schon 5 Leute international zum Code beigetragen. Das ist auch so eine sehr nette Geschichte an diesen freien Softwareprojekten, dass es da halt sehr leicht möglich ist. Ja, davon hat Sebastian schon mal erzählt, dass es also dieser Umgang in der Szene der freien Entwickler so sehr, sehr angenehm ist und sehr positiv ist. Das hattest du, glaube ich, mal erwähnt, Sebastian. Es gibt durchaus auch harte Situationen, also insbesondere, wenn man Beiträge von anderen ablehnen muss, weil sie nicht im Interesse aller User sind, sondern nur der einen Person, die da was beiträgt. Das ist dann immer wieder sehr schmerzhaft. Also das ist in der Situation war ich auch schon ein paar Mal. Also wenn man beiträgt, dass dir was abgelehnt wurde oder dass du ablehnen musstest? Dass ich ablehnen musste. Aber es ist die andere Richtung auch unangenehm. Also mir ist auch schon abgelehnt worden. Es ist immer unangenehm natürlich, weil man hätte es gern da drinnen in der Art und Weise, wie man sich das jetzt vorstellt. Aber es passt halt vielleicht nicht in das sonstige Projekt so auf die Art und Weise hinein. Das heißt, da kann es durchaus dann auch unangenehmere Diskussionen geben. Aber bisher haben wir es ganz gut geklärt immer, die Sachen. Und das Ding ist in Wartung und wir verwenden es auch. Also 3 Schweinehunde und so weiter. Also all die Podcasts, die ich so gesagt habe, außer den Biertauchern, die sind alle noch mit dem Jekyll Octopod in Verwend, also gehostet. Und auf die Art und Weise, also vielleicht nur einen Satz, was das grundlegend Unterschiedliche ist. Man baut die Webseite, die man da jetzt haben will, zuerst auf dem eigenen Rechner. Und wenn man sie dort fertig gebaut hat in HTML, CSS und JavaScript eventuell auch, dann lädt man sie auf den Server hoch und hat am Server selber keine dynamischen Komponenten mehr. Also keine Datenbank, kein PHP, keine Programmiersprache, die am Server da läuft. Und auf die Art und Weise ist man vor den Sicherheitslücken in diesen dynamischen Komponenten gefeit. Das ist so die Idee hinter diesen statischen Site-Generatoren, wie das heißt. Und es ist außerdem auch super schnell. Da müsste man kurz noch erwähnen, gebaut heißt dann automatisiert, vielleicht für diejenigen, die jetzt denken, man klöppelt die dann mit der Hand nicht, sondern das nimmt einen dieses Jekyll dann entsprechend ab. Nur so. Genau, also das geht innerhalb von 2-3 Sekunden und dann das Hochladen geht auch so innerhalb von 5-6 Sekunden oder so und dann hat man die neue Version von der Webseite, nachdem man sie zuerst lokal bei sich getestet hat. Das ist auch recht angenehm, man kann es zuerst lokal in Ruhe testen und wenn man glücklich ist, dann stellt man es erst auf den Server. Aber so dynamische Komponenten wie Kommentare oder so hast du dann da nicht drin? Sind daher schwierig, genau. Also man kann eigentlich nur auf Kommentare verzichten oder externe Kommentarsysteme einbetten. Das geht. Also so Sachen wie Discuss, was ohnehin in letzter Zeit gerade in Verruf geraten ist, oder andere Kommentarsysteme kann man einbetten. Ja, ich dachte, unser Sendegate wäre ein Discuss-Forum. Discourse. Nein, Discourse, das ist was anderes. Ah, okay, dann ist gut. Discuss, also wie, ja, okay, ja. Discuss. Das ist so wie diskutieren, nur mit Q geschrieben, also D-I-S-Q-U-S, Discuss. Und die haben da ein Leak gehabt, was die E-Mail-Adressen angeht und auf die Art und Weise wurden die Adressen dann gespammt. Also es sind keine, soweit ich weiß, keine Passwörter geleakt, aber die E-Mail-Adressen sind dann geleakt und damit wieder weiterverkauft worden. Also hat man wieder ein bisschen mehr Spam. Was ich ganz interessant finde, so die ersten Webseiten, mit denen ich Kontakt hatte, das waren statische Webseiten. Die wurden irgendwie in einem Editor geschrieben. Man hatte das quasi auf dem lokalen System und hat das dann per FTP oder was auch immer hochgeladen. Und dann war das halt da. Und wenn man was ändern wollte, hat man es lokal geändert und dann wieder hochgeladen. Und dann hieß es irgendwann mal, ja, das ist ja Schnee von gestern. Wir haben hier die dynamischen Systeme, die in dem Moment des Abrufs dann aus einer Datenbank die Webseite erst zusammenbauen. Immer top aktuell, immer den letzten Stand, latest and greatest. Und jetzt kommt man aufgrund der Sicherheitsprobleme wieder dahin zurück zu sagen, aha, gehen wir doch lieber wieder zurück auf die statischen Systeme, machen es da ein bisschen einfacher mit den Generatoren, also wir bauen uns ja Assistenten, die das besonders gut und schnell hinkriegen, aber das Prinzip wird wieder zurückgerollt. So klingt das in meinen Augen. Perfekte Ist das so? Zusammenfassung. Okay. Danke. Oh, perfekte Zusammenfassung. Genau, also, ich gerade ein bisschen wach. Also ich mache das persönlich auch sehr gerne tatsächlich, weil es ist halt, man hat halt selber schon genug Abhängigkeiten, die man irgendwie up-to-date halten muss und so viele Systeme, die man betreuen muss. Und wenn man da einfach mal eine Seite hat, wo
wo man sich um nichts weiter kümmern muss, wirklich, weil es wirklich nur statisches HTML ist, dann ist das sehr erleichternd irgendwie. Ja, das ist dann ja so ein bisschen Erholung. Es ist auch für Anfänger ganz nützlich, weil man muss nicht unbedingt HTML lernen, sondern eine Sprache, die einfacher ist, die sich Markdown nennt. Genau. Das ist im Prinzip sowas, wie man Wiki-Einträge schreibt. In Wikis im Internet. Ja. Also da ist dann ruft eine Raute bedeutet dann zum Beispiel Überschrift erster Ordnung und man muss sich keine Tags auswendig merken, sondern nur ein paar so Kürzel. Ja, wie ist denn das dann bei, also wie heißt denn dieser neue Begriff wieder, dass es auf dem Desktop genauso aussieht wie auf dem Handy, wie auf dem Tablet, wie auf dem, was weiß ich. Responsive Design? Responsive, genau. Wie ist es denn damit? Also ich hätte das so das verstanden, erledigt, dass das ja? Das erledigt okay, das CSS. Also im Prinzip ist es egal, ob es am Server bereitgestellt wird durch dynamische Seiten oder durch statische, dass dieses Runterskalieren auf die richtige Auflösung etc., das macht eigentlich dann erst der Browser des Users und da ist es egal, wie das vorher zustande gekommen ist. Also diese Webseiten sind durchaus responsive. Ah ja, okay. Das hat dann mit der Datenbankabfrage und so weiter gar nichts zu tun. Das ist nur die Aufbereitung des Säckchens voller Daten, wie das dann eben beim User ankommen soll. Das macht der Browser bzw. das CSS in entsprechenden Abfragen oder was auch immer. Ja, können wir vorstellen. Liebe Hörer, könnt ihr euch das auch vorstellen, liebe Hörerinnen? Es ist vielleicht ein bisschen nerdig heute, hatte ich auch schon befürchtet, dass es gelegentlich so werden wird. Schon mal um Entschuldigung gebeten dafür. Wir schmeißen einfach so ein paar Begriffe in den Raum, ohne die jetzt jedes Mal im Einzelfall zu klären. Also gerade wurde Ruby genannt, Rails genannt und das sind alles so Techniken. Nehmen wir es einfach mal so hin, da redet ein Experte aus seiner Fachperspektive. Ich glaube, ganz aus dem großen Zusammenhang ist schon klar geworden, worum es geht. Und entschuldigt bitte, wenn wir jetzt nicht jeden Fachbegriff bis ins Einzelne auflösen. Das können noch, wir hier gar noch einen Motivationssatz dazu. All die Technologien, die wir genannt haben, sind freie Standards. Also man kann die alle verwenden, ohne Lizenzgebühren zu zahlen, einerseits. Und man findet auch ausreichend Materialien im Internet, wenn man es lernen will. Das ist was ganz Besonderes. Zu den Zeiten, wo ich studiert habe, du hast zuerst Fortran als Beispiel genannt. Wir haben als Studenten noch mehr oder minder den Fortran-Kopierer raubkopieren müssen, damit wir zu Hause verwenden können, weil wir uns die mehrere tausend D-Mark damals nicht leisten hätten können, die das damals gekostet hätte, so ein ausgewachsener Fortran-Compiler. Das war ziemlich teuer alles, diese Sachen. Und da sind wir jetzt echt in der glücklichen Situation, dass es Unmengen von so Frameworks und Programmiersprachen gibt, die frei verwendbar sind, jetzt auch im Sinne von kostenfrei verwendbar sind. Wir sind da wirklich in einer ganz tollen Situation. Ja, allein schon wird das selbstverständlich, dass man das zu Hause machen kann. Das war ja auch anfangs überhaupt nicht so. Da gab es halt Benutzerzeiten auf irgendwelchen Geräten und man hatte da, meine erste Anmelde-CD war eine, wie werden die, 8 Zoll weich, nicht CD, wie heißt denn dieses, für die Floppy-Disk da, Diskette, da, dieses Riesenteil, das haben sie uns in die Hand gedrückt, das war sehr, sehr witzig. Ich glaube, der Jahrgang vor uns hatte noch mit Lochkarten gearbeitet, glaube ich. Ja, die Maschinen standen da noch, wir haben sie ja gesehen. Nicht schlecht. Okay, jetzt machen wir einen kleinen Sprung und zwar kommen wir jetzt zu dem großen Projekt, was du angefangen hast, was das mehr oder weniger alles vereint, also die, ich sag's mal etwas pathetisch, die Liebe zum Podcasting, deine Fähigkeiten, deine Entwicklertätigkeiten, deine Neugier, dein Antrieb und so weiter und wir kommen zu Panoptikum und das möchten wir auch entsprechend einleiten, nämlich mit einer kleinen Fanfare. Panoptikum, Panoptikum, Panoptikum des Lebens. Da stehen sie rum, da stehen sie rum, die Großen unserer Zeit. Hast du es erkannt? Nein, ich habe nämlich auf ein anderes Panoptikum bezogen. Ich kenne das nicht. Das hat Peter Alexander, immerhin ein Landsmann von dir, der hat das gesungen. Das ist lustig. Also mit Panoptikum, da kann man ja auch, also es gibt auch das Panoptikon
Und das ja. geht eher in Richtung Gefängnis. Das ist eine Gefängnisanlage, die im Kreis gebaut ist. Die Gefängniszellen liegen quasi kreisrum um einen Bewacherturm in der Mitte. Da zwischen dem Turm und den Zellen ist viel Freiraum, sodass der Wärter in jede einzelne Zelle gleichzeitig, also klar, er muss sich halt drehen, aber er zu jedem Zeitpunkt hat er freie Sicht in jede Zelle. Und wenn man dein Logo anschaut, dann habe ich gleich diese Assoziation dazu. Aber ich glaube nicht, dass du das meinst, sondern du meinst wirklich Panoptikum und das ist eher die Wundertüte oder irgendein Kuriosum. Ja, aber du bist ein bisschen unsauber unterwegs. Also du, ursprünglich ist das Wort durchaus griechisch, ja, und Panoptikum heißt eigentlich Blick auf alles. Der Blick auf alles. Also Panoptikon. Das Panoptikum ist ein Zombie aus dem Griechischen und aus dem Lateinischen. Also das ist dann latinisiert, daher das Um hinten. Und ich bezog mich ursprünglich auf eine Fernsehsendung im österreichischen Fernsehen, als ich ein kleiner Junge war, die Panoptikum hieß. Und kurz zusammengefasst war die YouTube im Fernsehen, also so YouTube-Schnipsel im Fernsehen gezeigt. Und das war irgendwie unheimlich nett. Man hatte so ein Fenster in die Welt hinaus. Und das hat mir unheimlich gefallen. Ja, kann ich verstehen. Das ist eine der berühmtesten österreichischen Sendungen, glaube ich. Ne? Und die Titelmelodie ist heute noch dieses Dave Brubeck Dance, Unsquare Dance, glaube ich. Habe ich heute alles gelesen, aber ich habe gedacht, das ist es nicht. Verdammt, habe ich die falsche Spur aufgenommen. Ärgerlich. Ich glaube, der Unsquare Dance ist es nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Also so stand es jedenfalls. Es ist auch so ein Klassiker, so ein Jazz-Klassiker ist es. Genau. Können wir raussuchen, können wir verlinken, gibt es auf YouTube auch diese Titelmelodie dazu. Das Gefängnis heißt deswegen so, weil der Wärter Blick auf alle Zellen immer hat. Und das Tragische an diesem Gefängnisbau ist, dass die Zellen Insassen nicht mitkriegen, wann sie gerade beobachtet werden, aufgrund der Bauweise dieses Turms in der Mitte. Und auf die Art und Weise kann man sich nie in einer Privatsphäre wähnen. Da ist das so ziemlich eine der grauslichsten Gefängnisformen, die es gibt, by the way. Ja, und das jetzt in Verbindung zu bringen mit deinem Projekt ist auch ziemlich grauslich, muss ich sagen, denn du hast ja gerade, was Datenschutz angeht, besondere Ambitionen. Ne? Genau. Und deswegen hoffe ich dann, dass man sich ein bisschen das durchliest, was dann so auf der Seite mit Privacy und so weiter steht. Vielleicht noch zwei Sätze zur Motivation. Der eine ist, ich mag iTunes nicht. Genau. Bitte nochmal? Ich mag iTunes nicht. Das war eine der Grund... Ja, dieses Podcast-Verzeichnis von Apple, das mag ich nicht. Mhm. Ich wollte was Besseres haben. Das war die eine Motivation. Und es sollte absolut freie Software sein. Es sollten alle Podcasts da hineinkommen können, die irgendwie drinnen sind. Und das zweite ist, ich bin aufgewachsen mit Yahoo als Suchmaschine im Internet. Da gab es Google noch nicht. Und Yahoo hatte so einen hübschen Kategorienbaum damals. Und ich habe unheimlich viele Sachen im Internet gefunden am Anfang und konnte unheimlich viel lernen, indem ich mich durch diesen Kategorienbaum so hinunter geklickt habe. Und da bin ich sozusagen in meine Nerd-Areas abgedriftet hinunter. Und das hat mir unheimlich gefallen, dieser Kategorienbaum. Der hat mir zum Beispiel immer auf iTunes gefehlt. Also ich wollte sowas wie iTunes, nur in hübsch, freie Software. Und so mit Kategorienbaum. Das war so der Ausgangspunkt für mich. Und dann habe ich angefangen zu bauen. Erstmal für den absoluten Noob, Kategorienbaum, was verstehe ich darunter? Eine immer feiner werdende Aufspaltung, also sowas wie ein Inhaltsverzeichnis eines Buches, Kapitel 1, oder sagen wir mal, Buch 1, Kapitel 1, Seite 1, Zeile 1 und so weiter. Diese Art von immer feiner werdendes Hinzeigen auf einen Ort oder was damals genau? War das Internet noch so klein, da war das gar nicht so tief hinunter. Also das ist so mit 2, 3 Kategorien oder 4 Kategorien Ebenen ausgekommen auf Yahoo. Und bei der ersten Zielsetzung, ich wollte eben diese Möglichkeit nur haben, auf jeden Fall mich da so hineinarbeiten zu können in Bereiche. Das war für mich eine Idee, dass ich das gerne hätte. Also, dass man so ein bisschen Discovery machen kann. Ich muss nicht einen Suchbegriff wo eingeben, sondern ich kann mich so durcharbeiten. Also, wenn ich jetzt was sagen, also ich komme an den Baum, da steht Podcast dran. Und dann habe ich den, was weiß ich, ich kann dann unterscheiden, Einzelpersonen, also quasi monologisierende Podcasts oder Gruppenpodcasts. Dann, wenn, dass ich dann sage, ja, dann, davon dann bitte den, nicht. Ja. Den also die Leute, die über Technik reden oder Leute, die über Kunst reden oder Leute, die über Handarbeiten reden oder, also diese Art von
Pfaden, die du über Kategorien baust, meinst du mit diesem Baum? Ja, genau. Okay. Ja, nur dass das für alle, mit alle klar ist, dass die das verstehen können. Mir ging es am Anfang hauptsächlich um Themenbereiche, also sowas wie Technologie oder Bildung, sowas in die Richtung. Aber es haben sich mittlerweile schon andere Unterbäume auch gebildet wie Communities. Und es wird auch noch weitere geben dann. Also wie du schön beschrieben hast, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man Podcasts schneidet. Und da soll sich noch auch einiges entwickeln in Zukunft, was diese Kategorisierungen angeht. Kann man denn ein Podcast-Angebot immer einer Kategorie zuordnen? Meistens ist das doch so ein Mischdings. Also umso besser. Umso besser, aha. Ist es in mehreren eingeordnet. Okay, also, aber jetzt haben wir es irgendwie so ein bisschen gehüpft und gesprungen. Also, du magst iTunes nicht. iTunes ist ein Verzeichnis von Podcast-Angeboten, was den Quasi-Standard ist. Also, wenn man sich informieren möchte, ob es einen Podcast gibt oder nicht, ist iTunes eigentlich sozusagen die Anlaufstelle erster Wahl. Aber es hat Nachteile. Und du willst also quasi iTunes nachbauen, ersetzen und es besser machen. Genau. Okay. Also das Podcasts-Verzeichnis Nummer 1 machen. Genau. Und wie hast du es angefangen? Also du hast angefangen zu sagen, okay, wir fangen mit Kategorien. Mit dem Kategorien. Also erstmal brauchst du einen Container. Erstmal brauchst du einen Container, wo du diese ganzen Informationen reinwirfst. Da hast du dir wahrscheinlich mit Hilfe deiner Kenntnisse irgendeine Datenbank gebaut. Ja. Genau. Okay. Aha. Und dann hast du angefangen. Ich habe nebenbei noch eine neue Technologie begonnen zu lernen, weil das auch lustig ist. Also ich habe da auch Technologie-Stack gewechselt gleich, damit es noch ein bisschen mehr Herausforderung ist. Und wo bist du jetzt? Was machst du da? Das ist, die Programmiersprache heißt Elixir und das Framework heißt Phoenix. Okay. Das sagt mir nichts, aber dem einen oder anderen unserer Hörerinnen wird das schon was sagen, denke ich. Den 11-jährigen Mädchen wird das schon was sagen. Die können mir das dann erklären hinterher. Viele Leute verwenden zurzeit objektorientierte Programmiersprachen. Das hier ist keine. Das ist eine funktionale Programmiersprache. Das ist eine Sache, die man eigentlich in den 70er Jahren eher verwendet hat, was wieder ganz lustig ist, dass man jetzt wieder sich auf Sachen besinnt, dass die gewisse Vorteile hatten damals. Und wieder entdeckt sozusagen. Also da gibt es ja ein bisschen ein Revival rund um funktionale Programmiersprachen zurzeit. Und du hast zuerst auch eine Technologie genannt, die dieses Elixir verwendet, nämlich vom Erlang die virtuelle Maschine. Also die haben sozusagen quasi eine gemeinsame Basis, das Erlang und das Elixir. Ich muss gestehen, Erlang kenne ich nur aus der Freakshow, weil die am Anfang alle immer gestöhnt haben und Huckel war so begeistert davon und inzwischen sind sie, glaube ich, alle begeistert davon, weil es so schwer zu lernen sein soll irgendwie. Genau, und das hat die gleichen, Elixir die gleichen Vorteile wie Erlang, nur ist es leichter zu lernen. Ah, okay. Weil es auch modern ist. Also Erlang ist in den, ich glaube 25 Jahre alt war es jetzt vor kurzem, wenn ich mich richtig erinnere, oder vielleicht noch älter. Und Elixir ist jetzt so 4 Jahre alt. Also da vieles, was man mittlerweile gelernt hat, wie man Programmiersprachen Programmiererinnen freundlich macht, also so, dass es netter zu verwenden ist, das ist da eingeflossen in diese Sprache. Lustigerweise habe ich mir vor einiger Zeit mal, ich weiß gar nicht, aus mehr oder weniger spielerischen Gedanken habe ich mir überlegt, ja, was habe ich denn eigentlich, wenn ich jetzt mir eine Liste von Podcasts mache? Ach genau, ich wollte mir eigentlich mal eine Karte malen, wo ich alle Podcast-Angebote mal so drauf male und die irgendwie in Beziehung setze. Auch mit dem Gedanken hier, es gibt die Hobby-Podcaster und die es eher gewerblich machen, dass man die so ein bisschen auseinander dividieren kann. Wer hat mit wem zu tun, Bezüge und so weiter. Und dann bin ich aber an der Stelle stehen geblieben, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt entweder die Möglichkeit, ich kann das, also wenn ich jetzt kleine Elemente auf eine Wandkarte kleben würde. Ich könnte die Podcast-Angebote auf die Wand kleben oder ich könnte die Menschen hinter den Podcast-Angeboten auf die Wand kleben und die dann irgendwie gruppieren, so wie jetzt hier Sebastian, Lars, Melanie, Ulrike, Marc und mich. Wir gestalten ja den Sendegarten sozusagen, dann wäre das das verbindende Element. Und ich habe also im Prinzip zwei Ebenen. Ich habe die Machenden und ich habe die Ergebnisse. Und da stand ich schon da und dachte, es gibt ja mal eine 1-zu-1-Beziehung, mal eine 1-zu-N-Beziehung, mal eine N-zu-1-Beziehung, eine N-zu-M-Beziehung. Und das ging mir dann auf dieser Landkarte, auf der flachen Karte schon mal gar nicht. Dann habe ich überlegt, okay, es gibt zwei Listen und eine Verbindung irgendwie. Und damit bin ich ja, glaube ich, schon ganz nah in den
Ebenen, in denen du jetzt da anfängst zu denken. Also Bezüge herstellen, wer gehört wohin und so weiter und auch Etiketten dranhängen, ist ja nichts anderes. Dass man sagt, es gibt eine Gruppe, eine Liste von Gesellschaft, Podcast oder was auch immer, Technik oder von mir aus auch Erlangen-Podcasts oder so, und die kann man ja dann auch verschiedenen Angeboten zuordnen. Also dieses Zuordnungsspiel betreiben. Was ist denn für dich sozusagen das führende Element? Guckst du eher auf die Menschen oder guckst du eher auf die Angebote? Oder wie hast du es überhaupt konstruiert? Da ich mir dessen noch nicht sicher bin, habe ich auf der Subscribe allen Ernstes sicher mit 15 Menschen über dieses Thema diskutiert, was diese Menschen jeweils als das führende Element sehen, um ein Bild zu bekommen, wie die anderen Menschen denken. Allen Ernstes, genau um dieses Thema, weil es uns zurzeit auch geht um die Visualisierung dessen. Da hat mir auf Podstock so der Andreas Hubel, falls der ein Begriff ist, so das ist so Andi, der dürfte CCC. Sogar gerade hier zuhören. Jawohl. Ja, dann sei er hiermit gegrüßt. Der hat das so ein bisschen eine Laus in den Pelz gesetzt, dass er denn gerne so eine Weltkarte hätte für alle Podcasts und so weiter. Und mit ihm habe ich auch dort wieder ein bisschen diskutiert. Also da arbeiten wir daran. Das wird es wohl in Zukunft einmal geben. Das haben wir noch nicht in der Form, aber da gibt es viele spannende Ideen dazu schon, sagen wir es mal so. Und mit den Daten, wie wir die Daten sammeln, können wir solche Sachen dann auch bauen. Okay, also du hast, du bietest mit Panoptikum den Container an, wo man erstmal diese ganzen Sachen hineintun kann. Oder du sammelst auch schon aktiv. Du hast es, glaube ich, erzählt, du greifst regelmäßig iTunes ab, immer so 100er Pakete oder so, um deine Datenbank anzufüllen, um Bausteine, wieder deine, wie wir anfangs gesagt haben, vom Informatum sozusagen die Atome, mit denen du dann irgendwas machen kannst, die Butter auf dem Einkaufszettel irgendwie dann zu als Baustein zu haben, zu arrangieren. Ist das der Stand der Dinge? Ja, es ist nicht nur iTunes, es ist uns vor allem wichtig, dass die Leute, die mitmachen bei der ganzen Geschichte, sei es als User oder sonst irgendwie im Projekt, auch da ihre Podcasts, die sie gerne hören, einwerfen. Also wir sammeln auch von den Leuten natürlich gerne zusammen. Jeder kann da Podcasts einwerfen und auf die Art und Weise wird die Datenbank immer größer. Ich habe zuerst reingeschaut in der Vorbereitung für heute. Wir sind gerade bei 25.595 Podcasts in der Datenbank. Also zurzeit sind wir am Sammeln. Was das angeht. Ja, und was ich. Ja, du kannst auch schon verwenden, natürlich. Also diese Verzeichnisansicht, das gibt es durchaus schon und auch einige andere Sachen. Jetzt haben wir ja noch diese zweite und schon sehr vertraute Datenbank FÜD, wo auch Podcasts und Podcast-Machende gesammelt werden, Kurationen möglich sind und so weiter. Erfindest du die Welt dann nochmal? Machst du irgendwas ganz anderes? Wo grenzt sich Panoptikum gegen FÜD ab? Also es gibt sicher viele Überschneidungen. Wir kennen uns ja auch ganz gut. Ich versuche auch, dass ich dann nicht jetzt explizit Sachen nachbaue, weil das relativ witzlos ist. Also ich mache zurzeit zum Beispiel weder Kurationen noch, was war der zweite Begriff, was er hat, diese... Weiß jetzt gerade auswendig mehr. Also einmal kann man Episoden bei ihm zusammensammeln in neue Feeds und einmal neue Podcasts zusammensammeln in OPML-Dateien sich selber und republizieren. Also so ein Feature haben wir zurzeit nicht, weil da sagen wir, da gibt es eh Feed dazu. Also uns geht es zurzeit eher um diese Baumstruktur, um dieses Verzeichnis, dass man das einerseits hat und andererseits dann in weiterer Folge genau abzubilden, wie es denn aussieht mit den Podcasterinnen und Podcasts, dass die einmal ein Podcasterinnen-Profil haben, also sowas wie ein LinkedIn-Profil oder Xing-Profil ist vielleicht im deutschen Sprachraum mehr bekannt, wie man das in der Berufswelt hat, was man so in seinem Leben an Berufssachen hat, gemacht hat, das schreibt man in sein Xing-Profil oder in sein LinkedIn-Profil. Und was man im Podcasting-Universum gemacht hat, das soll in Panoptikum im Podcasterinnen-Profil drinnen sein. Das ist so ein Aspekt. Also damit einmal die Personen in den Fokus vielleicht sogar mehr reinzuziehen als die Podcasts. Mit dem Hintergedanken, wenn ich in einem Podcast eine Person gehört habe, die mir gefällt im Sinne, dass ich vielleicht besonders viel lernen konnte oder neue Ideen aufgreifen konnte oder irgendwie eine spannende Person und ich würde gern wissen, was hat denn die Person sonst alles noch verpodcastet in ihrem Leben, dann ist Panoptikum da ein Weg, die Sachen zu finden, indem man in das Profil von der Person schaut. Das ist ein Aspekt, den haben wir
fertig ist übertrieben, aber wir haben sehr viel davon schon realisiert. Das ist auch das, was ich auf der Subscribe vorgestellt habe. Wer sich da interessiert dafür, da könnte man verlinken die Aufzeichnung meines Talks auf der Subscribe, wie man sich so ein Profil selber klicken kann. Deine Visitenkarte ist zu klein, glaube ich, heißt es. Genau, ne? Das ja. Heißt der Talk, weil so, das ist auch so ein bisschen das Thema immer wieder mal, wie stellt man sich als Podcaster vor, nicht? Wie lange reden wir jetzt gerade schon, es sind noch immer nicht alle Projekte erledigt. Man kann einfach in mein Podcasterinnen-Profil schauen und findet dort alles, was ich so an Podcasts verbrochen habe und an Projekten gemacht habe. Das steht in dem Profil drinnen und sowas kann man sich anlegen, beziehungsweise teilweise ist es schon generiert, aus den Feeds heraus generiert, in welchen Podcasts man mitgemacht hat und in welchen Episoden man was gesprochen hat als Contributor, Contributorin und kann dann noch weitere Sachen dazuschreiben und hat dann sowas wie seinen Podcasterinnen-Lebenslauf im Profil. Das ist der eine Aspekt. Aber damit hätte man nur die einzelnen Personen drinnen. Und du hast ja zuerst schon gesagt, du hast eine Gruppe von Leuten genannt, die quasi so ein bisschen deine Bubble vielleicht sind oder eben so den Kern da bilden rund um diesen Podcast an Menschen. Die gehören irgendwie ja zusammen und da verwenden wir den Begriff Community dafür. Und da fangen wir damit an, die abzubilden im Panoptikum. Also da gibt es eine Kategorie Community, da sind zurzeit einmal 4 Communities drin, die wir da drinnen begonnen haben abzubilden und wo wir erste Features auch jetzt in letzter Zeit implementiert haben, die über das hinausgehen, was wir sonst für die Kategorien anbieten. Ich greife ein Beispiel heraus, weil es super passt auf eure letzte Episode, die ihr letzte Woche veröffentlicht habt, die tolle Sammlung von der Nele Heise von den Frauenstimmen. Diese Sammlung von Podcasts haben wir jetzt als eine Kategorie Frauenstimmen im Panoptikum drin. Und wenn man da jetzt drauf geht, dann hat man mal die Möglichkeit, das nach Sprachen sortiert sich anzuschauen. Gut, das ist relativ klar, weil sie sammelt die Deutschsprachigen, daher sind die meisten deutschsprachig, ein paar sind Englisch, es gibt auch einen Esperanto-Podcast. Aber das ist da noch nicht so spannend, aber schon interessant ist, es gibt 2 weitere Ansichten. Die eine ist die letzten Episoden. In dieser Liste von der Nele stehen zurzeit wir haben jetzt in der Datenbank 570 Podcasts von ihr drinnen. 570 Podcasts abonnieren ist keine Option. Also so viel Lebenszeit, das alles zu hören und das alles wegzuklicken und so hat man gar nicht. Aber es wäre zum Beispiel eine Variante zu sagen, man schaut sich eben die aktuellen durch, was hat sich in der Woche getan, was interessiert mich da wirklich brennend von denen und ich nehme dann nur die raus. Hör mal in die Episoden schnell rein, also wir haben auch einen Webplayer integriert, kann man die Episode schnell anhören und wenn ich es dann vielleicht doch genauer hören will, dann abonniere ich schnell mit dem Handy, weil ich normalerweise Podcasts mit dem Handy höre, mit dem Podcatcher. Das heißt, ich muss auch noch schnell rüberkriegen ins Handy. Und dann hat man oft diesen blöden Weg, dass man dann jetzt am Handy anfangen muss, reinzutippen in den Podcatcher, was denn da für der Podcast, was der für Seite hätte oder einen Namen, dann ist das vielleicht nicht ganz eindeutig. Da haben wir bei jedem Podcast auf der Seite einen Barcode. Und wenn man den Barcode mit dem Handy scannt, dann geht dort instantan eine ganz kleine Webseite auf, wo nur der Podlove-Subscribe-Button drauf ist. Und auf die Art und Weise kriegt man es dann ganz schnell in den eigenen Podcatcher rein. Also uns geht es nicht darum, die Leute auf der Plattform zu fesseln, sondern sie sollen die Sachen finden, die sie haben wollen und dann damit schnell in ihre Podcatcher auch wieder gehen können und dort dann in Ruhe hören können. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt für die Communities. Und das Zweite, was wir jetzt drinnen haben, du hast ja auch sehr, sehr schön gesagt, die Podcasts lassen sich ja nicht nur in einzelne Kategorien teilen, sondern die sind ja alle, oder viele von den Podcasts sind ja auf mehrere Kategorien passend. Und das haben die Leute ja in ihren Feeds auch schon drinnen stehen. Das heißt, wir haben das dann auch in die Datenbank reingepasst. Und wenn ich jetzt auf die Frauenstimmen-Kategorie gehe, dann kann ich da wieder eine Kategorienansicht auswählen und auf die Art und Weise mich durch die Kategorien klicken, die mich interessieren. Also Frauenstimmen-Podcasts, aber Bildungspodcasts gleichzeitig. Diese 2 Verbindungen würden mich zum Beispiel interessieren. Dann ist das ein weiterer Klick und ich kriege nur genau mehr die Bildungspodcasts da heraus. Das sind jetzt so die 2 Seiten, Ansichten, mit denen wir da experimentiert haben und die funktionieren auch schon mal ganz gut. Und wir sind auf der Suche nach weiteren Ideen, was denn da noch gewünscht wäre. Wir haben ein bisschen mit den Wissenschaftspodcastern auch schon diskutiert, was sie vielleicht da noch gerne hätten. Also gerne Meldungen an uns. Wir haben auf der Webseite einige Möglichkeiten, wie man mit uns Feedback aufnehmen kann. Am einfachsten wahrscheinlich per E-Mail und auf die Art und Weise uns sagen, was man gerne hätte da drinnen.
Wer ist denn das Wir? Du hast jetzt schon mehrfach gesagt Wir. Und eigentlich rede ich ja mit einem, mit dir, Stefan. Wer ist das denn der andere? Ich bin noch der Hauptentwickler. Es gibt noch den Ramon Uidobro, der alle zwei Wochen sich mit mir trifft und wir entwickeln ein bisschen dran weiter. Der ist vor allem Spezialist für mobile Anwendungen. Also der hat an Facebook so einen Bot dazu programmiert. Also man kann Panoptikum auch über Facebook ansurfen und dort dann Suchbegriffe eingeben. Also da in die Richtung haben wir ein bisschen herumgespielt. Und dann haben wir noch die Sonja, die in real life auch noch netterweise meine Freundin ist. Die macht die Community Managerin. Also die gesamten Feedback-Mails gehen einmal an sie und sie versucht einiges dazu beantworten, baut dann daraus die Community Pages. Sie hat einen riesigen Blog gebaut von mehr als 50 Posts, in dem sie immer gerade beschreibt, was sich im Panoptikum-Projekt in der letzten Zeit getan hat. Und auf die Art und Weise hält sie so Community zusammen und versucht die Leute zu unterstützen, möglichst schnell entweder weiterzuführen zu den Teilen im Panoptikum, die sie gerade suchen, wenn mal wo was nicht funktioniert, zu schauen, woran liegt es denn gerade, wo ist denn das Problem, ist das auf der User-Seite das Problem, ist es ein Fehler bei uns im System, den wir beheben müssen. Also die Sonja macht die Community Managerin. Also man kann an die Sonja E-Mail schreiben, sage ich gleich, die E-Mail-Adresse ist sonja@panoptikum.io. Wir freuen uns über E-Mails und werden die versuchen, möglichst schnell zu beantworten und auf die Art und Weise die Leute, die das Panoptikum verwenden, einzubinden. Und warum machst du das jetzt? Einfach aus Lust und Laune? Total, ja. Weil du ein gemeinsames Projekt mit deiner Freundin gesucht hast und mit dem Ramon auch einen Freund hast, den du gerne alle 14 Tage mal triffst? Also so. Die sind erst später eingestiegen, aber okay. Das ist sind sehr nette Nebeneffekte. Ja, dieses Buddy oder dieses Freunde treffen und dafür einen Grund haben, macht schon Sinn. Das ist genauso wie sich Technik kaufen dürfen und dafür einen Grund haben. Das ist auch immer sehr gut, ganz klar. Aber was ist dein Antrieb? Warum machst du das? Weil du es kannst oder gibt es noch was anderes? Das zählt auch dazu. Also es sich zu beweisen, dass man es kann, ist eine Komponente. Diese neue Technologie zu lernen war eine Komponente. Was sich dadurch nebenbei ergibt, der Quellcode ist auch komplett veröffentlicht. Also wir sind wieder in dieser Open-Source-Debatte drinnen. Das heißt, es ist auch im Prinzip ein Referenzprojekt. Ich habe jetzt erst gesagt, bin als Selbstständiger tätig. Wer schauen will, ob ich gut programmieren kann oder nicht, kann sich den Quellcode von der Applikation anschauen. Also eine Firma zum Beispiel kann einen Spezialisten da dran setzen, dann schaut er mal an, was der kann. Sollen wir uns den holen oder nicht zum Beispiel? Also das ist auch so ein gewisses Referenzprojekt, das ist auch nebenbei. Und was ihr auch angesprochen habt, es hat auch durchaus einen kommerziellen Aspekt. Also ich hätte auch zum Beispiel ganz gern, dass sich im Laufe der Zeit zumindest die Betriebskosten dessen decken. Das wäre auch eine nette Geschichte. Ja, in München hattest du den sagenhaften Preis von 1 € pro Monat, glaube ich, aufgerufen. Das wären 12 € im Jahr. Ja, genau. Und das gilt auch nur für die Pro-Accounts. Also wir sind sehr moderat unterwegs, was diese ganze Geschichte angeht. Und ich sage es auch wieder, was ich dort gesagt habe. Wer sich das aus welchem Grund auch immer nicht leisten kann, kann es uns auch einfach sagen, wir schalten es dann trotzdem frei. Nicht? Also es ist, in gewissem Sinn ist das eher symbolisch gedacht, diese Sache. Okay, was ist denn ein Pro-Account? Was kann der denn? Der kann mehr rund um das Thema der Personas, also dieser Profile. Also wir haben ja relativ viele Podcasterinnen und Podcaster, die in vielen verschiedenen Podcasts auftreten und dann dort spannenderweise unter unterschiedlichen Namen, weil die Leute ihre Feeds nicht so wirklich ordentlich pflegen. Also oft einmal stehen dann 3 Personen als Autor plötzlich drin. Dann steht einmal der Name falsch geschrieben drin, einmal mit Umlaut, einmal ohne Umlaut und einmal abgekürzt und einmal vielleicht mit einem Pseudonym und so weiter. Und so auf einmal zerteilt sich eine Person in der wirklichen Welt im Podcasting-Universum wir haben schon Fälle gesehen, von 17 Personas. Und wenn man jetzt diese Personas sauber in ein Profil zusammenführen will, weil man will all die Sachen, die man da geleistet hat, schön präsentieren können, das ist eine Sache, die man dann mit dem Pro-Account machen kann. Okay, also dieser Service, meine Visitenkarte zu pflegen sozusagen, dafür würde dann genau. Dieser 1 € im Monat anfallen. Und dass ich einen QR-Code verteilen kann und der dann eben entsprechend, wenn er gescannt wird, aufgelöst wird, nämlich über deine Datenbank. Also du stellst dann die Daten für den QR-Code sozusagen zur Verfügung. Das ist bei jedem Podcast automatisch. Da braucht man nicht einmal einen Account. Das ist fix. Okay.
Aber das geht dir dann tatsächlich, also nochmal klar, das ist jetzt kein, du suchst keine Investoren, du willst das nicht verkaufen, also das, sondern das ist etwas, ich, was. Ich brauche keine Finanzierung, keine rückwirkende Finanzierung, ja. Ich habe keine gewaltigen Betriebskosten. Das ist auch das Schöne an dieser Technologie, dass die recht wenig Ressourcen benötigt. Also ähnlich wie wir vorher mal besprochen hatten im Vorgeplänkel, das läuft auf Shared Infrastructure, also auf der gleichen Hardware, auf der ich die sonstigen kommerziellen Services, die ich anbiete für meine Kunden, auf der die laufen, läuft es sozusagen im Hintergrund mit und erzeugt nicht allzu viel Last. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt die gewaltigen laufenden Kosten dabei habe. Es geht sehr viel natürlich um den Spaß dieser ganzen Geschichte, das zu zeigen, dass man das kann. Und es ist dann halt auch schön, wenn man da positives Feedback dazu kriegt. Und das geht gerade so in letzter Zeit richtig los, dass wir regelmäßig sehr schönes Feedback dazu bekommen. Ja, ich glaube, das, also bei mir zumindest ist es jetzt auch erstmals einigermaßen so angekommen, dass ich überhaupt Verständnis dafür habe, was du da eigentlich machst. Also dieses bunte Rad als Symbol, als Logo, das habe ich wohl schon öfter gesehen. Aber so richtig verstanden, was du da eigentlich tust, hatte ich bis vor kurzem noch nicht. Und das nimmt so langsam erstmal Gestalt an und wird so greifbarer und auch vielleicht nachvollziehbarer, was auch der Nutzen für mich durchaus sein könnte. So, das liegt doch daran, dass wir viele Sachen fertig haben wollten, bevor wir wirklich ins Marketing der Sache gehen. Also wir haben vor, in Zukunft wirklich mehr Marketingarbeit zu machen, zum Beispiel mit den Podcast-Stammtischen zu sprechen und ihnen das vorzustellen, was es da so alles gibt und ein bisschen durch die Gegend zu tingeln vielleicht und auf weitere Konferenzen zu gehen und so. Also wir haben da einfach noch relativ wenig Marketing gemacht, daher kennt man noch ziemlich wenig. Aber jetzt sind wir in einem Status, wo die Software wirklich stabil ist, wo sie schön viele Daten hat, sodass es nicht so ist, dass man dann keine Suchergebnisse hat, sondern dass das wirklich ein repräsentativer Anteil der Podcast-Welt ist mittlerweile. Jetzt, und es hat halt auch viele hübsche kleine Features, die sehr praktisch sind, einfach für Podcast-Hörer. Also, nenn mal eins. Hübsch. Leute, die das hören, was du hörst, was du abonniert hast, hören sonst noch und dann eine Liste nach Häufigkeit, was die sonst noch hören. Okay. Woher wissen die, was ich höre? Weil das ist, du hast noch keine Verknüpfung zu meinem Podcatcher. Indem du dir einen Account mal nimmst, braucht kein Pro-Account sein, und dann deine OPML-Datei hochlädst. Also dein Podcatcher kann eine Datei exportieren, indem deine Podcasts, die du hörst, die Feeds dorthin, also die URLs zu den Feeds, enthalten sind. Wenn du diese Datei hochlädst, dann weiß Panoptikum, was du hörst. Und weiß natürlich auch von allen anderen, die das gemacht haben. Und auf die Art und Weise können wir matchen. Okay. Du sharest damit nicht, was du hörst. Das könntest du extra anklicken. Ja, ich will auch, dass andere Leute erfahren, was ich als Person höre. Aber das ist zunächst einmal nicht aktiviert, also so Thema Privacy by Design, an und für sich einmal wird da keine Information geshared, sondern es wird nur eben verglichen mit den anderen, was die so hören und dann Statistik darüber gefahren und auf die Art und Weise das häufigste rausgesucht. Jetzt hatten wir ja eingangs dieser Episode uns versucht, gemeinsam mit Sebastian zu erinnern, wie dieses Service, diese Technik hieß, wo die Menschen, also wo über Podcatcher hinweg und Webplayer hinweg eine Datenbank existierte, was ich schon gehört habe, sodass, wenn ich in dem einen Podcatcher eine Episode angefangen habe und gehe an ein anderes Gerät mit einem anderen Podcatcher, an derselben Stelle weitergespielt werden kann. So, inzwischen, glaube ich, hast du es raus, Sebastian, ne? Wie es genau, hieß? Das hieß Podcare. Der Andi hat es auch zeitgleich auf Twitter gepostet. Also ich hatte es dann auch beim PPW 15, 15B gefunden. Den Vortrag und ja, ist allerdings dann ja schon am 21.10.2016 wieder eingestellt worden. Könnte Panoptikum sowas möglicherweise auch in einer späteren Ausbaustufe? Könnte es. Wir haben dazu auch gesprochen mit dem Entwickler, also mit dem Hauptentwickler von AntennaPod, weil der das angefragt hat, ob wir das auch machen könnten, weil zurzeit hat er nur die Integration in das G-Podder-Net, was ich zuerst genannt habe. Und da ist auch nicht ganz sicher, wie lange das existieren wird.
Also im Prinzip könnten wir es, aber zurzeit geht es noch nicht. Aber im Prinzip spricht nichts dagegen, es zu machen. Es ist halt Implementierungsaufwand wieder. Also wenn sich da ein Sponsor findet, kein Problem. Okay, damit wir dich freikaufen können für die Aufgabe. Genau, wenn man sich, genau, das ist, es geht um das Freikaufen von Zeit auch, nicht? Also es ist immer die Frage, wie viel Zeit muss man in das Geldverdienen investieren, wie du vorher gesagt hast, damit die Miete gezahlt ist. Und die restliche Zeit fließt die Zeit ohnehin hauptsächlich da rein. Und wenn da Leute Interesse dran haben, kann man über alles an Features reden. Das ist, theoretisch könnte es auch wer anders dazu entwickeln. Wie gesagt, das ist freie Software. Wer sich auf diese Programmiersprache und dieses Framework einlässt, könnte auch da was dazu entwickeln. Jetzt würde ich ja gerne mal die Meinung meinen beiden Mitsendegärtnern hier hören, die in solchen technischen Fragen ja viel, viel versierter sind als ich. Ich stehe ja mehr oder weniger nur als staunender Laie daneben. Wenn du das so hörst, Sebastian, wie nimmst du das auf, was der Stefan da erfunden hat, ausgedacht hat? Tja, das ist ein spannendes Projekt und ich glaube, es ergänzt sich auch mit FIT tatsächlich ganz gut. Wenn, also ich hatte den Vortrag jetzt auch gesehen und du müsstest uns mal als Kontributoren hinzufügen in den Sendegarten, ist mir dabei aufgefallen. Nein. Nein? Nein, das ist auch zum Beispiel so eine Sache. Es gibt ja so Podcast-Hosts, die fügen die Leute partout nicht in die Feeds hinzu. Deswegen kann man sich das auch einfach selber klicken. Man kann sagen bei der Episode, wenn man einen Account sich geklickt hat, ich habe da mitgemacht. Ich claime, dass ich da ein Contributor bin, dann erscheinst du dort mit deiner Kontribution. Es ist nur ein kleines Sternerl sozusagen dabei, also so eine kleine Fußnote, wo dann steht, genau, das hat die Person selber geclaimt. Aber im Prinzip muss dich niemand hinzufügen. Das ist auch so ein typischer Use Case, der von uns bei uns angefragt worden ist, dass wir doch sowas haben sollten, weil man nicht immer. Aber ihr seid als Kontributor hinzugefügt, weil die Gästin lasse ich raus, weil mir das zu viel Aufwand ist. Aber meine Sendegärtner, die sind immer dabei, natürlich. Dann ist das raten, der Bug. Ja. Ihr verwendet den Podlove Publisher? Yes, sir. Und wir haben die Uri nicht gesetzt oder was hast du da in dem Podcast erzählt, ja? Ich habe nicht ganz verstanden, was man da tun muss. Was ist das? Naja, wir haben es jetzt eingeworfen beim Podlove Publisher. Wir hoffen, also mittlerweile wird dort schon diskutiert im Issue-Tracker. Hoffentlich setzen die das dann um und dann erledigt sich das Thema automatisch. Sehr gut. Also da sind wir natürlich dann auch wieder versuchen beizutragen, dass man Sachen, die wir als wir behaupten, das ist ein Bug, lässt sich darüber diskutieren, die wir halt dann versuchen, da hinzukriegen, damit auch wieder unser Datenbestand besser wird. Dann haben wir da alle was davon, wenn der Feed wieder mehr kann, so als Idee. Aber ich müsste das dann, um da kurz nochmal einzuhaken, denn wenn ich das bei euch machen würde, dann müsste ich das, mache ich das dann für den Podcast oder mache ich das dann für jede Episode? Sowohl als auch. Auf Podcast-Ebene nennen wir das Engagement. Also die ganze Oberfläche ist in Englisch, aber da heißt es Engagement und auf Episodenebene heißt es Gig. Okay. Also wir tracken beides und eben auch im Profil erscheint dann beides sortiert. Einmal die auf Podcast-Ebene und einmal die auf Episodenebene. Jetzt möchte ich doch mal alle Hörerinnen und Hörer mitnehmen, die jetzt technisch nicht so versiert sind. Also es sind sehr, sehr viele Begriffe gefallen. Versuchen wir es mal eben runterzubrechen auf ganz simple Worte. Also ein Podcast-Angebot wird ja von Menschen gemacht. Und manchmal sind es immer dieselben. Dann kann man sagen, okay, das ist der Podcast von Tim und Holgi und die machen halt das Angebot NSFW und das ist stabil. Da ändert sich auch nichts. Die beiden sind die Macher und insofern sind sie die Kontributoren. Das also sie geben was für dieses Angebot dazu. Und sagen wir, sie schreiben in den Feed rein Tim und Holgi. Mhm. Und das kannst du dann herauslesen. Also diese Daten, die stehen in dem Feed drin und die kannst du dann entsprechend in deine Datenbank, in deine Felder sozusagen übernehmen. Holgi macht aber auch noch Podcasts als Holger Klein. Und Tim macht auch noch Podcasts als Tim Pritlove. Okay, genau. Und dann hast du zwei Identitäten, also zwei Begriffe für dasselbe Ding, für denselben Tim. Hast du zwei Namen sozusagen. Genau. Beim Tim sind es eher 15 insgesamt. Und die müssen dann zusammengeführt werden auf ein Profil. Und das war für uns auch der ultimative Performance-Test, ob das dann alles schnell genug ist und ordentlich skaliert. Der Tim. Okay. Ja, mit seinen, ich weiß nicht, mittlerweile 1500 oder so
Gigs, wo, die er hat in seiner Laufbahn. Kann man sich die Seite aufrufen, panoptikum.io/Tim Pritlove, und findet dort seine gesamte Historie. Der war für uns so der Benchmark, ob wir schnell genug sind. Klar. Aber ich wollte gerade zu dem Problem, was Sebastian angesprochen hatte, zurück. Also weil er sagte, ich müsste sie dazufügen. Das, also ich bin derjenige, der diesen Podlove Publisher befüllt, also unsere Webseite sozusagen befüllt, und ich trage zu jeder Episode ein, wer hat da mitgemacht, also wer vom Team hat mitgemacht. Den Gast, die Gästin trage ich nicht ein. Das müsste ich vielleicht mal nachholen, der Fairness halber, damit der Feed irgendwie komplett ist. Muss ich mal überlegen, habe ich bisher nicht getan. Diese Kontributorenliste, wenn ich von einem festen Team ausgehe, ist es insofern einfacher. Es wird mir komplett das ganze Team eingeblendet und ich brauche einfach nur die wegklicken, die an dem speziellen Tag nicht da gewesen sind. Dann sind die aber mit dieser Episode verbunden. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass diese Informationen, die ich in den Feed hinein oder in Podlove, das kommt dann hoffentlich beim Feed raus, hineingebe, nicht abgerufen werden kann. Das ist das, was Sebastian gerade beobachtet hat. Wo hast du es gesehen, dass ich dich nicht eingetragen habe? Auf Panoptikum hatte ich tatsächlich heute Mittag mal geschaut, aber auch nicht weiter analysiert, und ich hatte vermutet, entweder hast du uns nicht hinzugefügt oder es ist halt dieser Bug, den Stefan in der auch schon erwähnt hat. Es ist ziemlich sicher der Bug. Ja, weil ich mache es ja aus dem Grunde, ich trage euch immer ein, damit klar. Da kann man auch irgendwo auf der Webseite kann man sogar sehen, in welcher Episode wer gewesen ist. Also das ist ganz hübsch. Vom Podlove schon vorangeboten sozusagen. Aber wenn ich mit dem Christian Bettnerik vom FÜD, vom FÜD und früher Hörsuppe spreche, der jammert immer über die Qualität der Feeds, dass die so vielfältig und bunt sind und in den Datenfeldern nicht das drinsteht, was er eigentlich erwartet, was drinsteht. Hast du das gleiche Problem oder kannst du da irgendwie anders umgehen? Wir schauen auf die gleichen Feeds, wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleiche Arbeit zu tun. Er hat ja zu den Kontributoren gesagt, das ist eigentlich nicht machbar. Wir versuchen es einfach trotzdem. Schauen wir, ob es funktioniert. Ach so, er hat schon komplett aufgegeben sozusagen an der Stelle. Mehr oder minder, ja. Okay. Ja, ich habe zum Beispiel meinen Namen mal in Panoptikum eingegeben, und da ich in einem anderen Podcast-Projekt in das Namensfeld auch immer gleich meinen Gesprächspartner reingeschrieben habe, habe ich jetzt natürlich mindestens so viele Identitäten wie unterschiedliche Gesprächspartner. Da steht immer Martin plus irgendjemand anderes. Das war jetzt vielleicht auch nicht die geschickteste Art und Weise, das unterzubringen. Also ich könnte mir vorstellen, in der Konfrontation mit deiner Seite wird auch sehr viel Lerneffekt könnte sehr viel Lerneffekt auftreten, indem man mal sieht, was da eigentlich von mir in die Welt hinausgeht sozusagen. Dass ich mir nochmal überlege, ist das überhaupt sinnvoll, die Sachen da hinzuschreiben und nicht vielleicht woanders irgendwas hinzuschreiben. Absolut, absolut. Wir haben übrigens gerade eine Frage im Chat. Könnte ich auch Frauenstimmen filtern und dann als zweiten Filter die Podcasts rausfiltern, die nur von Frauen sind? Also Podcasts, in denen Frauen die Hosts sind? Nein, weil diese Episoden nicht im Feed sind. Wenn sich aber jemand die Arbeit machen will, diese Daten einzupflegen, indem er durch die Podcasts durchschaut und durchhört, im Prinzip, wir könnten die Daten natürlich vorhalten und dann entsprechend filtern, aber zurzeit haben wir die Daten nicht, weil sie weder im Feed vorhanden sind, noch in der Liste von der Nele Heise explizit drin sind. Und wir bei einem Namen grundsätzlich nicht wissen, ob ein Männlein, ein Weiblein oder was auch immer sonst dahinter steht, wissen wir nicht. Wir sind da nur, dieses Kriterium kommt in der Liste von der Nele Heise vor. Also zurzeit steckt, und das ist auch vielleicht ein recht relevanter Punkt, es steckt nicht wirklich viel Intelligenz bisher da drinnen. Das ist ein Zukunftsthema. Du kannst doch nicht sagen, dass deine Intelligenz da nicht drin stecken würde. Nein, leider, die steckt da nicht drin. Also deine Intelligenz steckt da sicherlich drin, aber du meinst, die Datenbank selber geht jetzt nicht irgendwie gestalterisch mit den Daten um, sondern sie nimmt sie einfach so, wie sie sind. Jupp, und versteht eigentlich nicht viel. Und was sie tut, genau, okay. Hm. Eine andere Frage hatte ich vorhin gesehen aus dem Augenwinkel, ob man dich, wenn man da sein Euro pro Monat abgibt, auch in Bitcoins bezahlen könnte. Hast du da auch schon drüber nachgedacht? Zurzeit nicht. Nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Es ist auch ein steuerliches Problem.
weil der österreichische Fiskus, also das Finanzamt, da nicht besonders glücklich ist. Darum haben wir zurzeit einfach nur SEPA-Überweisung. Also wer das will, klickt dort auf Pro-Account, kriegt dann die Zahlungsinformationen, also die Kontoinformationen, an die das Geld überwiesen werden soll, und wir akzeptieren derzeit einfach nur SEPA. Hat aber immerhin den Vorteil, dass auf die Art und Weise keinerlei sonstige Gebühren anfallen, und wir stellen ordnungsgemäße Mehrwertsteuerrechnungen aus für die jeweiligen Länder. Das ist auch vielleicht ein ganz interessantes Thema, mit dem man sich dann plötzlich auseinandersetzen muss, wenn ein Service international angeboten wird. Nachdem das hier ein B2C-Service ist, also eine Firma zu Kunden, weil ich da ja eine Rechnung stelle an einen Kunden, muss auch die richtige Mehrwertsteuer aus dem Land ausgewiesen werden, wo diese Person den Lebensmittelpunkt hat. Das sind dann so spannende Nebenbedingungen wie EU-Mehrwertsteuermeldungen und so weiter, aber das führt zu weit. Oh Gott, für 1 Euro im Monat musst du dich dann damit umschreiben? Ja, genau, muss ich dann die richtigen Mehrwertsteuern ausweisen für die, wow, für die Länder. Okay. Ist nicht weiter schwer, aber es ist halt, es gehört halt dazu. Ja, ja, das ist, sobald Geld ins Spiel kommt, dann muss man einfach nochmal eine Schraube mehr im Hirn drehen. Das ist genau. Schon völlig klar. Ne? Genau. Das haben wir ja auch auf der Subscribe erlebt, dass man da eben, also wie auch immer, Mehrwertsteuer hin und her und Abgaben vom Dienstleister dazu, dann nicht dazu rechnen. Zwischen Kader und Tim ist ja auch da immer noch diese offene Frage, wer jetzt wie gerechnet hat. Das ist sehr witzig. Tim hat da, glaube ich, letzte Woche sogar nochmal seine Version verteidigt. Im Sendegate habe ich da irgendwas gelesen. So ganz witzig. Er hat seinen eigenen Beitrag bei der Subscribe nochmal kommentiert. Und bietet auch, kann man nebenbei sagen, im Sendegate sind einige Beiträge von der Subscribe aufgefangen worden, also durch einzelne, wie nennt man das denn, als Threads. Und die Tine Nova, also die Tine Novak, die hat da Vorarbeit geleistet, und wer noch irgendwas ergänzen möchte zu den einzelnen Angeboten, ist da gerne aufgerufen, da was reinzuschreiben bzw. nachzulesen, mitzudiskutieren. Also Tim speziell hat jetzt selber auch nochmal aufgerufen. Wer da Lust hat, kann ja einfach mal sendegate.de hineinschauen. Das ist das Forum, was kein Forum ist, wo sich seit 4 Jahren oder so die Podcasterinnen und Podcaster so rumtummeln und das eine recht lebendige Community da ist. Jetzt würde ich aber gerne mal den Lars fragen, denn ich weiß, dass er sich an anderer Stelle gerade mit dieser Thematik, also wie kann man was gruppieren und labeln, etikettieren und so weiter, auch sehr viel Gedanken macht. Hast du dir Panoptikum mal angeschaut und vielleicht das ein oder andere an Idee da herausgeholt? Nee, an Ideen jetzt, also reingeguckt, ja, mir ein Konto angelegt, ja, ich habe wahrscheinlich noch ein kleines Problem, das muss ich mit dem Stefan einfach nochmal so offline mal klären, so für mich persönlich, und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, ich habe für mich so jetzt noch keine Verwendung gefunden, was ich mit Panoptikum für mich irgendwie, ja, was für ein Problem kann ich für mich selber damit lösen. Was allerdings da drin ist, ich liebe es da drin zu stöbern. Also man findet unheimlich viel in der Suchmaschine. Es gibt diese Zufallsfunktion. Da habe ich mich tatsächlich schon hier und da ein bisschen inspirieren lassen. Aber sonst so die Community-Funktionen oder so, die da drin sind, da habe ich jetzt selber so noch nicht viel mitgemacht. Wie hast du denn deine ersten Gehversuche gemacht? Also ich sag's deswegen, frag deswegen, weil ich habe vor der Startseite gesessen und da waren ganz viele Links und gruppierte Felder und so weiter. Und ich wusste gar nicht so genau, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich aus lauter Not, also vielleicht auch aus Egoismus und aus Selbstliebe, habe ich dann einfach mal meinen Namen ins Suchfeld eingegeben. Ne? So. Und dann ging es schon mal weiter, dann habe ich was gesehen. Aber so beim allerersten Draufgucken wusste ich jetzt erstmal nicht so, viele bunte Felder, aber was mache ich denn jetzt eigentlich? Wusstest du schon, was damit anzufangen? Hat sich das für dich erklärt, Lars? Anhand der Beschreibung und so weiter, nach ein bisschen hin und her klicken, ja. Für die Art, wie ich Podcasts für mich verwalte oder anhöre und so weiter, ist das jetzt für mich
ja, eher eine Möglichkeit, mal herumzustöbern und nicht mich selber zu organisieren, zumindest derzeit. Aber vielleicht habe ich für mich den Clou auch noch nicht gefunden. Das kann durchaus sein. Aber stöbern ist ja nicht so schlecht. Also bin ich ja, schon zufrieden. Wenn du auch was gefunden hast, bin ich schon zufrieden. Ich habe euch Dinge, die ich mir notiert habe. Ja. Ich habe euch ins Forum zwei Listen reingepostet. Ich habe mir so ein bisschen als überlegt als Vorbereitung, was sind eigentlich so die Features, die zurzeit das Panoptikum hat. Das ist ja auch ein ganz lustiger Aspekt vielleicht. Als Entwickler hat man hauptsächlich im Kopf, was nicht geht oder was noch nicht geht, aber gar nicht so sehr, was geht, weil das ist sozusagen abgehakt. Da habe ich mich einmal wieder besonnen und das ein bisschen zusammengeschrieben. Und das, was das Panoptikum auszeichnet, also wie man so im Business-Deutsch sagt, der USP, den habe ich auch versucht ein bisschen zusammenzufassen und die zwei Listen habe ich in den Chat gepostet. Da liest also, da findet man Unique das Selling Point oder hörst du genau. Inzwischen? Okay. Und die Feature-List. Was macht die Sache einzigartig, genau. Das sind so die Sachen, die zurzeit das Ding tut. Du richtest dich nicht nur an die deutschsprachige Podcast-Community, sondern an eine internationale, weltweite Community. Also wendest du dich auch an, wir hatten ja hier, Dirk Prims hat uns von der Podcast-Movement aus Amerika erzählt. Wäre das auch so eine Gruppe von Menschen, die du da gerne in deiner Datenbank mit aufnehmen würdest? Absolut, tue ich auch. Und deswegen ist auch das Interface englisch gestaltet und nicht deutsch. Also es ist ja auch nicht besonders viel Interface da, aber das, was an Interface da ist, ist nur Englisch zurzeit. Okay. Es rein auch so von der Dimensionierung, also wir gehen davon aus, dass wir ohne Probleme sämtliche Podcasts erfassen können, die es gibt. Das wird natürlich eine Zeit brauchen, die alle zu finden. Teilweise müssen wir sie finden, teilweise müssen sie uns finden. Aber das geht sich aus, also skalieren wir das Ding. Und auch was die User-Seite angeht, wird das Ding skalieren. Also das ist so die am Anfang auch ein bisschen die Überlegung gewesen, bauen wir uns da jetzt sozusagen unser eigenes Grab, was Kosten angeht in Zukunft vom Betrieb, falls das Ding anzieht an Usern. Es ist im Prinzip die Technologie, mit der WhatsApp gebaut worden ist. Das ist auch so der ein bisschen der Ansatz, dass man wirklich von Anfang an was baut, was skalieren wird. Deswegen ja. Durchaus englische Community und die ist ja natürlich größer, die ist ein Thema. Ich habe noch eine Frage, die hatte ich mir mitgebracht, genau. Ich habe nämlich einen Podcast-Angebot von der Uni Wittenherdecke, das kleine G, das liegt zurzeit auf Eis und zwar hat das seinen Speicherort verloren sozusagen und es ist die Frage, ob wir das wiederbeleben oder ob das einfach tot ist. Im Panoptikum ist es drin, das ist genau dieser Fall, den ich gerade schon beschrieben habe, mein Name plus mein Gesprächspartner. Eigentlich finde ich in Panoptikum gerade veraltete Daten, weil die nicht der Jetztzeit entsprechen. Und das könntest du ja sowieso, unabhängig von meinem Fall, eigentlich ja nur schaffen, indem du regelmäßig immer wieder die Feeds durchguckst, ob sich da vielleicht irgendwas geändert hat. Soweit ich verstanden habe, macht iTunes das beispielsweise? Macht deine Maschine das auch? Ja, mache ich auch. Ich lösche zurzeit nicht die raus, die ich gerade nicht erreiche. Oder die ich auch längere Zeit nicht erreiche, lösche ich eben noch nicht raus. Ich habe es interessanterweise heute erst an einem Fehlerfall, den wir in der Früh analysieren, gemerkt haben, dass es iTunes auch nicht konsequent macht. Habe dort auch fehlerhafte Daten gefunden. Also dieses Problem des konsistent halten und was tun wir denn dann mit der Information, das ist auch durchaus eine Sache, die wir noch diskutieren. Nämlich ist die Sache, dass das Audio-File verschwunden ist, bedeutet, dass das bewusst depubliziert wurde und sollte daher auch der Inhalt aus der Datenbank verschwinden? Oder ist es wert, den Inhalt zum Beispiel der Shownotes zu sammeln, um auf die Art und Weise wenigstens die Metadaten über die Podcasts zu haben und es nur als depubliziert zu kennzeichnen? Das sind so im Prinzip die zwei großen Optionen, die man da so hat in dem Umfeld. Wenn aber jetzt jemand, sagen wir mal, sein Podcast-Cover, sein Bild ändern würde, das würde schon in wenigen Stunden oder was auch in Panoptikum geändert, angezeigt werden. Das Podcast-Cover selber wird von uns nicht mal gehostet, also das wird wirklich von der Webseite vom Podcast bezogen, in dem Moment, wo die Seite aufgerufen wird. Wenn der Link ins Leere geht, dann kommt stattdessen ein Dummy-Bild.
wenn der Feed aktualisiert wird, wird es zurzeit, glaube ich, nicht aktualisiert. Da bleibt der Link noch am alten. Aber da gibt es ohnehin, also in die Richtung werden wir einiges noch tun, was dieses Aktualisieren von Daten angeht. Das sind einige Sachen nicht einfach. Wenn sich was ändert, was soll alles überschrieben werden, was soll nicht überschrieben werden, insbesondere was soll gelöscht werden, das ist immer die spannende Frage. Was darf man löschen und was sollte man lieber nicht löschen, schon klar. Ja, genau. Wenn, du hattest gerade erwähnt, du hast einen Player auf der Seite, wenn ich den aktiviere, holt er sich dann in dem Augenblick die Episode aus dem Feed, also quasi vom Original? Okay. Das heißt, ihr sammelt da gar nichts an. Sammelt gar nichts an, es wird nichts gecached. Das heißt, es ist ganz normal ein Request wie von einem Podcatcher oder auch wie von deiner Webseite. Das heißt, du siehst es in deiner Statistik. Also da wird nichts an Statistik auf die Art und Weise verfälscht. Ach so, ja, das wäre ja auch noch eine wichtige Frage. Natürlich, klar, wenn das dann plötzlich irgendwo zwischengelagert wird und die Abrufe, die dann bei dir passieren, gar nicht bei mir gezählt werden, dann wären meine schönen Zahlen natürlich gleich nicht mehr so schön, ne, womöglich. Also genau. Du kriegst sehr wohl die richtige Statistik und du kriegst auch die richtigen Requests von dem Player. Also es hängt dann wieder von deinem Webserver ab, beziehungsweise dem Logfile dort und der Analyse-Software dort, wie genau du analysierst oder analysieren kannst, was denn exakt abgerufen worden ist. Aber du hast auf jeden Fall zum Beispiel die Informationen, wie viel von der Datei denn runtergeladen worden ist in diesem Player. Okay, verstehe. Also so ein Player macht immer so ein bisschen Zwischenspeicher und erst wenn der angefüllt ist, dann legt er los zu spielen. Der tut immer so ein bisschen im Vorhinein cachen, damit es dann nicht zum Ruckeln kommt. Das ist üblich bei sowas. Ja gut, aber das ist ja im Prinzip nur für den Ausspiel, also Ausspielkomfort sozusagen. Also es ist nicht, dass du die Sachen bei dir dann eben groß ansammelst und die Episoden alle beim, da. Bei mir überhaupt nicht, das geht nicht über meinen Server, aber halt im Browser des Users. Ach, okay. Ja, aber das ist doch egal, ob ich das dann von der Ursprungsseite hole? Nein? Nein, das ist nicht egal, weil das geht mich nichts an, was du als User hörst. Nein, Entschuldigung, dass ein Browser immer ein bisschen im Voraus schon mal herunterlädt, mehr als herunterlädt, als er abspielt, das meine ich zu sehen, weil in dem Verlaufsbalken ändert sich ja die Farbe, zwei Stufen, genau. Erst ist es ganz schwarz, dann ist es grau bis zur Hälfte und dann wird aber schon angefangen zu spielen oder so und dann setzt sich dieses Grau langsam fort. Ja, das geht nicht über dich. Wir halten es für wichtig, dass das nicht über uns geht, dass wir nicht die Informationen haben, welche Podcasts User gehört haben. Das geht auch so weit, dass die Informationen, zum Beispiel welche Suche durchgeführt worden ist jetzt gerade, verschwindet nach etwa 5000 Zeilen Logfiles. Also wir haben die Logs nur so lange, damit wir Fehler analysieren können. Und wenn das ein bisschen durchgelaufen ist, dann, also wir haben so ungefähr 10 Minuten Zeit, einen Fehler zu analysieren und dann ist es vorbei. Dann ist der Fehler weg. Aha, aber dann kannst du ja keine werbewirksame Analyse von Benutzer, wie nennt man das denn so? Kannst du nicht verfolgen. It's a feature. Das ist eine Frage der Privacy. Genau, da wollte ich gerade mal hin, weil das für dich so wichtig war, dass du es in deinem Vortrag erwähnt hast, dass du gesagt hast, also hier, wir sind uns sind, also erstens aus persönlichem Interesse, aber zweitens auch die juristischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel das Wort Privacy by Design, also bauen Sie bitte Systeme so, dass sie von vornherein datensparsam sind. Das Wort Datensparsamkeit fiel auch, also das waren alles Vokabeln, die ich wirklich aus dem Datenschutzumfeld kenne, die man nicht so ohne weiteres bei Vorträgen, die eine neue Technik ankündigen und anpreisen wollen, immer mal gleich dazu gesagt bekommt. Das fand ich schon eine besondere Färbung sozusagen, habe das mit Wohlwollen aufgenommen. Also das ist dir, euch an der Stelle schon auch wichtig. Sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass das so ist. Absolut. Wir haben auch dazu detailliertere Informationen auf der Webseite, wenn es jemanden interessiert, was wird überhaupt von Usern gespeichert. Aber gut, man sieht es auch, wenn man selber ein Profil anlegt. Und wir ermuntern auch durchaus dazu, wer nicht vorhat, sich einen Pro-Account zu klicken, da interessiert uns auch die E-Mail-Adresse zum Beispiel nicht wirklich. Also da kann man auch eine nicht existente E-Mail-Adresse dann einfach eintragen und das ist auch gut. Wir sind nicht an den realen. Ja, also wo geht die Reise hin? Was ist jetzt bei der nächsten Subscribe, wenn man mal die Würde jetzt im Mai
2018 stattfinden. Was könntest du möglicherweise präsentieren? Was hast du schon eine Idee? Also das Thema rund um diese Communities, wie gesagt, das ist auf jeden Fall so der nächste größere Brocken. Längerfristig geht es mir noch um ein anderes Thema. Ich habe zuerst einmal erzählt, mein Vater ist blind. Der hat mit Computern nicht allzu viel am Hut. Ich hätte es ganz gerne, dass der Panoptikum rein mit seiner Sprache bedienen kann, mit einem Gerät, mit dem nichts nötig ist, außer zu sprechen und wo dennoch das Thema Privacy gewahrt bleibt. Okay, also ich höre das draußen, eine Lösung wie Alexa oder Cortana, ja, oder Siri kommt ja dann wohl nicht in Frage. Stimmt. Gut. Das heißt, wir müssen diese Komponenten entweder selber bauen oder zumindest welche verwenden, die wir lokal auf dem Device laufen lassen können. Und das ist teilweise durchaus ein Forschungsprojekt, wo wir auch jetzt letztens versucht haben, eine Förderung zu kriegen. Also da haben wir bei so einem IT-Förderprojekt versucht einzureichen, dass immer nicht genommen werden geworden. Schade. Ja, wir werden jetzt bei einem anderen Forschungsförderungsprojekt einreichen. Also wir haben da durchaus vor, ein bisschen die Förderlandschaft in Österreich abzugrasen und zu schauen, mit der Argumentation, dass es einen nicht unbeträchtlichen Teil der Bevölkerung gibt, die keinen Webbrowser bedienen können, aus den verschiedensten Gründen, aber wo trotzdem der Audio-Web-Teil ein Gewinn wäre. Also angefangen mit der Podcast-Landschaft, nicht? Da reden wir ja intensiv drüber, aber es gibt durchaus auch Audio-Inhalte, die nicht in die Kategorie Podcast fallen. Ich habe zuerst einmal, glaube ich, als Beispiel, das war ich schon im Podcast, über die Blindenhörbüchereien geredet. Also das wären dann zum Beispiel auch nette Kooperationspartner für dieses Thema. Oder es gibt auch mittlerweile zum Beispiel relativ viele Gemeinden, die auf ihren Webseiten die relevanten Seiten zum Beispiel für Behördenverkehr als Audiodateien liegen haben. Nur wenn man keinen Webbrowser bedienen kann, kommt man diese Audiodateien nicht ran. Das heißt, sie haben eigentlich schon den wesentlichen Teil der Arbeit geleistet, aber das ist trotzdem nicht zugänglich oder accessible, diese ganze Geschichte. Also rund um das Thema Accessibility, da ist noch sehr viel Potenzial da, dass wir eben diese Daten haben in der Datenbank. Es gibt mittlerweile nicht nur das Webinterface an die Daten ran, es gibt auch eine API, also eine Programmierschnittstelle. Und im Prinzip lässt sich auf die Art und Weise sehr vieles realisieren außerhalb dieser Webbrowserwelt. Das ist jetzt der längere Ausblick. Ja, mit dieser Sprachsteuerung stelle ich mir das dann so ein bisschen vor wie Captain Picard, der da seinen Tee beim Replikator bestellt, dass ich einfach dem System sage, so, ich hätte jetzt einen Podcast Earl Grey Hot und dann spuckt er mir das entsprechend aus. Was soll ein Tee-Podcast zum Thema Earl Grey und zwei Frauen sollen sprechen und dann kommt das da heraus? Im Prinzip durchaus, wobei das ist eigentlich sogar der unspannendere Teil, weil da weißt du ja schon ziemlich genau, was du willst. Das kriegt Alexa auch hin. Aha. Aber wenn es ein bisschen schwieriger ist, wenn du sagst, ich würde gern was Neues hören, was mich interessieren wird, dann ist die Aufgabenstellung schon wesentlich schwieriger. Und diese, so dass man dann auch wirklich mit dem User vielleicht eine Interaktion ein bisschen führt, ein Gespräch führt und noch zwei, drei Rückfragen stellt, das gibt es zurzeit in kaum einem Audio-Interface zurzeit bislang, wenn man sich nicht um diese Modellierung da genauer Gedanken bisher macht, weil das halt dann aufwendig wird. Es wird auch teilweise argumentiert, dass über solche User-Interfaces wird nichts verkauft werden, das dauert zu lange. Aber es geht uns ja hier nicht so sehr ums Verkaufen, sondern es geht eher um das gute Betreuen. Und ich denke mir, zwei Fragen zu beantworten, um dann was Interessantes zu kriegen, kann es durchaus wert sein. Und das, glaube ich, werden diese Leute dann auch zu würdigen wissen, diese zwei Fragen zu beantworten, noch extra diese zwei Antworten zu investieren, wenn sie dann gute Inhalte kriegen, die sie sonst nicht alleine beschaffen könnten, sondern wo sie sonst eine andere Person dazu benötigen würden zur Recherche.
dann stelle ich mir jetzt gerade vor, wie diese Telefon-Hotline-Automaten, die mir dann sagen, wenn Sie dies haben wollen, drücken Sie die 1, wenn Sie jenes haben wollen, drücken Sie die 2. Und weil ist jetzt zurzeit alles noch ziemlich furchtbar, nicht, was man da so kennt. Aber zum Glück wird das gerade besser. Also da sind wir jetzt beim Thema künstliche Intelligenz, neuronale Netze etc. Alexa macht da ja auch schon gewisse Sachen vor oder auch Google Home und so weiter. Also da spielt gerade die Musik, wie wir Österreicher sagen, da spielt die Musi. Da geht es gerade ab, die Forschung, da fließen die Investitionen rein. Auch durchaus von vielen großen Firmen, Stichwort selbstfahrende Autos, nicht? Also als Thema immer wieder mal. Um einen Beleg zu geben, was sich da in letzter Zeit getan hat, wenn man ein Android-Phone hat und da gibt es ja auch so einen Sprachassistenten, der heißt dort Allo. Da gibt es eben auch dieses Speech-to-Text. Also du sprichst etwas rein und der erste Schritt, den das Ding machen muss, ist einmal zu erkennen, den Text, den du da gesprochen hast, diese Übersetzung. Und dazu wurden früher die Daten an Google gesandt. Dann hat dort der große Google gerechnet und hat den Text ausgespuckt und dann wurde damit weitergearbeitet. Seit Android 7 und daher auch den mittlerweile mächtigen Smartphones, die wir haben, ist dieser Prozess möglich am Smartphone selber. Also diese kleinen Telefone, die wir da in der Hand halten, sind mittlerweile in der Lage, mit guter Qualität Sprache in Text umzuwandeln. Und das ist so einer von den Bausteinen, die wir brauchen werden in der Zukunft, wenn wir das Projekt länger anlegen, für solche Services. Das klingt nach einer ziemlich, also eine Beschäftigung, die ich noch für ein paar Jahre binden könnte. Durchaus, ja, durchaus. Das könnte ganz groß werden. Stark. Also jetzt geht die Fantasie gerade so ein bisschen los und galoppiert. Naja, war natürlich auch die Intention. Ja. Allerdings sollte man ja vielleicht erstmal gucken, was ist hier schon da, was kann man benutzen. Die Features, die du da, diese Liste, die du da gerade genannt hast, also mal einfach mal reingucken, was ist da, also um ein bisschen Werbung zu machen, um überhaupt erstmal warm zu werden mit der Idee, was soll das sein, was ist das, was steckt dahinter und was kann es mir geben, so wie Lars gerade sich selber noch fragt, ja, was ist der Gewinn für mich, was kann ich da machen? Wir werden in nächster Zeit auch Dokumentation einfach erstellen, die es bisher kaum gibt. Im Prinzip für die zwei großen Zielgruppen, die wir haben. Das eine einerseits sind die User, also die sozusagen was Neues suchen, und das andere sind die Podcaster und Podcasterinnen, die sich möglichst gut präsentiert haben wollen im Panoptikum und eben auf diese zwei Zielgruppen speziell zugeschnitten, knackige, klare, kurze Dokumentation, was kann man tun damit, ist das für mich relevant, wie tue ich das am effizientesten damit. Das werden wir rausdestillieren aus den langmächtigen Blogposts, die wir schon haben, und auf die Art und Weise wird es wahrscheinlich ein bisschen zugänglicher werden, die Sache. Wie könnten jetzt die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gehört haben und sagen, oh, ist ja interessant und der Stefan, der macht einen netten Eindruck, ich würde dem jetzt gerne irgendwie, sagen wir mal, unterstützen, jetzt nicht großartig finanziell, vielleicht auch, aber was könnten die jetzt im Moment tun? Den Pro-Account anlegen und 1 Euro pro Monat spenden, oder hättest du lieber, dass sie sich mit ihrer Visitenkarte auseinandersetzen, Bugs auch gut, dabei finden, gut melden? Was möchtest du haben? Leute, die programmieren können, mitprogrammieren. Leute, die Ideen dafür haben, die Ideen spenden. Leute, die Geld spenden wollen, auch gut. Also pro Account kann man auch auf Jahrzehnte hinaus anlegen. Wir müssen das jetzt ohnehin jahrzehntelang betreiben, nicht? Ein bisschen salopp hingesagt. Also wir sind an jeglichem Feedback interessiert und freuen uns auf Ideen. Natürlich wird nicht alles umgesetzt werden, aber uns interessiert natürlich auch interessieren uns auch die Meldungen, die kommen, und wir schauen uns dann an, wie oft kommen die. Wenn da Wünsche immer wieder kommen, dann wird man die natürlich vorreihen. Also auf die Art und Weise ist sehr vieles schon nicht entwickelt worden und sehr vieles auch entwickelt worden, was wir überhaupt nicht gemacht hätten. Ich habe gerade wieder mal so einen Blick in den Chat geworfen. Lynx mit Braillezeile ist keine Option, ist als Frage gestellt worden. Also Lynx ist ein Browser, ein reiner textbasierter Browser. Und der Braillezeile ist eine Blindenschrift-Ausgabeoption, also eine einzeilige Option, wo man bis zu 80 Zeichen normalerweise darstellen kann. Das kann auch Kurzschrift sein, damit geht das ein bisschen mehr. Das ist natürlich eine Option für die Leute, die das können. Das ist insbesondere eine Option für junge Leute, also die in jungem Zustand blind geworden sind oder zumindest ihre Sehleistung
verloren haben. Aber für, ich sag, die älteren Mitbürger, die vielleicht mit 70 langsam aber sicher stark kriegen und es immer schlechter wird, auch um das Tastgefühl in den Fingern, ist die Braillezeile keine Option, insbesondere wenn man sich die Kosten von dem Ding anschaut. So kleiner Kontrast, also eine große Braillezeile, wenn man wirklich so 80 Zeichen hat, die kostet sicher noch einen vierstelligen Eurobetrag. Ich habe es nicht genau im Kopf, wo ich das letzte Mal geschaut habe, hat es mich geschreckt. Im Vergleich dazu, ein Android-Tablet oder ein Android-Phone kriegt man zurzeit so ab 100 Euro. Also es ist auch so die Hoffnung, auf die Art und Weise mit Consumer-Devices Zugänge zu schaffen, die man sonst nur mit viel teureren Devices machen könnte. Natürlich mit Braillezeilen kann man viel mehr, nicht? Da kann man, ich kenne Leute, die programmieren über Braillezeilenausgabe nur und Textausgabe. Es gibt ja auch noch die sonstige Textausgabe in den Betriebssystemen. Aber es ist halt, soll weitere Zielgruppen, also weitere Personenkreise da einschließen können in die Verwendung vom Audioweb, die diese Wege bisher nicht gehen konnten. Dieses mit der Maus drüber fahren und dann ein Voice zu bekommen, ist das denn nicht die Standardanwendung? Ich versuche mich gerade zu erinnern, was der Gerald Jaworek, der macht ja zum Beispiel Audioastronomie, also ein blinder Mensch, der sich für Sterne und Astronomie interessiert und sich dann da per Audio-Darstellungen den Sternenhimmel anschaut, irgendwie, kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, wie das funktioniert, aber der ist da so fit auf diesen Geräten, dass das er da durchaus zurechtkommt irgendwie. Leute sind nicht die Zielgruppe, an die ich denke. Die können es natürlich auch verwenden, weil für die ist ein Audio-Interface ja was ganz Einfaches, nicht? Aber Audio hat fast jeder Mensch, also jeder, der halbwegs gutes Hörvermögen noch hat und Sprachvermögen hat, kann Audio verwenden, und das ist eben eine große Gruppe, die im Alter diese Möglichkeiten noch haben, aber einfach die Sehleistung verlieren. Okay. Und die nicht technikaffin sind, die es nicht gewohnt sind, einen Computer ihr Leben lang gehabt zu haben, sondern die jetzt quasi vereinsamen, weil der Fernseher langsam aber sicher auch keine Option mehr ist, weil das Bild immer unschärfer wird. Mhm. Auf die Art und Weise könnte da der Audiokanal aufgemacht werden, weil ein einfaches Gespräch führen mit drei Frage-Antworten hin und her geht relativ einfach. Und dann geht es ja weiter mit der Podcast-Episode, um die es gerade geht jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann kann ich euch ein paar Stunden bei dem Podcast zuhören und habe schon wirklich nur mehr dieses genau das Podcast Erlebnis, das wir auch haben, nicht? Also dieses da hineingezogen werden in das Gespräch, das Gefühl haben, dabei zu sein, diesen zusätzlichen Konnex zu kriegen im Verhältnis zu einem nur geschriebenen Text und so weiter. Ah, ich verstehe. Du hast da hast du eine andere Zielgruppe vor Augen, und das ist natürlich richtig. Ja klar, das sind die, wenn man so will, Neuerblindeten, also im Alter und die dann diese Kompensation mit anderen, zum Beispiel mit der Braillezeile oder so, dann nicht mehr so hinbekommen. Ja, verstehe. Genau. Mhm. Das stimmt. Spannender, interessanter Einblick. Ich bin so langsam durch mit meinen Fragen. Jetzt müsste ich mal fragen, ob Lars und Sebastian noch irgendwas ergänzen wollen. Habt ihr noch Fragen an den Stefan zu Panoptikum? Nö. Keine, die jetzt hier allgemein von Interesse wären. Also ich habe noch eine für meinen, ich habe im Prinzip einen kleinen Support-Case, den müssen wir aber nicht jetzt machen. Jederzeit gerne dann einmal. Jo, ist für dich wahrscheinlich ein paar Sekunden nur, machen wir dann. Mhm. Vielleicht im Nachgespräch. Okay. Möchtest du noch irgendwie was loswerden, Stefan, zum Thema Panoptikum? Wer Interesse hat, schaut auf die Webseite, liest ein bisschen herum, stöbert herum. Wer Fragen stellen will, dort sind unsere E-Mail-Adressen. Also ich glaube, wir haben es lang genug ausgebreitet. Ja, und auch wenn es die falsche Musik war, ich habe hier auch noch ein Outro aus diesem kleinen Film vorbereitet, damit wir jetzt auch noch richtig schön aus dem Thema rausgehen wieder. Panoptikum, Panoptikum, Panoptikum des Lebens, da stehen sie rum, da stehen sie rum, die Großen unserer Zeit. Da stehen sie alle, alle, alle rum, Panoptikum. Da stehen sie alle rum. Ich habe den Eindruck, das ist auch irgendeine Form von Archiv,
was sie da besingen. Und ich vermute, es ist die Wachsplatte oder die Schellackplatte oder so. Denn da stehen dann die Größen der Zeit irgendwie herum. Das müsste man nochmal analysieren, was damit ganz genau gemeint gewesen. Aber so ganz falsch, also bei dir stehen ja dann auch die Größen des Podcastlandes herum, sozusagen. Genau. Aber eben die Kleinen auch. Die Großen ja, sind natürlich. Nicht hervorgehoben. Super. Also ganz herzlichen Dank, Stefan, für die vielen Geschichten, die du uns jetzt erzählt hast. Ich glaube, deine Persönlichkeit ist ganz gut dabei herausgekommen. Deine Projekte sind ganz gut herausgekommen. Eins habe ich noch, genau. Wird es einen begleitenden Podcast geben zum Thema die Entwicklung von Panoptikum.io? Wahrscheinlich darüber nachgedacht? Nicht. Also es hat mich noch zu wenig getriggert. Im Prinzip die statische Webseite, die den Blog da hinten baut, wenn man da oben auf das Fragezeichen klickt, das ist ein Jekyll Octopod. Das würde eigentlich darauf warten, dass da ein Podcast dazukommt. Aber ich habe keine Lust, alleine einen Podcast drüber zu machen. Also wenn sich wer berufen fühlt, mit mir da einen Podcast aufzunehmen, wer weiß, vielleicht dann. Oder wenn du größere Entwicklungsschritte machst, dann melde dich einfach hier im Sendegarten. Dann reden wir gemeinsam darüber. Oh, gerne. Das gerne. Das können wir auf jeden Fall machen, denke ich. Dann halten wir das hier so schön im Blick. Das ist auf jeden Fall für viele interessant und dann können wir das hier auch unterbringen. Ganz klar. Prima. Also wir beenden den Part hier mit der Gartenbank. Bitte bleib einfach bei uns, so wie wir das ja auch vorbesprochen haben. Wir kommen jetzt ins Querbeet, das ist heute nicht so groß und wir gehen dann in die Setzlinge und Blütenschätze über. Aber ich denke, wir werden auch das eine oder andere bekakeln. Bleib einfach bei uns, red einfach mit und bring dich ins Gespräch ein, auch wenn wir jetzt vielleicht auf ein anderes Thema kommen, was nicht so mit deinen Projekten direkt zu tun hat. Kommen wir zum Querbeet, genau. So, wenn ich jetzt schnell genug bin, dann finde ich auch das nächste Thema. Und wir hatten gerade schon mehrfach über die Subscribe 9 gesprochen, wo unter anderem der Stefan ja auch schon Panoptikum vorgestellt hat. Auch einen Workshop dazu gemacht hat. Das ist noch so eine Frage. Jetzt komme ich so ein bisschen wieder zurück. Bei dem Workshop, haben sich denn da schon relativ viele Leute spontan hingesetzt mit dir und da durch Panoptikum durchgegangen und ihre Visitenkarte gepflegt? Also wir waren zu neunt und wir haben wirklich da intensiv gearbeitet. Also das war recht überraschend, wie intensiv das war. Wir haben da, ich glaube, eine gute Stunde voll durchgearbeitet. Ich habe mal daraus, glaube ich, 12 Tasks oder so abgeleitet. Wir haben 7 Profile fertiggestellt. Wir haben das mit diesem Bug dann nochmal genauer analysiert und am zweiten auch noch. Da gibt es noch so einen Umlaut-Encoding-Bug vielleicht. Da werden wir auch noch dran arbeiten mit dem Podlove-Publisher-Leuten. Also das war eine super intensive Arbeitssession. Und ich habe mich vor Ort bedankt und falls zufällig wer zuhört, bedanke ich mich wieder sehr für die Zusammenarbeit. Also das hat sehr viel weitergebracht und das macht auch unheimlich viel Spaß, wenn man da dann an der Materie so richtig dran arbeitet. Okay, die Subscribe insgesamt, wir haben letztes Mal unsere Fazits gegenseitig erzählt. Kannst du vielleicht noch was ergänzen? Wie war Subscribe 9 für dich insgesamt? Für mich war es spannend, im letzten Jahr war ich auch dabei, da habe ich einen Workshop auch gemacht, da kannte ich vielleicht 25 Leute und davon waren 15 die Österreicher, die ich vom Podcast-Meetup mitgebracht habe, mehr oder minder. Diesmal kannte ich wahrscheinlich von den 150, 80 oder 90 Leute und habe weitere 20 kennengelernt und damit war das für mich eine ganz andere Veranstaltung als im Jahr davor. Das macht es natürlich viel spannender, wenn man mehr Leute kennt, damit waren viel mehr Diskussionen auch möglich. Und also ich fahre nicht hin wegen der Talks, die sind nett, aber das ist nicht der Punkt. Die Workshops, die ziehen mich schon mehr hin, aber der Hallway-Track, also das Sprechen mit den Leuten, das ist das wirklich Spannende. Also ich habe mich mit einigen Leuten austauschen können, auch mit einigen Entwicklern. Also das ist das, was mir wirklich Spaß macht dort. Und die Veranstaltung zieht die richtigen Leute an und damit ist sie super. Einer, der sich ja besonders um Feed, Aufbau, Einträge und so weiter kümmert, ist ja der Tim Pritlove. Der hat ja auch, also er hat ja mal sogar versucht, größere Schritte zu gehen. Podlove Matrix war ja so eine Idee, die alles irgendwie mit so einem Wiki,
Wikimedia-Code oder was irgendwie zu taggen und so weiter. Das, da ist er, glaube ich, wieder ein Stück weit zurückgegangen. Hast du dich auch mit ihm unterhalten können, sozusagen? Ja, mit dem, das war auch wieder so ein bisschen Thema und auch so ein bisschen Zukunftsprojekte und so weiter. Also da haben wir ist noch nicht weg. Die Idee ist noch nicht weg. Die Idee ist im Prinzip weg, ja. In der Form ist sie weg. Also die Umsetzung in der Art und Weise, das ist eigentlich kein Thema mehr. Also Wikimedia ist nicht das richtige Medium dafür, behaupte ich jetzt mal. Da wird vielleicht auch der Andi Hubel anderer Meinung dazu sein. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, das so zu machen. Aber das liegt natürlich auch wieder an der eigenen Geschichte. Aber ich habe es sehr nett gefunden zu erfahren, dass der Bayerische Rundfunk gerade an einer Podcast-Plattform arbeitet mit Elixir und Phoenix. Also so vor 2 Jahren, wo ich das erste Mal drüber geredet habe mit dem Team über diese Technologien, und dann, so exotisches Zeug, das wird niemand verwenden. Und mittlerweile verwendet es auch der Bayerische Rundfunk, das war so ein bisschen Genugtuung. Als du die beiden Begriffe vorhin genannt hast, da zuckte es bei mir, wo ich dachte, irgendwie habe ich die vor kurzem gesehen und jetzt habe ich Erik vor Augen, wie er da vor diesem Plakat steht und Erik und der andere Kollege, genau. Genau. Wo auch sagte, ja, die eine Software, ja, da können wir gar nicht reingucken, das machen irgendwelche Leute, wir können nur darauf aufsetzen oder so, das war ganz witzig. So die Vorstellung, dass da dann eben auch eine Abteilung ist und die Abteilung kümmert sich darum und da hat doch keiner reinzureden. Da fiel mir dann so die öffentlich-rechtliche Struktur wieder so vor die Füße, das war hübsch. Erik entwickelt eben jetzt zurzeit auch gerade Elixir und Phoenix und die Prodigy-Leute stellen gerade einige Sachen um von Rails auf Elixir und Phoenix, also das ist so ein bisschen gerade ein Zug auch und ich bin im richtigen Waggon, sagen wir so. Ja, schön, das ist doch ein gutes Gefühl. Prima. Das ist ganz nett, ja. Super. Ja, über die Subscribe 9 wollten wir sowieso heute nochmal reden, aber mehr über die Dokumentation. Da hat sich der Sebastian ein bisschen mit beschäftigt und hat mal so, ein Vorschlag, was man sich so angucken könnte. Oder wie habe ich das verstanden jetzt? Ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Highlights rausgepackt von den technischen Projekten mehr, die was vorgestellt haben. Unter anderem zum Beispiel natürlich Ultraschall, das demnächst in der 3.1-Version erscheinen wird, wo Ralf natürlich die neuesten Features mal gezeigt hat. Da sind natürlich so Sachen dabei, die jetzt auch mit der neuen Reaper-Version einhergehen, wie dieses neue Spektral-Editing, wo man halt wirklich das quasi direkt nochmal eine ganz andere Ansicht auf das Audiospektrum bekommt und da auch direkt drin rummalen und arbeiten kann, um wirklich noch gezielter Frequenzen oder Störungen oder Modifikationen am Audiomaterial vornehmen zu können. Aber es sind auch noch Kapitelmarkenoptimierungen drin. Es ist ein Folgenmodus mit drin. Das heißt also, man kann quasi während der Aufnahme schon mal irgendwie Kapitelmarken an der Stelle setzen und editieren besser, ohne dass dann dauernd die Timeline einen davon schwimmt und auch wieder zurück in diesen Modus zu kommen, quasi so wie jetzt gerade, während wir in der Aufnahme sind hier in Reaper, läuft halt der Zeitstrahl und wenn ich jetzt irgendwo hinklicken würde, dann würde er irgendwie stoppen und das ist nicht so einfach, dann wieder in diesen Folgenmodus zu kommen, das ist also dann mit einem Mausklick erledigt. Ja, das sind so ein paar Highlights, alles in seinem Vortrag zu erkennen, zu sehen und ja, auch der neue Ultraschall Dynamics Effekt. Dann hatte ich direkt im Anschluss daran auch mal die neuen Studio Link Features, die jetzt demnächst in Entwicklung drin sind, gezeigt, unter anderem die neue Standalone Version, die von den eigentlichen Funktionen sich sehr nah jetzt auch an das Plugin heranwandert, weil einfach dadurch dann auch der Einstieg hoffentlich etwas einfacher wird, ohne dass man jetzt gleich Ultraschall verwenden muss. Das kann man dann quasi sich so hochleveln, wenn man wirklich den Punkt hat, erreicht hat, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt auch irgendwie wirklich eine gute Schnittsoftware auch gleich dabei haben und benutzt dann eventuell Ultraschall, dann macht es natürlich weiterhin Sinn, das Plugin zu verwenden, aber so für den Einstieg sehe ich dann in Zukunft auch so die Standalone, dass man damit auch mehr Spuraufnahmen und sowas machen kann. Dann auch so ein kleiner Preview, den ich gegeben habe auf die neue Studio Link App. Erstmal für Android, die allerdings auch zeitgleich für iOS in Entwicklung ist und also für alle
für die beiden großen mobilen Plattformen. Martin hatte mich dann auch schon gleich auf Windows wieder angesprochen. Natürlich, natürlich. Was für eine Universal App für Windows. Nein. Erstmal nicht. Also das muss ich da erst mal schauen. Erstmal musst dich beeilen, sonst gibt's das überhaupt nicht mehr. Ja, das hatte ich dir dann natürlich auch gesagt, dass Microsoft natürlich so ein bisschen was so die mobilen Plattformen mittlerweile nicht mehr so den Zielfokus drauf hat, weil das nicht so gut läuft. Aber nee. Kauft doch mal mehr Windows für uns, Mensch, Leute. Gebt euch doch mal einen Ruck. Ja, aber gut, nichtsdestotrotz gibt es ja noch diesen App Store, glaube ich, unter Windows 10, wo man vielleicht mal überlegen könnte, was zu machen. Aber ja, das ist eher so ganz weit hinten noch. Vielleicht mal, wenn ganz viel Zeit ist. Oder jemand sich findet, der da Bock drauf hat, dann kann man vielleicht drüber reden. Ich habe auch schon mit dem Heiko, der da ja auch ein bisschen mehr macht, haben wir ja auch noch so Pläne in der Schublade, aber da müssen wir halt jetzt erst noch ein bisschen gucken, wie wir da vorankommen. Dann hat auch der Alexander, der dürfte jetzt den meisten neu gewesen sein auf der Subscribe, der Alexander Heimbuch, der sich quasi dem neuen Podlove Webplayer 4 gewidmet hat, den zu entwickeln. Er hat die neuen Funktionen, die Architektur, die jetzt dahinter steckt und einen Ausblick gegeben und auch nachher noch einen Workshop am Sonntag, glaube ich, war das, gegeben. Der ist, glaube ich, nicht aufgezeichnet, aber der Vortrag ist aufgezeichnet. Das Ding macht einen sehr guten Eindruck, sehr stabil, enorm erweiterbar, flexibel. Man kann alle Events irgendwie von vorne bis hinten abfangen und erweitern. Also das heißt, dass man eventuell, also wir hatten dann zum Beispiel auch in dem Workshop dann nochmal darüber geredet, dass man jetzt zum Beispiel eine Karte einblenden könnte und zusätzliche Informationen, während quasi der Podcast abspielt, wie Geodaten und sowas, dann mit anzeigen kann, wo man eventuell war, vielleicht Bilder, also alles Mögliche, was man sich irgendwie quasi zu dieser Audio-Timeline noch dazu wünschen könnte, könnte man quasi damit einweben. Natürlich, was als nächste Funktion so als erstes kommen wird, ist auf jeden Fall diese Transkriptionsgeschichte, die ja auch Phonik mittlerweile anbietet, dass man quasi dieses Transkript quasi mitlaufen lässt und auch die Sprecher unterscheiden kann, also welcher Sprecher gerade oder Sprecherin etwas sagt, dass das visualisiert wird, um vielleicht auch ein Gefühl dazu zu bekommen, wer gerade überhaupt redet. Ist ja manchmal bei unbekannten Podcastern doch ein bisschen schwierig, am Anfang die Personen auseinanderzuhalten, und mit sowas kriegt man das dann vielleicht etwas schneller hin. Dann hat Georg ja sein Auphonic Secret Feature Release ganz prominent vorher noch angekündigt, dass also ein Feature released wird, das dann quasi nur auf der Subscribe dann gezeigt wird, aber es ist auch auf Video festgehalten, also das kann man sich dann angucken. Im Groben ging es halt darum, dass dort, oder soll ich das jetzt, soll man lieber das Video gucken und ich lasse es als Secret Feature Release an dieser Stelle? Ja, ist glaube ich besser, wenn ihr das selber als Secret bezeichnet, dann es ist public Mal. Jetzt, also es ist ja, genau, gut, dann, es ist, für, ja, ne, dann ja. Ist es ja okay, ja, okay, okay. Überredet, überzeugt. Naja, es ist halt ein Visual-Modus quasi für Auphonic, dass man quasi in diesen, also bisher war ja eigentlich Auphonic so eine Blackbox, was sie eigentlich macht, es kommt halt irgendwie besseres Audio raus, jetzt hat sich Georg da Arbeit gemacht, vor allem auch Ben hat da glaube ich sehr viel reingewirkt, ja. Den man von Podigy kennt, dass halt der Mechanismus oder die ganzen Algorithmen, die Auphonic darauf wirft, quasi visualisiert werden. Das heißt, man kann jetzt erkennen, okay, da wurde zum Beispiel der Teil als Musik erkannt oder dieser Teil wurde zum Beispiel, da wurde Noise entdeckt und der wird halt mit 100 dB oder sowas kleiner gerechnet oder ähnliches. Also man hat da jetzt also eine Möglichkeit zu sehen, wann welcher Algorithmus anscheinend gegriffen hat und vielleicht nicht unbedingt, warum er gegriffen hat, aber man erkennt einfach, was da passiert ist und kann somit erstmal jetzt im ersten Schritt zum Beispiel Georg relativ einfach Feedback geben, guck mal,
da bin ich jetzt nicht ganz zufrieden mit der Stelle, vielleicht kannst du da nochmal optimieren. Und da ging auch so das erste Feedback quasi hin in der Session, dass man sagt, okay, mach doch da vielleicht einfach direkt einen Button hin, dass man dir das jetzt nicht noch per Screenshot schicken muss, und dann kann man quasi direkt da draufklicken und sagen, hier ist vielleicht noch ein Bug in dem Auphonic-Algorithmus drin. Ja, und später kann man das vielleicht mal weiterdenken, dass man da vielleicht wirklich dran selber aktiv werden kann, aber das ist eher noch Zukunft. Also so weit geht das Feature jetzt an der Stelle nicht. Und genau, Stefan hat es schon erwähnt, er hat es dann auch gleich in den Live-Modus geschaltet und released auf der Subscribe. Mit Konfetti-Regen und so einer Kanone. Konfetti-Kanone. Puff. Ja, das wären erstmal so ein Auszug an technischen Highlights. Gab ja noch mehr, aber ich denke, das waren jetzt so erstmal die ersten, die ich auch miterlebt habe. Ja. Eine Frage zum Podlove Web Player 4 hätte ich noch. Ja. Der Player 2, der hatte die Möglichkeit, dass ich auf eine Minute oder auf eine Stelle innerhalb der Audiodatei verlinken konnte. Also ich konnte, wenn man so will, einen Deep Link verschicken und sagen, wir reden über dich in dem Angebot oder die reden über dich in dem Angebot so und so, und zwar genau an der Stelle. Und wenn der Browser mitgespielt hat, dann hat die Wiedergabe genau an der Stelle angefangen. Das hat der Browser 3 dann nicht mehr gekonnt, was ich einen Verlust fand. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, aufgeschnappt, dass das der Browser 4 jetzt wieder könnte. Kannst du das bestätigen? Hast du da vielleicht Informationen drüber? Ich bin auch der Meinung gerade, dass Deep Links vom Webplayer 4 unterstützt werden oder zumindest auf der Feature-Liste stehen, aber ich meine, sie werden schon unterstützt. Ich müsste tatsächlich erst nachgucken, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das geht. Ja. Im Chat wird gerade vom Sascha erwähnt, kann der Vierer auch. Okay, danke genau. Schön, Sascha. Dann wird es wohl so sein. Das wäre natürlich wirklich schön, weil das ist ein sehr, sehr schönes Feature, gerade wenn man mal einfach jemanden auf was aufmerksam machen will und muss dann nicht immer dazu schreiben, ja, du findest das dann auch bei Minute so und so, sondern das fängt das Ding einfach an zu spielen. Sehr gut. Schön. Gut, das ist alles unter subscribe.de/YouTube. Jawohl. Das ist der kurze Weg dahin. Ich glaube, ja. Ich könnte es gerade mal schnell checken. Das ist ja schnell gemacht. Genau. Passt, ja. Genau. Das fand ich nämlich diesmal ausgesprochen schlau. Die haben so wirklich sehr, sehr kurze URLs sich überlegt. Das gab es beim letzten Mal aber auch schon, ja. Okay, ja, beim letzten Mal war ich ja nicht da. Für mich war das jetzt neu und ich fand das gut. Genau, es gab auch Flyer, in denen die aufgedruckt waren und auf den Beamer oder vielmehr auf den Monitoren ist es auch immer andauernd durchgegangen, die ganzen URLs, ja, genau. Das war schon sehr schön. Okay. Ja, prima. Gut, haben wir das durch. Unter Querbeet haben wir noch nichts mehr. Oh, das Querbeet ist heute relativ leer. Na gut, wir haben letzte Woche sehr gut durchgefegt. Ich habe noch so ein Last-Signal. Ach, Entschuldigung. Das ist ja ein Ding. Ich gucke hier gerade auf einen anderen Rechner und da ist vor dem Blühkalender steht nur Subscribe 9. Ist ja witzig. Wieso zeigt er das denn hier falsch an? Gerade ganz kurzfristig hinzugekommen. Also. Ja, ist nicht aktualisiert. Ja, ja. Egal. Obwohl, daran natürlich. Ja. Natürlich. Habe ich doch gesehen vorhin. Du schreibst Outer City, ich sag Audacity. Egal. Lars, du hast darüber neue Informationen. Ja, ganz kurz und knapp. Ich weiß auch nicht. Audacity, ich sag's jetzt auch mal so, hat eine neue Version rausgeschmissen am 2. November. Ich mach mal so lauter. So, neue Version 2.2.0. Da gibt's eine ganze Reihe neuer Funktionen. Es war so unter Windows ja auch mein erster oder sagen wir mein erstes kostenloses Produkt, wo ich mal zwischendurch ein bisschen mit rumgespielt habe, auch wenn es mir nicht gereicht hat. Die haben so ein bisschen wichtig eingeführt, man kann jetzt Themes einrichten, 4 Stück werden mitgeliefert, ein helles, ein dunkles, das klassische Theme, das man also bisher kennt, und ein High Contrast Theme, also hoher Kontrast, was also so ein bisschen ins Auge springen soll für Leute, die
ein bisschen Probleme mit dem Gucken haben. Ob ich die jetzt optisch alle so gelungen finde, ist eine andere Frage, aber wem es hilft, da wäre das doch schon mal prima. Weitere Neuigkeiten gibt es natürlich auch unter Windows, direkte MIDI-Wiedergabe und einiges mehr. Ich schmeiße noch einen Link mit in den Chat und für die Shownotes habe ich sie auch mit dazu geschrieben. Alles klar. Ich habe heute Nachmittag mit einer Audacity-Version gearbeitet, die ich auf Portable Apps habe, und auf einmal das geupdatet und es sah anders aus. Es hatte so eckige Button für Start und Stopp und so weiter. Da habe ich schon gedacht, oh, da ist was Neues. Aber die Portable Apps sind meistens sowieso noch hinterher. Also das ist meist nicht die letzte, neueste. Wahrscheinlich habe ich dann nur die Vorgängerversion gesehen, aber es sah plötzlich anders aus. Und da habe ich schon gemerkt, oh, es tut sich was. Seit Jahren sieht diese Version immer gleich, nein, nicht wahr, aber schon lange sah die Version jetzt gleich aus. Dann hat sich was getan. Schön. Ich hoffe, sie haben die Memory Leaks unter Linux mal gefixt. Da kann da man zum Probleme? Schauen, wie der Speicher wegläuft, ja. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber es ist jetzt gefixt, jetzt ist gut. Nein, weiß ich noch nicht, hab's noch nicht ausprobiert. Okay, ja, also das ich hoffe zu es. Wünschen. Ja, hoffen ja, wir das, genau. Hoffen wir das. Okay. Gut, dann kommen wir zum Blühkalender. Ich sollte den Knopf drücken. Wir kommen zum Blühkalender. Letzte Woche habe ich dem Lars durch ungeschickte Anmoderation einen Startsatz geklaut. Das lasse ich jetzt sein. Ich übergebe einfach so das Wort. Ja, ich habe für diesmal gar keinen, aber ich kann ich da nichts Satz, wegnehmen. Kommt das, was ich immer sage, die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate oder besser gesagt noch bis zum Jahresende. Und Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate, bis auf eine Ausnahme. Da sage ich gleich noch was zu. Und zwar geht das los am 11. November mit dem Workshop-Tag vom Pod-Appler. Der findet statt von 9 bis 19 Uhr im Institut für neue Medien am Frankfurter Osthafen. Ebenfalls am 11. November ist die 5. Night of the Pods. Die ist wie immer auf dem Raucherbalkon der Pod-WG. Da geht's los um 13 Uhr. Am 16. November gibt es dann das Podcast Meetup Hamburg. Beginn ist da um 18 Uhr und das Ganze findet statt im Café Sternchance. Ich habe keine Ahnung, wie ich sprechen soll. Also ich sag mal Sternchance. Die wollen das Schanze gesprochen haben. Bin ziemlich sicher. Also okay. Also mir fehlt das S in der Mitte. Aber ja. Wie auch immer, bei diesem Treffen möchte man sich in lockerer Runde über alle Themen rund ums Podcasten unterhalten. Ein offizielles Programm gibt es nicht, aber Themenvorschläge können da noch zugesandt werden. Die nächste Veranstaltung ist dann international. Vom 19. bis zum 20. November gibt es in Kopenhagen in Dänemark ein Podcast-Festival. Die sagen, das wäre das erste dieser Art in Dänemark. Weitere Infos gibt es unter www.podcastfestival.dk. Die Seite ist allerdings nur dänisch. Das Podcast-Meetup München trifft sich auch nochmal dieses Jahr. Das wird auf dem Christkindlmarkt in München sein, am 2. Dezember von 16 bis 21 Uhr. Vorschläge zum Treffpunkt nimmt man da noch gerne an, und zwar bis Ende November. Und eine Anmeldung wird wohl auch gern gesehen. Vorweihnachtlich wird es auch beim nächsten Termin. Dieser Termin steht noch nicht im Sendegate, ist aber hier auf ganz kurzem Wege mit dazugekommen. Es geht um das Podcasting-Treffen Nummer 10. Und dafür trifft man sich am 9. Dezember auf dem Adventmarkt am Karlsplatz in Wien. Und ganz zum Schluss, zum Jahresende, vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es den Chaos Communication Congress, den 34C3, dieses Jahr auf dem Messegelände in Leipzig. Und das wäre schon. Stefan, wird man dich da auch treffen, oder? Beim Meetup in Wien ja, nachdem ich es mitorganisiere mit der Melanie, wird man mich dort auch treffen. In Leipzig wird man mich auch treffen, sofern man mir nicht noch das Hotel wegnimmt. Nein, da gab es jetzt ein bisschen Stories rundherum. Karte und Hotel ist gebucht, Zug noch nicht, aber da hoffe ich, dass die neue Strecke ja auch noch fertig werden sollte von Nürnberg rauf nach Berlin. Die würde uns auch ein bisschen Zeit bringen, das ist dann schneller als über Prag. Ja, ich bin auch in Leipzig. Sehr schön. Ja. Prima.
Dann haben wir das auch. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik und das sind unsere Setzlinge. Und die Setzlinge, das will ich gerne nochmal dazu sagen, das ist eine völlig subjektive Auswahl und wertfrei auch. Sie ist willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt in unsere Liste hier geraten. Also wer hier genannt wird, ist jetzt nicht irgendwie besonders gut, besonders schlecht irgendwie hervorgehoben, sondern sie sind einfach bei uns gelandet auf unterschiedlichen Wegen und wir stellen sie vor, mehr oder weniger unkommentiert, aber damit sie einfach bekannt werden. Und der erste, das ist die Kulturindustrie. Da haben wir einen Tweet bekommen von Alexander Nitsche. Der hat uns angeschrieben, also der also quasi Sendegarten, an den Sendegarten adressierten Tweet geschrieben mit dem Zeile, ich empfehle das dann mal als Setzling im Sendegarten. Und zwar geht es um die Kulturindustrie. Das ist ein Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mit Alexander Matzkeit, Sascha Brittner, Lukas Barwenschik und Michaela Sartori oder Mihaela Sartori. Ja, hören wir einfach mal rein. 2 Minuten aus dem Kulturindustrie-Podcast aus der Nullnummer. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen, zu eurer Information und Unterhaltung. Mein Name ist Alexander Matzkeit und mit mir im virtuellen Podcast-Studio sind Lukas Pavencik. Hallo. Michaela Sartori. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Und das sind die Themen unserer Nullnummer. The Circle, die frisch angelaufene Romanverfilmung mit Emma Watson und Tom Hanks. Snotgirl, die jüngste Comicreihe von Scott Pilgrim-Schöpfer Brian Lee O'Malley. Und BoJack Horseman, die Netflix-Cartoon-Serie, deren 4. Staffel jetzt verfügbar ist. Außerdem hat jeder von uns eine persönliche Empfehlung mitgebracht, die wir euch am Ende der Sendung vorstellen. Ihr drei habt ja alle schon einige Podcasts gestartet. Für mich ist das das erste Mal. Ich hoffe, es ist okay, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Wie geht's euch so, Lukas? Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin auch nicht aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Alles klar. Beste Voraussetzungen, würde ich sagen. Legen wir los. The Circle ist ein soziales Netzwerk, eine kaum verschleierte fiktionale Variante von Facebook, komplett mit charismatischem Chef, gespielt von Tom Hanks, und Campus in der Bay Area. Die junge Kundendienstmitarbeiterin May Holland, gespielt von Emma Watson, blickt an ihrem ersten Arbeitstag bei The Circle noch skeptisch auf die schöne neue Welt des Sharings. Bald schon aber, nachdem sie einen potenziell tödlichen Unfall durch Circle-Technologie überlebt, ist May überzeugt und geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie entscheidet sich, getreu dem Motto »Geheimnisse sind Lügen«, zu einem Leben als gläserner Mensch, sendet ihr ganzes Leben pausenlos und live in die Welt und unterstützt The Circle dabei, immer mehr Kontrolle an sich zu reißen. Das geht logischerweise nur so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Der Film basiert auf einer Romanvorlage von Dave Eggers von 2013, die vor 4 Jahren nicht nur in Deutschland ein Bestseller war. Regisseur James Ponsold hatte im gleichen Jahr mit The Spectacular Now seinen Durchbruch. Sascha, wie fandest du den Film? Nicht gut. So, warum Sascha den Film jetzt nicht gut findet, das müsst ihr euch selber anhören, wenn ihr euch die Kulturindustrie den Kulturindustrie-Podcast anhört. Ich lese gerade im Chat eine Bemerkung, das klingt immer mehr wie Radio, was die Podcasterinnen da so machen, ja. Dieses, was Melanie letzte Woche so wirklich wunderbar nochmal betont hat, dieses Spielerische, dieses Ausprobieren, dieses Fehlermachen, dieses Durcheinander, das, ja, vielleicht ist das vorbei, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls in diesem, da würde ich sagen, hat die Daniela, die das geschrieben hat, tatsächlich recht. Das klingt sehr durch, obwohl eine Assoziation kam mir, nämlich der High Alarm Podcast. Wenn die ihre Filmzusammenfassung machen, das klingt so ähnlich. Und die sind alles andere als, soll man sagen. Na, die sind auch, die sind auch vielleicht radio-esque. Aber trotzdem sehr hörenswert. Es heißt ja nicht, das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Kommen wir lieber zum nächsten Setzling. Das ist ein Angebot von Felix Husmann.
Der ist freier Journalist und Wahl-Nordstädter in Dortmund und hat sich zur Aufgabe gemacht, aus der Nordstadt von Dortmund, die ja so als so Problemviertel gilt, zu berichten. Und er nennt seinen Podcast deswegen auch Nordstadtgespräche. Die letzte Episode, die war schon im August und seitdem ist da ein bisschen Funkstille. Ich hoffe, dass er sein Angebot nicht eingestellt hat, denn ich fand es eigentlich sehr nett bis dahin, das gehört zu haben, und ich hoffe, euch gefällt es auch. Hier sind mal 2 Minuten aus der Nullnummer. Mein Name ist Felix Husmann und ich wohne in einer No-Go-Area. Das behaupten zumindest einige Politiker und Journalistenkollegen. Eine No-Go-Area, das ist ein Stadtteil, in den sich rechtschaffene Bürger nicht mehr hineintrauen. Die Dortmunder Nordstadt ist angeblich so ein Viertel. Dabei fühle ich mich hier eigentlich ganz wohl. Und das, obwohl es tatsächlich eine ganze Reihe an Problemen gibt. Armut, Kriminalität, Drogen. Viele Menschen leben hier in elenden Verhältnissen. Die Nordstadt hat allerdings auch ganz andere Seiten. Darüber möchte ich in diesem Podcast sprechen. Mit Menschen aus dem Viertel, mit Freunden und Fremden, mit Nachbarn und Experten. Begleitet mich in meine allerliebste No-Go-Area. Hallo und willkommen zur Folge 0 der Nordstadtgespräche, dem Podcast aus der No-Go-Area. Das angenehme Durcheinander, das ihr im Hintergrund hört, das ist der Nordmarkt. Der ist sowas wie das Zentrum der Dortmunder Nordstadt, etwa auf halber Strecke zwischen Hafen und Borsigplatz. Dienstags und freitags ist hier Wochenmarkt und da ist immer gut was los. Wer deutsche Wochenmärkte mit Bio-Gemüse und teuren Käseständen gewöhnt ist, der wird sich allerdings verwundert umgucken. Der Nordmarkt erinnert vielmehr an einen geschäftigen Marktplatz in der Türkei. Hier gibt es vollreifes Obst und Gemüse zu erstaunlich niedrigen Preisen, daneben Kleidung in bunten Farben, Gaskocher und Teekessel. Dazwischen gibt es allerdings auch den obligatorischen Backfisch und mehrere Metzgereistände. An einem davon stehen meistens ein paar ältere Frauen beim Kaffeeklatsch und versperren die halbe Theke. Ich bin immer froh, wenn ich es morgens auf den Markt schaffe. Das fühlt sich nämlich jedes Mal ein bisschen so an wie eine Reise in den Süden. Und so günstige Cherrytomaten in verschiedenen Farben und Formen gibt es in Dortmund sonst auch nirgendwo. Nur für Menschen mit Platzangst ist der Nordmarkt wohl nicht wirklich zu empfehlen. Also der Felix nimmt uns mit in seine No-Go, in seine liebste No-Go-Area, den Dortmunder Nordstadt. Also er klingt schon so, als könnte man sich da doch vielleicht, da könnte man da interessante und spannende Eindrücke gewinnen. Ich hoffe, dass dieser Podcast diese Idee einfach fortsetzt und nicht nach der dritten Episode, ich glaube 3 hat er bisher, dann aufhört. Das wäre einfach zu schade. Aber manchmal brauchen die Projekte ja auch ein bisschen Verschnaufpause und dann geht es weiter. Wir haben gerade schon von der Subscribe 9 gesprochen und von den vielen, vielen Menschen, denen man dort begegnen konnte. Einem Menschen bin ich begegnet, und zwar dem Stefan Hund. Der ist auf Twitter unter @stillezeit unterwegs. Er ist evangelischer Seelsorger und er arbeitet im Krankenhaus als Krankenhausseelsorger, Klinikseelsorger, so heißt es. Und so heißt sein Podcast-Angebot auch Klinikseelsorge. Was mir im Gespräch mit ihm bekannt geworden ist, er hat das Podcast-Geschäft sozusagen bei Gordon Schönwälder gelernt. Das ist ja derjenige, der die Podcast-Helden betreibt und auch entsprechende Kurse anbietet gegen Bezahlung, also nicht wie die Podcast-Patinnen und Podcast-Paten das sozusagen für die Community machen, sondern der Gordon hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht, da kommen Leute hin, die lernen Podcasting zu machen, und der Stefan hat dort einen Kurs belegt, war sehr zufrieden, fühlte sich sehr wohl, ist aber dann über Zufälle dann bei der Subscribe gelandet und hat auch diese Community, glaube ich, genossen. Wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht, aber die Zeit, die wir verbracht haben, da haben wir echt interessante Gespräche geführt. Ich hatte ein bisschen gewartet jetzt mit der Hereinnahme seines Angebots als Setzling, weil er mir erzählt hat, dass er an seiner Webseite irgendwie umstricken wollte, und möglicherweise sind die Links, die wir heute in die Shownotes geben können, nicht auch die, die morgen noch gelten, aber wer nach Stefan Hund sucht oder nach Klinikseelsorge, wird ihn schon finden, denke ich.
Ich habe mal einen Ausschnitt aus der Nullnummer mitgebracht. Ich muss dazu sagen, normalerweise versuche ich diese Ausschnitte so auf 2 Minuten zu begrenzen. Das war jetzt in diesem Fall etwas schwierig, weil er sehr bedächtig spricht, viele Pausen macht und ich wollte zumindest den Gedankengang zu Ende bekommen. So sind es 3,5 Minuten, sagen wir mal 3,5 Minuten für die gute Sache. Die wollen wir jetzt mal hier investieren. Herzlich willkommen. Hier sind Sie richtig. Sie hören die Pilotfolge von Neues aus der Klinikseelsorge. Neues aus der Klinikseelsorge. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen. Los geht's. Guten Tag. Mein Name ist Stefan Hund. Ich bin hier der evangelische Klinikpfarrer. Und Sie residieren in meinem Bereich. Ich kann einen Moment, wenn Sie möchten, auch länger bleiben. So klingt es, wenn ich regelmäßig von Zimmer zu Zimmer gehe, anklopfe, eintrete und mich den Patienten vorstelle. Vielleicht sind wir uns dort auch schon einmal begegnet. Möglicherweise flüchtig, möglicherweise auch bei einem längeren, intensiven Gespräch. Warum dieser Podcast? Wenn Sie in der Klinik als Patient sind, dann ist das eine besondere Situation. Neben dem Leiden und den möglicherweise damit verbundenen Schmerzen haben Sie ein Kopfkino. Die Filme, die Ihr Inneres zeigt, beschäftigen sich in der Regel mit der Krankheit als solcher, mit dem, was für Sie so nicht mehr weitergeht, wovon Sie sich verabschieden und was Sie neu entwickeln müssen. Als Patient, als auch als Angehöriger. Anders gesagt, eine Klinik liegt häufig am Rande der bisherigen Komfortzone. Und in der Regel hat diese Klinik mindestens 2 Ausgänge. Der eine führt in das bisherige, mit wenigen Änderungen, zurück. Der andere entlässt sie in eine neue Zeit. Auf der einen Seite haben sie sehr viel Zeit in der Klinik. Zwar bewegt sich die Zimmertüre oft, aber jeder, der zu ihnen kommt, außer vielleicht der persönliche Besuch, kommt allein mit einer Frage. Haben sie gut geschlafen? Möchten Sie Brot oder Brötchen zum Frühstück? Können Sie sich frei machen für die Thrombosespritze? Sie wissen, was ich meine. Und wenn Sie geantwortet haben, wird Ihre Aussage gegebenenfalls in ein Tablet eingetragen und die Person ist schon bei Ihrem Nachbarn. Als Klinikseelsorger sind wir, so hat es der Vorstandsvorsitzende der Helios-Kliniken, Francesco De Meo, formuliert, fast die einzigen, die keine zielgerichtete Frage abarbeiten müssen, sondern einen Raum für die Patienten und ihre Angehörigen aufmachen können und auch gestalten können. Und in diesen virtuellen Raum lade ich Sie jede Woche mit einer Folge von Neues aus der Klinikseelsorge ein. Neues aus der Klinikseelsorge. Also er hat mir erzählt, er hat immer die Patienten da liegen sehen mit Tablets und Handy und hat gesehen, dass die Patientinnen und Patienten Podcast hören. Und sein Impuls war, ich will da rein, ich will auch Sender sein, ich will, dass die mir zuhören. Das fand ich einen total witzigen Ansatz. Hat sich da also wirklich reingenördet. Und es ist sogar so, er bekommt als Pfarrer regelmäßig oder nach gewissen Zeiten bekommt er irgendwie eine Freistellung, um sich gewissen Projekten zu widmen. So eine Art Sabbatical, würde man das in der akademischen Welt sagen, ist nur ein Vierteljahr bei ihm. Und er hat sich dieses Sabbatical dieses Jahr genommen, um genau diesen Podcast aufzubauen. Finde ich auch eine sehr interessante Hinwendung. Also dass er wirklich sagt, so, das ist mein Thema, das will ich machen. Bin mal gespannt, wie das da weitergeht. So, und weiter geht's hier mit weiteren Setzlingen. Die hat nämlich der Stefan mitgebracht. Der hat etwas Überraschendes in seinem Körbchen für uns. Was hast du denn?
Das stimmt. Ich habe 3 Podcasts. Das eine ist Stubbart, Zeitgeschichte im Gespräch. Das Stubbart ist ein Vorarlberger Ausdruck. Das ist ein österreichisches Bundesland. So in der Stube ungefähr heißt es. Und das ist ein neuer Zeitgeschichte-Podcast von 2 jungen Leuten, die jetzt in Wien leben und uns im Podcasting-Meetup besucht haben und schon seit einiger Zeit vorhatten, einen Podcast zu machen. Und jetzt haben sie es schon geschafft und mittlerweile sind 3 Episoden heraus. Ich habe sie noch nicht einmal gehört, aber ich empfehle sie trotzdem, weil ich habe stundenlang mit ihnen darüber diskutiert und das sind echt großartige Leute, die 2. Das ist der Adrian Huttle und der Günther Fuchs. Also die empfehle ich blind von der Leber weg. Deswegen auch, weil sie schon vom Zeitsprung empfohlen worden sind und ich ohnehin mehr so in Richtung Zeitgeschichte gehen will. Und dazu habe ich noch einen Podcast auf Lager, der sich nicht als Zeitgeschichte klassifiziert, sondern als Podcast über aktuelle Forschung zur Weltpolitik. Also da geht es um nähere Zeitgeschichte, näher an der Gegenwart. Der heißt World Politicast. Den hast, glaube ich, du den auch kennengelernt, den Podcaster, der da dahinter steht. Das ist der Institutsvorstand des Instituts für Politikwissenschaften der Universität Innsbruck, der Herr Martin Senn, der uns besucht hat per Skype auf der Wissenschaftspodcaster-Konferenz. Und der hat mittlerweile 9 Episoden heraus über die Weltpolitik, mit dem auch mittlerweile schon ein bisschen kommuniziert. Also großartiger Podcast, sehr schwere Kost, vielleicht nicht das Optimum vorm Einschlafen, wenn man über die aktuelle nukleare Bedrohung sich einen Podcast anhört, dann könnte das vielleicht beunruhigen. Aber ich finde es großartig, dass es sowas gibt. Und als dritten Podcast, das ist kein Setzling in dem Sinn, dafür ist er zu alter Podcast, aber ich finde ihn großartig und ich habe jetzt erst schon ein bisschen geredet über dieses Thema künstliche Intelligenz und so weiter. Wenn ihr euch dafür interessiert und so ein bisschen interessante Projekte dafür vorgestellt bekommen wollt, in einem relativ kurzen Podcast, also die Episoden sind so zwischen 15 und 25 Minuten, dann empfehle ich den englischsprachigen Podcast Linear Digressions. Da habe ich alle Folgen bisher Binge gehört, weil sie so großartig sind. Unterschiedlichste Themen im Bereich künstliche Intelligenz werden da abgedeckt. Und was ich sehr schön gefunden habe, da ist mal die typische Rollenverteilung umgedreht, nämlich eine Wissenschaftlerin erzählt einer zweiten Person, was Sache ist da in der Wissenschaft, was der aktuelle Stand der Forschung ist, was gerade die spannenden Projekte sind. Die Katie Malone, die macht das unheimlich gut. Also das ist ein Podcast, den ich auch empfehlen will, weil ich ihn selber unheimlich gern höre und in viele Themen bringt da einen schönen kurzen Einblick. Ganz herzlichen Dank. Das klingt alles sehr, sehr gut. Wir haben ja in der Zuschrift von Frau W. aus E., war das die W. aus E.? Oder E? Ja, Frau W. aus E. gehört, wie wichtig das sein kann, dass man eben auch noch Tipps bekommt, Empfehlungen bekommt oder Hinweise einfach nur auf die Existenz, wenn wir jetzt auch nicht unbedingt von Empfehlungen sprechen, bei den Setzlingen normalerweise, einfach um zu gucken, wie groß ist denn eigentlich diese Welt und was gibt es da alles noch außerhalb unserer, jetzt werde ich bei einer Filterblase gesagt, aber ich würde jetzt mal Sprechblase sagen. Mal als kleine Alternative. Ganz herzlichen Dank, Stefan, für die Blüten, für die Stecklinge, / Setzlinge. So, jetzt kommen wir aber dann, was ich gerade schon verplappert habe, zu den Blütenschätzen. Der Übergang ist natürlich immer ein bisschen fließend, wie wir gerade gehört haben. Also ganz neu sind die Setzlinge manchmal auch nicht, dann sind sie schon ein bisschen Stecklinge. Und die Blütenschätze sind natürlich sowas Ähnliches, auch wieder Empfehlungen, aber vielleicht auch Ereignisse oder Dinge, die uns einfach begegnet sind. Vielleicht auch, kann auch auf einer Community-Veranstaltung gewesen sein, dass man sagt, mit dem habe ich ein ganz tolles Gespräch gehabt, was auch immer. Da ist nochmal ein bisschen freier das Ganze. Und wir erzählen uns gegenseitig, was uns in der letzten Zeit besonders gut gefallen hat. Diesmal hat auch der Gast einen Blütenschatz oder mehrere Blütenschätze mitgebracht. Stefan, mach doch einfach weiter. Was hast du unter der Rubrik Blütenschätze für uns? Es klingt vielleicht komisch, weil es schon oft hier Thema war. Studio Link.
ist für mich der Blütenschatz. Überraschend. Das ist gut. Ich habe mich früher mal damit auseinandergesetzt gehabt, habe es zum Laufen gebracht, habe es auch mal kurz beruflich eingesetzt, um zu kollaborieren mit jemandem anderen, den ich aus dem Wiener Umfeld verloren hatte. Und war ganz okay. Dann hatte ich nie irgendwie einen richtigen Bedarf, es einzusetzen, weil ich immer lokal gepodcastet habe. Dann vor einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich wieder den Anlassfall, ich hätte gerne remote gepodcastet. Ich habe es aber nicht zum Laufen gebracht. Und jetzt ist es sozusagen in gewissem Sinn ernster geworden, weil wir diese drei Schweinehunde da disloziert aufnehmen müssen, weil die anderen drei sind aus unterschiedlichen Städten in Bayern, also einer ist aus München, einer aus Regensburg, einer ist, also nicht Bayern, aber auch Deutschland, Heidelberg, ich in Wien. Wir werden nicht so schnell zueinander finden, um uns regelmäßig zu treffen. Das heißt, wir müssen remote aufnehmen und ich will auch aufnehmen können. Also das ist so ein bisschen... Ja, man will sich das auch beweisen, dass das halt auch geht unter Linux wieder mal und so weiter. Also habe ich mich jetzt damit auseinandergesetzt und das habe ich schon längere Zeit vor mich hergeschoben und bin ein bisschen so in eine Kollaboration eingetreten mit dem Richard Hemmer aus dem Zeitsprung-Podcast. Der nimmt ja mit dem Daniel Messner, der ihn jetzt mittlerweile in Hamburg lebt, remote immer wieder auf. Wobei der hat meistens ist meistens aus Hamburg aufgenommen oder Double Ender aufgenommen worden. Und da war jetzt auch so das Thema, wie kriegt dann das am besten unter Linux zu laufen? Das heißt, da haben wir schön schon ein bisschen geforscht in den letzten Tagen. Und jetzt heute hat das alles zu einem guten Ende gefunden. Jetzt läuft das alles, alle Bugs, die wir hatten aufgrund merkwürdiger Hardware, haben wir draußen und es schaut jetzt alles schon recht gut aus. Also ich bin jetzt, so wie es ausschaut, in Zukunft ein glücklicher StudioLink-User. Wer das noch nicht probiert hat, experimentiert es damit, das macht Spaß. Das kann man wohl sagen. Sie baden gerade ihre Finger darin. Genau, ja, ja. Das freut mich, ja, sehr schön. Schöner Blütenschatz. Ein richtiger Strauß, der gerade überreicht wird, ne? Schön. Ja, danke, danke. Klasse. Super, danke schön, Stefan. Dann fragen wir mal den Lars. Lars, was hast du denn für einen Blütenschatz mitgebracht? Ja, das wirkt jetzt wahrscheinlich alles total abgekartet. Oh nein, weil, ich weiß es doch. Ach du Scheiße. Die Reihenfolge ist natürlich ausgesprochen schlecht gewählt. Ach du lieber Gott. Ja, okay. Es ist der zweite Blütenschatz. Ist tatsächlich auch jemand hier aus dem Sendegarten-Team, nämlich den hat Martin produziert. Mein Blütenschatz dieses Mal ist eine Folge von radiomono.net und die heißt RMN 048, also 48, Spurensuche auf der Hütte. Und darin erkunden unser Martin und sein Bruder Peter die Henrichshütte in Hattingen. Und das machen die nicht ohne Grund, denn auf dieser Hütte hat der Vater von den beiden mal gearbeitet. Und dieses Hüttenwerk wurde ab 1987 stillgelegt und ist heute ein Industriemuseum. Und den Titel Spurensuche von dieser Folge, den fand ich echt passend, denn Martin und Peter, die besuchen verschiedene Teile dieser Anlage und sprechen über alles Mögliche. Die sprechen über diese Industrie mit der Hütte selbst. Sie sprechen über persönliche Erinnerungen, die sie an diese Anlage und an die Umgebung hatten, über Anekdoten, über Gutes und Schlechtes und eben auch über ihren Vater. Und entstanden ist dabei eine sehr persönliche Folge und die hat mir also dann auch noch gezeigt, wie wenig Ahnung ich selber von dieser ganzen Industrie und auch dieser Zeit habe, die was da alles dranhing an Kultur und an Menschsein und eben teilweise auch an Entmenschlichung in dieser Industrie. Und darum ist Spurensuche auf der Hütte mein heutiger Blütenschatz. Dankeschön. Ja. Ah, mein Gott, Sebastian, wir werden hier gerade beflauscht. Ja. Es ist schon schwer zu ertragen gerade. Aber gut, du musst jetzt reden. Was hast du denn für einen Blütenschatz? Mein Blütenschatz passt da gar nicht so, also passt relativ gut dazu. Es geht auch um was Altes, was auch so wieder neu entdeckt wurde, nämlich es geht um Nixie-Röhren. Das sind solche Anzeigeröhren, die halt zum Beispiel mit Edelcast gefüllt sind und dann halt mit einer hohen Spannung halt eine Ziffer beleuchten. Die sind irgendwann, glaube ich, in den 50ern mal entstanden, dann so in den 60er, 70ern produziert worden. Und
mittlerweile schwer zu bekommen. Und da hat sich dann jemand, der auch dann diese Beschaffungsprobleme hat, einfach mal hingesetzt, der Dalibor Fani aus Tschechien, und hat einfach mal versucht, in Eigenregie sich beizubringen, wie man solche Nixi-Röhren wiederherstellen kann. Da hat er mal ein Video jetzt produziert, was ich verlinkt habe. Und das ist wirklich gigantisch, was da für ein Aufwand auch hintersteckt, hinter dieser ganzen Produktionskette, und dass man sehr sauber arbeiten muss und wie seine Schritte waren, wie er mal angefangen hat und wie experimentell das Ganze war. Und er hat auch einen Blog, wo ich auch schon mal gelesen habe, wo er letztens auch Produktionsprobleme hatte, wo einfach Materialien schlecht waren und wo er dann den Hersteller wechseln musste. Also es ist sehr, sehr, sehr schön, und das ist mein Blütenschatz. Das sieht wirklich toll aus. Ich habe heute Nachmittag ganz kurz reingucken wollen, musste dann aber irgendwie 10 Minuten am Stück gucken, weil ich gar nicht loslassen konnte. Das ich war so ungläubig, so, hä? Was macht der da? Er hat sich die Techniken irgendwie alle selber drauf geschafft, die Maschinen gebaut, und kann er irgendwie Glas verarbeiten, Drähte, dieses komische Bad, was er da angesetzt hat am Anfang. Also herrlich, war richtig schön. Genau. Und diese Uhr, die dann am Ende dabei rauskommt, die hätte ich gerne. Also diese Röhren hier stehen. Ist nicht ganz billig, das Ganze, aber es ist, aber ich sag mal, dafür, dass also der Aufwand, der dahinter steckt, der rechtfertigt auf jeden Fall diesen Preis. Das muss man ganz klar zugestehen. Ja. Ja. Ich habe nur gedacht, also ganz am Anfang, da steckt er ja diese Röhren in die Halter da, in diese Platine rein, dass er das mit nackten Händen macht. Das ist irgendwie ein Stilbruch. Da hätte ich jetzt wenigstens weiße Handschuhe erwartet an der Stelle. So ein bisschen schräg. Ja, schön. Ist auch ein schönes Zeichen für einen Blütenschatz, der mal was ganz anderes ist. Hat jetzt mit Audio, über Verstärkertechnologie, und da waren ja diese Röhren auch drin, aber ist jetzt nicht diese Art von Röhren. Hat genau. Mal gar nichts zu tun, ist trotzdem was einen begeistern kann. Schön, finde ich gut, finde ich sehr gut. Ich habe einen Blütenschatz mitgebracht, der spielt sozusagen über Bande. Also ich lasse jetzt jemanden sagen, dass er etwas ganz toll findet. Habe das gefunden im Brombeerfalter, und zwar in der Folge 237. Da hat sich der Daniel über eine Episode von Anekdotisch Evident ausgesprochen, und zwar über die Folge 7 zum Thema Einsamkeit. Da haben sich die Kada und die Frau Tobor, Alexandra Tobor, über das Thema Einsamkeit und Alleinsein unterhalten. Das hat der Daniel gehört und mir hat es sehr gut gefallen. Und mir gefällt, wie sich Daniel äußert darüber, dass es ihm gefällt. Übrigens gefällt mir die Folge von Kada und Alexandra auch. Aber hören wir doch einfach rein. Ich empfehle ja viel zu selten andere Podcasts oder andere Episoden, aber jetzt war mal wieder eine, die mich so richtig mitgenommen hat, und zwar die aktuelle Ausgabe von Anekdotisch Evident. Anekdotisch Evident, wenn ihr es nicht kennen solltet, erstens ändert es, und zweitens ist es ein Format von Alexandra Tobor, die ihr auch aus In trockenen Büchern und der Vrindheit mit Holgi kennt, und von Kada, die ebenfalls mit Holgi ein Format zusammen macht, nämlich die Wochendämmerung. Und noch ganz viele andere schöne Sachen. Ich glaube, der Lila-Podcast ist auch von ihr. Jetzt hätte ich recherchieren müssen. Erscheinungsraum Ost, gibt es den noch? Habe ich schon länger nicht mehr reingehört. Also Kada ist auch keine Unbekannte. Und Alexandra und Kada haben sich unterhalten über Einsamkeit und Alleinsein. Und das fand ich so großartig, weil ich selber auch ein Mensch bin, der gerne mal für sich alleine ist, ohne sich dabei einsam zu fühlen, der auch diese Zeiten braucht. Also wenn ich zu lange mit Menschen auf engem Raum unterwegs bin, dann brauche ich auch mal so ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Und ich empfinde das auch gar nicht als schlecht, aber mir ist in meinem Leben schon sehr häufig aufgefallen, dass mich andere Menschen dann doch als so ein bisschen komisch betrachten, wenn ich mich dann doch öfters mal zurückziehe, als das wohl die Mehrheit der Menschen tut. Und ich bin halt auch so jemand, wenn ich oft genug für eine Sache komisch angeschaut werde, dann neige ich schon dazu, das auch so als persönlichen Makel abzuspeichern, mein Verhalten. Jetzt nicht unbedingt mit dem Willen, das zu ändern, aber doch ein Makel. Und es hat mir so gut getan,
da einfach mal zu hören, dass es eben doch noch andere Menschen gibt, die da genauso drauf sind. Und das hat mir doch sehr geholfen, da mich geistig wieder so ein bisschen einzusortieren. Also insbesondere Alexandras Erzählung von einem amerikanischen Feriencamp, das sie irgendwie als Betreuerin oder als Mitarbeiterin in jungen Jahren besucht hat, wo sie wirklich wochenlang überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit hatte, wo also man noch nicht mal auf der Toilette allein war, weil es irgendwie aus Sicherheitsgründen keine Türen gab oder so. Also ich habe da, als Alexandra das erzählt hat, ich habe körperliche Schmerzen gefühlt, weil das muss der absolute Horror sein. Und so böse und vorurteilsbeladen und pauschalisierend das klingt, jetzt verstehe ich langsam, warum die ganzen amerikanischen Menschen, mit denen ich beruflich zu tun habe, warum die oftmals ein Verhalten an den Tag legen, das mir wiederum seltsam erscheint. Da muss man ja komisch werden, wenn man in so einer Kultur groß wird. Also das geht doch nicht. Man braucht doch Rückzugsgebiete. Wie soll man denn auch selbstständig werden, wenn man überhaupt nie allein ist? Geht doch nicht. Und ich bin dann auch geistig irgendwie ins Theoretisieren gekommen. Und ich denke mir wirklich, wenn ich unter irgendwelchen widrigen Umständen die hypothetische Wahl hätte, aus irgendwelchen Gründen, ich müsste jetzt 4 Wochen lang wirklich rund um die Uhr in Gesellschaft anderer Menschen sein, ohne Rückzugsgebiet, oder 4 Wochen für mich ganz alleine und gar keinen Kontakt zu anderen Menschen, ich würde mich fürs Alleinsein entscheiden, ganz ehrlich. Obwohl ich mich durchaus nicht als ungesellig betrachte, aber irgendwie, da würde mir massiv was fehlen, wenn ich das nicht hätte. Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast-Angebot Brombeerfalter, die Folge 237, Durchschnittsordnung. Und wer sich vielleicht wundert, was das für ein merkwürdiges Brummeln da im Hintergrund gewesen ist, der Daniel ist Reisebusfahrer und der erzählt ganz viel während seiner Leerfahrten. Also immer, wenn er keine Passagiere an Bord hat, dann greift er gerne mal zum Rekorder und erzählt dann etwas in der Regel aus seinem Leben und mit einer unglaublichen Wortakrobatik. Also mir macht es einfach Freude, ihm zuzuhören. Und an der Stelle hat er eben einfach so schön über Bande dargestellt, dass ihm die Episode Anekdotisch Evident 7 so gut gefallen hat. Sehr schön. Damit sind wir durch, meine Damen, meine Herren. Wir haben die Blütenschätze in der Tüte und wir können uns jetzt verabschieden. Falls nicht noch jemand famose letzte Worte sagen möchte. Nö, scheint nicht so zu sein. Alles klar. Gut, dann bleibt es mir zu danken. Ich danke zunächst einmal Sebastian und Lars, dass ihr mit mir zusammen den Garten aufgemacht haben. Dankeschön an euch. Gerne. Immer wieder gern. Super. Und natürlich der Dank an den Gast, der sich mutig auf unsere Gartenbank gesetzt hat und so viel zu erzählen hatte aus seinem Leben. Sehr spannend, die Geschichte, auch von die persönliche Geschichte, also Vater blind, und dass man da auch über diese Erfahrung ans Audio herangeführt wird, das fand ich jetzt auch nochmal besonders interessant. Dankeschön, Stefan. Stefan Haslinger, den wir unter Informatom im Internet kennen. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Das freut mich zu hören, das gibt die Hoffnung, dass du vielleicht nochmal wiederkommst. Die Einladung, die ich da vorhin zwischendurch ausgesprochen habe, zu sagen, wenn sich da an deinem Community-Projekt, also wir sprechen jetzt speziell über Panoptikum, wenn sich da irgendwie wesentlich was geändert hat, komm einfach nochmal wieder und erzähl davon. Vorhin kam im Chat auch die Idee auf, könnt ihr nicht mal den Stefan und den Christian Bettnerek gemeinsam einladen, dann können die sich beide austauschen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Könnte vielleicht sehr anstrengend werden oder ganz einfach für uns, weil ihr die ganze Moderation übernehmt. Wir lehnen uns dann einfach zurück und gucken euch einfach nur zu. Ist vielleicht auch eine witzige Variante. Schauen wir mal. Könnte man ja vielleicht dann auch so eintüten. So, weiter geht der Dank natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, die uns heute Abend hier begleitet haben, live während der Aufzeichnung. Einige haben sich auch sehr, sehr fleißig im Chat bewegt. Da gab es einige Tipps und Hinweise und auch Kommentare ganz spontan. Herzlichen Dank dafür. Aber natürlich auch für die treuen Hörerinnen und Hörer, die das in der Konserve hören. Vielen Dank für eure Treue und für eure Ohren, für eure Aufmerksamkeit. Und damit gehen wir jetzt einfach mal in die Nacht und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. 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 Warum spielt er denn schon wieder nicht? Immer das. Es ist wirklich, das wird ja langsam zum Running Gag hier. Ah.